Was die Risikobewertung angeht, muss ich tatsächlich sagen, bin ich nicht informiert. Ich weiß nicht, ob es dieses Dokument wirklich gab, wie seriös das ist. Diese Info, die du mir jetzt gesagt hast über den Leak aus dem Bundesministerium für Inneres dann. Grundsätzlich würde ich aber dir natürlich zustimmen, dass Politiker ihre Maßnahmen auch in den Konsequenzen damit messen müssen, dass sie schauen, was sind die Risiken, die eben entstehen können. Dass er dann eben dem großen wissenschaftlichen Konsens widerspricht. Und dann kann ich es unter den Gesichtspunkten auch absolut nachvollziehen, dass man ihn eben nicht zu solchen Talkshows einlädt. Wie kann es sein, dass du noch nie was von John Ioannidis gehört hast? Wie gesagt, einer der meistzitierten Wissenschaftler über alle Disziplinen durch. Ja, weil er vielleicht Unsinn verbreitet. Bin ich ein Corona-Leugner für dich? Nee, dann Corona-Widersprecher, es sei denn, du gibst dich ziemlich gut. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch erst an dem Punkt, wo ich über den Begriff so drüber nachdenke. Das ist richtig, dann müsste man den abändern und sagen Corona-Widersprecher vielleicht oder irgendeinen anderen Namen, vielleicht auch Kopf-Idiot. Klar ist jedenfalls für die PCR, um die überhaupt quasi zu erschaffen, um irgendwie eine PCR-Methode zu finden, mit dem du das Virus nachweist, musst du ja natürlich das Virus isoliert haben. Dementsprechend kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass man das Virus in China direkt zu Beginn isoliert hat. Diese Videos, die zeigen ja auch nur, wie die Situation da war. Und sie ist offensichtlich, egal wie sie davor war, so weit eskaliert, dass die Leute da als Pulk hingegangen sind und versucht haben, da einzudringen. Warum sollten die da eindringen? Das weiß ich nicht, aber ich habe das Video gesehen. Nur vielleicht gibt es eben keine zweite alternative Wahrheit, die so unglaublich konträr zu dieser Faktenlage, die wir aktuell haben zu diesem Virus, dass die überhaupt bestehen kann. Du hast ja gesagt, ich drifte in meine Blase ab. Hältst du mich wirklich für so einen verrückten Typen, der nicht informiert ist? Ja. Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, diejenigen, die meinen Kanal kennen, die wissen, dass es mir immer um eine offene Debatte geht. Ich sage ja auch immer in meinen Videos, wer da eine andere Meinung ist, der kann gerne auf meinem Kanal kommen. Oder ich gehe ja auch zu Demonstrationen von Black Lives Matter oder von Fridays for Future, versuche da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und jetzt bei Corona habe ich einen Patrick, der hat gesagt, hey, lass uns einfach mal diskutieren. Er hat mich da angeschrieben per E-Mail. Ich zitiere aus einer E-Mail, da hat er halt gesagt, dann habe ich für mein Gewissen Ruhe und kann sagen, dass ich alles versucht habe, eure abgedriftete Blase von ihrem Irrweg abzubringen. Und du hast im Zweifel Inhalt, mit dem du dich kritisch auseinandersetzen kannst. Kritisch in Anführungsstrichen oder in Gänsefüßchen. Insofern, Patrick, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, erstmal willst du dich mal vorstellen. Wer bist du? Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu diskutieren? Ja, also ich bin Patrick, ich studiere in Karlsruhe und genau, also wie man es in der E-Mail schon vielleicht gesehen hat, ich möchte eigentlich auch genauso gerne diskutieren und da ich eben der Überzeugung bin natürlich, dass das alles schon so zum gewissen Grad seine Richtigkeit hat und kam ich eben auf die Idee hier dann mal, vor allem weil da Jens ja ebenso auf geschlossen wirkt oder quasi diskussionsfreudig wirkt, dann eben auch hier mal vorbeizuschauen, quasi wenn auch hier nur digital, um dann eben über Corona zu diskutieren. Willst du noch mal kurz sagen, wie alt du bist und was du studierst? Ich bin 19 und ich studiere Euklid am KIT. Also Euklid ist so eine Mischung aus Geschichte, europäische Geschichte und Philosophie. Okay. Und wie bist du auf meinen Kanal gestoßen? Wie kommst du, dass du, also beschäftigst du dich grundsätzlich mit den Kritikern vor Corona oder bist du nur zufällig auf meinem Kanal gelandet? Nee, also ich bin tatsächlich schon seit circa einem Jahr oder so auf dem Kanal. Also einfach nur, weil ich irgendwann mal drüber gestolpert bin. Ich glaube, das war tatsächlich so mehr auch zu den gesamten Klimadiskussionen, die letztes Jahr gesellschaftlich relevant waren, jetzt so ein bisschen verdrängt wurden von Corona. Und schon da bin ich auf den Kanal aufmerksam geworden, habe mir dann auch die Videos angeschaut etc. Bin auch da weniger aktiv jetzt als die letzten Monate. Genau, aber seit da schaue ich im Endeffekt regelmäßig. Und jetzt hatte ich die letzten Monate dann mal gedacht, okay, muss ich mich jetzt dann doch mal zu Wort melden? So kann es nicht ganz sein. Und ja. Wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du dich politisch einordnen? Und wie sieht es bei dir im Umfeld aus? Hast du da auch Leute, die es ähnlich sehen wie ich oder alle, die
bei Corona auf deiner Seite sind? Also mein Umfeld ist natürlich dann schon eher in meinem Alter, ne? Und da sind, glaube ich, natürlich auch dann nicht ganz so klassische Argumente wie wir müssen die Wirtschaft krass schützen, groß vorne mit dran, ja. Aber muss es auch nicht unbedingt. Und dementsprechend, ich würde mich eher ein bisschen links einordnen, aber dann quasi mit einer guten Argumentation dahinter und nicht nur mit einer bloßen Einstellung. Und dementsprechend, ja, die Leute in meinem Umfeld sind so doch eigentlich relativ gesittet, was die Corona-Maßnahmen angehen und nicht irgendwie auf dem Trip. Sie müssen hier sagen, gibt's alles nicht. Wobei sich das auch tatsächlich ändert, wenn man irgendwie bei Arbeitsstellen und so weiter anschaut. Also wenn man irgendwie einen Nebenjob macht, hatte ich einen, da sah die Sache dann ganz anders aus. Da gab es dann Corona-Leugner. Ja, oder halt Leute, die meinten, ja, das sehe ich halt nicht alles so ernst oder da werden wir ein bisschen an der Nase lang geführt. Wenn du aber genau fragst, warum das der Fall ist, konnte dir eigentlich niemand wirklich eine Antwort geben, sondern es ist mehr so alles auf einer grundlegend kritischen Einstellung, aber die eher ein bisschen unbegründet ist. Okay. Ja, dann lass uns mal direkt anfangen. Was hältst du von den aktuellen Maßnahmen? Stehst du dahinter oder sagst du vielleicht doch ein bisschen überzogen? Also wenn es jetzt um den Lockdown-Light geht, ne, der jetzt, ich glaube, dann knapp 10 Tagen ungefähr ist, da stehe ich bis zum gewissen Grad in jedem Fall dahinter. Also ich sehe durchaus, dass man die Schulen offen lassen möchte und auch die Kitas. Ich selber finde es natürlich auch super schade, dass ich selber nicht mehr in die Uni kann. Da war jetzt über die Sommermonate das eigentlich so recht groß nochmal angeklungen, von wegen man kann dann wieder Präsenzveranstaltungen besuchen. Das ist jetzt leider nicht der Fall und wird sich auch je nachdem vielleicht dann auch nicht mehr groß ändern. Zumindest mal über den Winter hinweg. Sehe ich schade natürlich, aber man muss ja auch dann quasi sehen, zu welchem Preis das auch kommen würde. Und da verstehe ich durchaus die Priorisierung, dass man sagt, okay, Wirtschaft möchte man nicht unbedingt reduzieren. Ja, da sollen die Leute schon weiter ihren Arbeit nachgehen können. Und auch Deutschland als zum Großteil ja auch mitunter Exportnation muss es tun. Und dementsprechend verstehe ich da die Priorisierung, dass man sagt, okay, Schulen und Kitas sowie Wirtschaft lässt man offen. Und ich glaube, das Brisanteste wäre ja so ein bisschen die Gastronomie. Aber bei der Gastronomie würde ich sagen, sehe ich das auch nicht allzu kritisch, dass man es zugemacht hat. Da sehe ich dann eher auch, dass man sagt, okay, man subventioniert die ganzen Sachen. Wie sinnvoll das jetzt aktuell gelöst ist mit dem November, der ja eher wohl in der Gastronomiebranche ein eher umsatzschwacher Monat ist im Vergleich zumindest mal zum Dezember oder anderen Monaten, kann man in jedem Fall drüber sprechen. Aber was so die grundsätzliche Schließung von Gastronomie angeht, verstehe ich das durchaus einfach deshalb, weil man ja selten oder weniger häufig mit der Familie essen geht im Vergleich zu allen anderen Events, mit denen man essen geht. Also es ist ja nicht immer dieselbe kleine Freundeskreis, mit dem man essen geht oder mit dem man in eine Bar geht oder sonst wie, sondern das sind ja auch erstens vor allem in Bars und Kneipen viele Leute drumherum, wo man dann wieder vielleicht über eine aerogene Übertragung sprechen muss. Und man muss ja dann auch eben betrachten, dass man eben mit nicht immer demselben Personenkreis essen geht, sondern man geht ja schon auch in gastronomische Einrichtungen, entweder um neue Leute kennenzulernen oder halt um sich mit Leuten wieder zu treffen, die man eine Weile nicht gesehen hat. Wie erklärst du das, dass man im Sommer eigentlich gesagt hat, okay, der Lockdown war vielleicht auch ein bisschen überzogen, wir haben daraus gelernt, Herr Spahn hat ja sinngemäß gesagt, so wie es ablief, würden wir es nicht wieder machen oder er hat gesagt, mit dem Wissen von heute würden wir es nicht wieder so machen. Wie erklärst du das, dass man eigentlich immer gesagt hat, Lockdown wird nicht wieder kommen, jetzt ist er doch wieder da? Ich würde es insofern erklären, als dass man natürlich zum Sommer hinweg gutes Leben anders gestalten konnte. Also wenn ich jetzt mich irgendwie als Beispiel direkt natürlich nehme, weil man es ja an sich selbst am besten sieht, da war ich natürlich im Sommer auch viel mehr draußen und dennoch unter anderen Leuten. Und diese Sachen kann man jetzt halt nicht mehr so verfolgen. Dementsprechend ist es klar, dass man nicht unbedingt die Lage des Sommers mit der Lage des Winters vergleichen kann. Also es heißt ja, das Virus sei weniger saisonal als andere Viren, was zumindest mal die Übertragung angeht, aber schlussendlich muss man sich auch vor Augen führen, das Verhalten der Menschen ist auch stark saisonal bedingt, dass man eben im Sommer viel rausgeht und im Winter viel weniger, beziehungsweise im Winter dann auch viel mehr in geschlossenen Räumen ist. Und ja, was die Aussagen von Jens Spahn angeht, von wegen mit dem Wissen von heute würden wir es anders machen. Klar kann man es in gewisser Weise anders machen, die Frage ist nur erstens, wie macht man es anders? Dazu hat sich Jens Spahn ja, glaube ich, nicht unbedingt geäußert. Und man muss sich ja auch vor Augen führen, dass es damals starken Mangel an Masken und so weiter hatte. Also es wurde ja teilweise auch als Argument benutzt, man kann keine Maskenpflicht einführen, weil wir nicht genug Masken haben oder es würde noch zu mehr Engpässen kommen und so weiter und man würde vielleicht Leute ausgrenzen, solche Dinge.
Ja, also ich denke mal, dass die Ressourcen dann im Frühjahr nochmal deutlich limitierter waren und da eigentlich dann auch ein Lockdown nicht allzu vermeidlich. Also daher weiß ich auch nicht unbedingt, wie entspannt zur Aussage kam. Oder zumindest, sie kann ja valide sein, aber müsste sie auch noch ein bisschen begründen. Okay. Und wie begründest du dir das, dass wenn unserer Politik wirklich die Gesundheit der Menschen am Herzen liegen wird oder würde? Ich höre eigentlich immer nur, das Einzige, was wirkt, ist AHA, Lüften und die App und die Impfung. Die Impfung ist sozusagen das Ziel. Erst wenn wir die Impfung haben, dann kann man vielleicht über Lockerungen reden. Aber grundsätzlich sagen die ja, es wird kein, das Leben wird nicht mehr wie vorher sein. Die Frage ist, warum vor allem jetzt mit den Regeln? In Deutschland ist es ja nicht ganz so schlimm wie in anderen Ländern. In Italien, in Spanien, in Frankreich durften die Leute teilweise nur eine Stunde raus während des Lockdowns. Das heißt halt auch letztendlich, Bewegung ist extrem wichtig, frische Luft ist extrem wichtig, soziale Kontakte sind wichtig. Und wir sehen jetzt halt, diese Maßnahmen haben extreme Nebenwirkungen. Jetzt hast du vielleicht auch gesehen, Meldungen von der Berliner Feuerwehr, die haben gesagt, die Suizidversuche haben sich innerhalb von einem Jahr verhundertfacht. Und das sind, ja, das sind nur die Leute, die probieren, sich umzubringen. Es gibt halt auch ganz viele Leute, deren Existenzen zerstört sind, die jetzt nicht mehr reisen können, die einfach isoliert sind, die nicht ihre Liebsten sehen können. Jetzt habe ich, heute hat der Spahn auch gesagt, mit Weihnachten, dass man da seine Familie sehen kann. Das sieht wohl alles eher schlecht aus. Wie stehst du dazu? Also zuerst mal, ich selbst merke es ja, wie gesagt, auch. Ne? Also ich habe, wie gesagt, auch keine Präsenzlehre, sondern sitze im Endeffekt auch den gesamten Tag rum und verlasse nicht allzu viel das Haus. Und natürlich muss man da jetzt auch nochmal, weil du vorhin auch gesprochen hast, von in Italien gab es quasi Sperrstunden von nur irgendwie, man darf nur eine Stunde raus, was ist natürlich unsinnig. Einfach weil man sich fragen kann, warum sollte ich mich jetzt in 3 Stunden draußen an der frischen Luft joggen gehen, mehr anstecken als an einer oder dergleichen oder mehr andere Leute anstecken. Da sehe ich durchaus, dass die Gesundheit geschützt werden muss. Aber erstens kann man weiterhin ja auch rausgehen und draußen Sport machen. Daher glaube ich, dass die Gesundheit nicht allzu großes Argument ist, es sei denn, man nimmt halt irgendwie noch vielleicht Physiotherapie und ja, Fitnessstudio oder so mit rein. Aber ich weiß gar nicht, ob Physiotherapie eingeschränkt wurde. Sowas glaube ich nicht unbedingt. Aber Fitnessstudio, also Fitnessstudio ist in jedem Fall, genau. Zum Sport und mein Gym ist jetzt geschlossen. Das ist ja auch gerade, ich meine, ist das nicht widersprüchlich, dass dass gerade, ich meine, wenn man sieht, in Restaurants, die veröffentlichen ja immer so Zahlen, die versuchen ja angeblich die Kontakte nachzuverfolgen, und nach deren Zahlen sind gerade in Bars und Restaurants die geringsten Übertragungen und gerade in Fitnessstudios. Ich meine, wenn ich mich in meinem Fitnessstudio umschaue, wer geht ins Fitnessstudio? Das sind sowieso die jungen, fitten Leute. Da sind ganz, ganz wenig Leute, die irgendwie anfällig sein sollten. Und wie gesagt, es ist gerade, vor allem jetzt auch, ich würde gerne draußen trainieren, aber hier in Hamburg war es gestern 6 Grad. Da ist man, wenn man auch draußen dick angezogen ist, ist man ganz schnell am Frieren. Wie soll man da sich bewegen? Wie soll man da Sport machen? So, also, siehst du da nicht auch ein paar Widersprüche bei den Maßnahmen? Nee, nicht unbedingt. Und zwar allein deshalb, weil ich selbst aus eigener Erfahrung weiß, dass man auch bei 6 Grad gut Sport machen kann. Also vor allem mit guter Thermokleidung ist es bei Ausdauersport gar kein Problem. Da kann man auch bei leichten Minusgraden noch joggen gehen. Die Frage ist nur, wie sehr ist Joggen was für Leute? Und aber auch, es ist ja nicht so, als wären jetzt plötzlich alle Leute ganz ungesund, weil einfach nur ein Bruchteil der Bevölkerung überhaupt in ein Fitnessstudio geht und vor allem regelmäßig und häufig in ein Fitnessstudio geht. Aber wo hat denn, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wolltest du noch was ausführen? Vielleicht natürlich auch noch, wie die Situation in meinem Fitnessstudio war. Da ist es halt so, dass eben niemand mit Maske trainiert oder ist ja auch nicht unbedingt zweckführend, einfach weil man Atemwiderstand hat und damit schwerer Luft bekommt. Das muss jetzt nicht unbedingt direkt Auswirkungen natürlich auf den Sauerstoffgehalt im Blut haben, aber man ist halt früher erschöpft, einfach weil noch zusätzlich dieser Atemwiderstand da ist. Aber in dem Fitnessstudio sah ich doch dann die Infektionsgefahr relativ hoch. Und das selbst dann, wenn man zu Zeiten hingeht, wo nicht viele Leute sind. Also ich hatte da so immer geschaut auf der Webseite, wie viele Leute sind gerade anwesend und bin dann hingegangen, wenn eigentlich nicht die Stoßzeit war. Und dennoch würde ich da das Risiko als nicht unerheblich einstufen. Okay.
Ja, okay, jetzt sagst du natürlich Thermokleidung und so, man kann draußen Sport machen, aber ich meine, wenn du sagst, du bist selbst ins Fitnessstudio gegangen, also bei mir, ich mache klassisches Krafttraining, das kann ich nicht draußen machen, wenn ich das zu Hause mache. Ich mache halt auch so Kreuzheben mit 150 Kilo. Wenn ich das zu Hause mache, dann sind meine Nachbarn unten drunter, die stehen dann nach 2 Minuten bei mir vor der Tür und beschweren sich. Aber naja, okay, lass uns nicht weiter über das Fitnessstudio unterhalten. Also sagen wir es so, ich glaube auch die Leute können, ja, sorry, auch fürs Rechnen. Nochmal, ja? Ich glaube nur nicht, dass die Leute plötzlich unsportlich werden, weil sie nicht mehr ins Fitnessstudio können, einfach weil ein Bruchteil der Bevölkerung eben nur ins Fitnessstudio geht. Also das sehe ich jetzt nicht als großes Argument zu sagen, die Fitnessstudios müssen offen bleiben, weil sonst unsere gesamte Bevölkerung komplett unsportlich ist. Also da sehe ich eben nicht den Punkt. Okay. Aber welchen Politiker hast du jemals gehört, der sagt, okay, gehen Sie raus an die frische Luft, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, soziale Kontakte sind wichtig. Warum hört man sowas nicht? Oder hast du es jemals gehört? Ich würde in jedem Fall sagen, dass man das Politiker sagen hört. Also beispielsweise hier von der SPD gibt es ja den Gesundheitsexperten Lauterbach. Der ist ja doch sehr, zumindest mal auch was Ernährung angeht, der hat ja auch mehrere Jahre irgendwie von seiner salzarmen Ernährung erläutert. Und da gibt es ja auch grundsätzlich keinen Politiker, der sagen würde, es ist sinnvoll, jetzt gerade vollkommen zu Hause zu bleiben. Auch im März und im April hat man ja auch gehört, dass man doch natürlich rausgehen soll. Ja. Ich habe Da es gab es nirgendwo noch bei. gehört. Also wie gesagt, für mich ist halt immer nur, die Lösung ist die Impfung. Wir müssen AHA einhalten und dann noch die App und lüften und so und dann wird alles gut. Aber wie gesagt, es geht ja auch gerade darum, mit diesen ganzen Horrornachrichten wird den Leuten Angst gemacht. Die sind zu Hause. Es gibt teilweise Herr Willig, der Kollege von Herrn Drosten, der Chefepidemiologe an der Charité, der sagt auch, Anne, Entschuldigung, er ist auch sehr kritisch. Der Willig ist sehr kritisch, aber es ist der Pathologe an der Charité, der sagt auch, das Problem sind nicht die Corona-Toten, das Problem sind die Leute, die vor Panik sich zu Hause einschließen, Monate nicht mehr rausgehen. Man öffnet dann irgendwann die Wohnung, man riecht irgendwann Verwesungsgeruch im Flur, man öffnet die Wohnung und die Leute liegen im Astronautenanzug tot auf dem Boden. Solche Leute, da ist halt auch, wo hat man jemals abgewogen, ob jetzt mehr Corona-Tote oder ob mehr Leute von Corona sterben oder von den Maßnahmen. Wo hat es jemals diese Abwägung gegeben? Ich glaube, zu Beginn wurde ja so eine Abwägung so oft ein Stück weit getroffen. Es gab ja irgendwie so Korrelationsrechnungen von, ja, wie verhält sich eigentlich so quasi das Durchschnittslebensalter im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt oder dergleichen. Aber auch das ist kein guter Indikator, weil man einfach davon ausgehen kann, okay, dann investiere ich einfach prozentual von meinem BIP mehr in Gesundheit. Damit ließe sich sowas locker aufwägen. Aber solche Abwägungen braucht es auch nicht geben in Deutschland. Also erstens deshalb, weil wir keine Abwägung von Menschenleben machen in Deutschland. Das hat gute Gründe, die durchaus immer wieder vom Bundesverfassungsgericht begründet wurden. Und unter diesem Gesichtspunkt weiß ich gar nicht, ob das überhaupt ein relevantes Thema ist, darüber zu diskutieren, wo sterben mehr oder weniger Leute. Natürlich ist es wünschenswert, wenn schon Leute sterben, dass da die wenigsten sterben. Aber so eine grundlegende Abwägung, weiß ich auch nicht, ob die nicht ein bisschen irreführend ist. Denn kann man gut Daten erheben darüber, wie viele Leute sich jetzt wirklich zu Hause einschließen und sagen, okay, ich ziehe mir meinen Schutzanzug an oder sonst irgendwas. Und hinterher findet man die Leute ominös gestorben und mit Verwesungsgeruch. Da wäre ich ernsthaft tatsächlich darüber gespannt, wie viele Leute das wirklich sind. Denn eher ist es ja so, dass die meisten Personen in den Maßnahmen ein bisschen überdrüssig werden und dann sich wieder normaler verhalten und quasi draußen sind. Und eben Du unter der kannst Gesellschaft, also. normal unterhalten. Auch wenn ich hier in Hamburg an der Alster jetzt am Samstag war sonniges Wetter, die Leute treffen sich sonst eigentlich mit Freunden und Bekannten in Bars und in Restaurants. Die gehen jetzt alle nach draußen, die sind alle an der Alster unterwegs. Und die Leute, die suchen sich halt ihre Alternativen und natürlich wahrscheinlich verstoßen viele auch gegen die Regeln und treffen sich mit mehreren Haushalten. Aber was ich sagen wollte, erstmal Abwägung von Maßnahmen. Erstmal, ich meine, zum Beispiel Tempolimit auf Autobahnen. Da heißt es auch immer, ja, es passieren viel zu viele Unfälle. Auch beim Autoverkehr muss man immer abwägen. Da gibt es natürlich Unfälle
Und da sagt man vielleicht, irgendwann haben wir Gefahrenschwerpunkte oder sterben so viele, weil die Leute zu schnell fahren oder weil irgendwie das und das passiert. Und dann wägt man einfach ab, wie viele Leute haben wir durch Unfälle und wie viel greifen wir dann in die Freiheit der Menschen ein. So, und da ist zum Beispiel, hast du von diesem BMI-Leak mitbekommen? Da hast du von dem BMI-Leak mitbekommen? Nee, was ging's da? Da war ein hochrangiger Mitarbeiter im Bundesinnenministerium. Das Bundesinnenministerium hat ja den Lockdown beschlossen sozusagen. Die haben dann ihre Experten herangezogen und haben dann den Lockdown beschlossen. Und da war dann ein Paper, was ein leitender Mitarbeiter erstellt hat. Er hat das mit renommierten Experten erstellt und hat gesagt, es hat im BMI niemals eine Abwägung zwischen wie vielen Maßnahmen oder was werden die Maßnahmen für Nebenwirkungen haben, was gibt es da für Kollateralschäden und wie viele Tote werden wir von Corona schützen können durch diese Maßnahmen. Diese Abwägung hat es niemals gegeben und das ist auch das Brisante dabei, dieser Mitarbeiter war ein leitender Mitarbeiter, er war gerade für Infektionskrankheiten oder für irgendwie Katastrophenschutz oder so zuständig. Das heißt, er war gerade für diesen Bereich zuständig. Er hat ein Paper geschrieben, das wollte intern keiner sehen. Das hat er intern an alle rausgeschickt. Wollte keiner irgendwie drauf eingehen. Ist total unter den Tisch gefallen und hat das veröffentlicht. Und dieser wurde dann vom Dienst suspendiert, weil er das veröffentlicht hat. Und in den Medien, wenn man sich das anschaut, wie dann in den Medien dargestellt wurde, die meisten Medien haben ihn als Corona-Rebell dargestellt, sind gar nicht groß auf die Argumente eingegangen, haben auch gar nicht gesagt, dass er dieses Papier mit renommierten Experten geschrieben hat. Da gab es die Bild-Zeitung, kann ich mich erinnern, die Bild-Zeitung hat aber leider hinter der Bezahlschranke hat die drüber geschrieben. So, und der sagt ganz klar, es hat niemals eine Risikoabwägung gegeben, die eigentlich jedes Mal stattfinden muss, weil alle Maßnahmen, die man macht, die werden Nebenwirkungen haben, alleine schon, wenn es heißt ja immer so per Pi mal Daumen, wenn das Bruttosozialprodukt um 1% sinkt, heißt das, die Lebenserwartung sinkt um ein Jahr. Und das ist nicht nur das Einzige, das Bruttoinlandsprodukt oder das Bruttosozialprodukt, das wird dieses Jahr irgendwie in einigen Ländern sogar um 15, 20 und sogar noch mehr Prozent sterben. Wer weiß jetzt mit dem zweiten Lockdown, wie schlimm das überall wird. Wir sehen auch, ich habe selbst den Lockdown in Afrika verbracht. In Afrika, der Präsident, wir haben halt immer die Ansagen vom Präsidenten gehört und der Präsident hat immer auf Europa gezeigt. Er hat gesagt, guck mal, wie schlimm das in Europa ist. So, wenn die das in Europa nicht im Griff haben, wenn die schon über Lockdown machen, dann müssen wir das hier auch machen. So, dabei hat er natürlich überhaupt nicht beachtet, dass Afrika eine ganz andere Demografie hat, dass da die Leute sehr, sehr jung sind, dass die kaum Alter haben. Und natürlich, dass sie auch ganz andere klimatische Bedingungen haben. So, und worauf ich hinaus wollte, wir haben weltweit, ich glaube, so 2-3 Milliarden Menschen an Tageslöhner. In Afrika siehst du jetzt Bilder aus Nigeria, wo tausende von Leuten Lagerhäuser stürmen, nur an Essen zu kommen. Ich habe auch aus Uganda und Kenia, die Leute, die haben alle keine Jobs mehr. Die leben von einem Tag zum anderen. Die sind seit Monaten hungern die vor sich hin, deren Existenz ist zerstört und das hat man nie mit in Betracht gezogen. Da frage ich dich, warum hat man das nicht gemacht? Also meinst du jetzt quasi, dass wir in Deutschland keinen Lockdown hätten machen sollen, weil andere Länder auf die Idee kommen, das, was Deutschland macht, das müssen wir auch machen oder noch viel eher machen und deswegen sind die gestorben? Oder den Schritt verstehe ich nicht. Auch wenn wir Deutschland isoliert sehen, in Deutschland hat keine Risikoabwägung stattgefunden. In Deutschland hat keine Risikoabwägung stattgefunden und wie gesagt, und Deutschland, Europa ist allgemein, wird halt so als der zivilisierte Kontinent dargestellt. Und natürlich, wenn alle reichen und entwickelten Länder solche Maßnahmen einsetzen, dann hat das natürlich eine Signalwirkung für andere Länder, die danach ziehen. So, und deswegen sage ich gerade, Deutschland ist ein Vorbild für viele andere Länder. Deswegen hätten wir hier ganz, ganz genau hinschauen sollen, was haben die Maßnahmen für Nebenwirkungen? Diese Abwägung hat niemals stattgefunden. Das hat dieser Leak aus dem Bundesinnenministerium hat der Preis gegeben. Und es gibt auch ein internes Papier aus dem Bundesinnenministerium, wo drin steht,
Wir mussten den Leuten möglichst viel Angst machen, um sie zu überzeugen, dass diese Maßnahmen alle sinnvoll sind. So, und da ist natürlich, es gibt auch mehrere Studien von Hochschulen, die sagen, hat sogar der Deutschlandfunk hat mehrere Medienexperten zitiert, die haben gesagt, vor allem der NDR und alle Mainstream-Medien haben sich in Corona-Zeiten zu Hofberichterstatter aufgespielt, haben das nicht kritisch hinterfragt, haben einfach mehr oder weniger 1:1 die Nachrichten von den Regierungen wiedergegeben. Es gibt auch Studien, ich glaube von der Universität Passau, habe ich bei mir in Telegram alles gepostet. Die haben sich die Berichterstattung von ARD, ZDF, es gibt ja ARD Extra, wo sie immer über Corona berichten, die sagen auch, da wird Katastrophenstimmung erzeugt, wie im Hollywood-Buster. Es wird nicht differenziert zwischen wirklich Kranken und Corona-positiv Getesteten. Es ist halt unglaublich einseitig. Es ging nur darum, den Menschen Angst zu machen und um Zustimmung für diese Maßnahmen zu bekommen, die niemals irgendwie reflektiert analysiert worden sind. Okay, dann fangen wir mal von vorne an. du meintest ja, dass Deutschland eine Vorbildfunktion hat. Und deine Überlegung wäre jetzt ja gewesen, dass man auch in Deutschland die Maßnahmen in Deutschland reflektieren hätte müssen, aufgrund der Vorbildfunktion, die dann von anderen Ländern quasi kopiert worden wäre. Ja, also die Maßnahmen, die wir in Deutschland treffen, würden quasi auch in anderen Ländern umgesetzt. Ne? So die Überlegung. Nein. Also wie gesagt, grundsätzlich ist es erstmal, wenn du wenn du Bungee-Jumping machst, dann solltest du vorher dir überlegen, wie hoch sind die Risiken. Du machst etwas, du solltest überlegen, wie hoch sind die Nebenwirkungen. Oder wenn du pleite bist und du willst eine Bank ausrauben, dann solltest du dir überlegen, bevor ich das mache, was werden die Nebenwirkungen sein. Dann solltest du überlegen, was werden deine Handlungen für Folgen haben. So, und diese Risikoabwägung hat im Bundesinnenministerium nachweislich niemals stattgefunden. Und Politiker haben die Verantwortung, ihr Handeln erstmal, bevor sie es durchsetzen, erstmal genau zu überlegen. Dafür haben sie ganz viele Berater, dafür sind die, ja, haben die ihre Stäbe, wo sie das hätten beraten können, das haben sie niemals gemacht. Okay, aber dann weiß ich trotzdem noch nicht ganz, was der Punkt mit der Vorbildfunktion zu tun hat, denn ja, ich sehe es ja dann halt Deutschland, es ist nicht nur Deutschland, es sind auch alle anderen Länder, die sich in Panik versetzen lassen haben. Unter anderem dadurch, dass viele Länder in den Lockdown gegangen sind, unter anderem, dass die Prognosen vom Imperial College unglaublich, aufgeblasen waren. Die lagen um ein 20-faches daneben, auch die Prognosen von der WHO. Es wurde halt von Anfang an von den westlichen Ländern Panik geschürt, wo natürlich die Länder, also als in Uganda der Lockdown gemacht wurde, wo ich war, hatten sie mehrere Infizierte, positiv Getestete, kaum einer hatte Symptome, kein einziger wurde gestorben und trotzdem haben sie einen knallharten Lockdown gemacht, sogar mit einer Curfew, dass man nach 19 Uhr nicht mehr raus durfte. So. Mhm. Nur wir reden ja eigentlich heute jetzt über die Maßnahmen von Deutschland und ich habe mich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht allzu sehr informiert darüber, wie andere Länder die Sache angehen, sondern man muss es ja eben auf Deutschland beziehen. Damit weiß ich auch nicht unbedingt, wie sinnvoll das auch für Uganda wäre, auch von eben der wirtschaftlichen Perspektive, wie du sagst, wenn es viele Tagelöhner gibt und die Leute haben nicht viele Rücklagen oder vielleicht gibt es kein gutes Sozialsystem, was sichern könnte etc., dann muss man sich natürlich da nochmal die Maßnahmen anders überlegen. Und wenn dann die Maßnahmen so eigentlich lauten, dass man dem Virus irgendwie freien Lauf geben muss, dann ist es eigentlich nur schade, dass es dem Land so geht, dass es so handeln musste. Also es ist traurig, dass ein Land nicht diesen Luxus quasi hat oder diese Möglichkeit hat, einen Lockdown zu machen, einfach zum Schutz der Bevölkerung und für die bessere Gesundheit. Denn das ist ja die Überlegung, die dahinter steckt. Was die Risikobewertung angeht, muss ich tatsächlich sagen, bin ich nicht informiert. Ich weiß nicht, ob es dieses Dokument wirklich gab, wie seriös das ist. Diese Info, die du mir jetzt gesagt hast über den Leak aus dem Bundesministerium für Inneres dann, oder dem BMI jedenfalls. Daher muss ich da sagen, weiß ich nicht, wie seriös oder wie wahr diese Aussage ist. Grundsätzlich würde ich aber dir natürlich zustimmen, dass Politiker ihre
Maßnahmen auch in den Konsequenzen damit messen müssen, dass sie schauen, was sind die Risiken, die eben entstehen können. Und da muss ich dann aber auch sagen, ich kann nachvollziehen, dass man das zuallererst nicht macht. Ja, also wenn man sagt, wir haben gerade viel zu viele Fallzahlen und eine Risikobewertung würde jetzt noch 4 Wochen oder dergleichen dauern, dann bleibt diese Zeit dafür nicht. Und unter dem Aspekt würde ich durchaus nachvollziehen können, dass man dennoch gesagt hat, man macht einen Lockdown. Und dann hat man ja aber immer wieder auch quasi Risikobewertungen zumindest mal dahingehend gemacht, wie viele Neuinfektionen würde es geben. Das ist zwar eine einseitige Risikobewertung, aber vielleicht liegt es auch daran, dass die andere viel schwerer zu quantifizieren ist. Ich meine, ich hatte vorhin nochmal gesagt, es gibt eben diese Korrelationen zwischen Lebenserwartung und Bruttoinlandsprodukt oder dem Brutto ehemals Bruttosozialprodukt. Und diese Korrelationen sind an sich einfach nicht in irgendeiner Weise mit einem großen Ausgabegehalt verbunden. Und zwar deshalb, weil man ja sagen könnte, okay, angenommen, alle Länder würden 3% ihres Bruttoinlandsprodukts, ist natürlich viel weniger, aber würden 3% ihres Bruttoinlandsprodukts in quasi Gesundheit stecken. Und vielleicht ist es auch mehr, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber nur mal so als Beispiel, darum geht es ja, um dieses Verhältnis. Dann ist es natürlich auch so, dass es viel mehr Geld dann auch zur Verfügung hat, je mehr Bruttoinlandsprodukt quasi pro Person dann quasi zur Verfügung ist oder wie viel Geld dann pro Person zur Verfügung ist, wenn man das auf den Kopf noch umrechnet. Und dass es dann irgendwo dann auch leichter ist, bei mehr Geld mehr Leute leichter zu versorgen, liegt irgendwie auch auf der Hand. Aber deswegen meine ich, das kann man ausgleichen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sehen, es gibt diese Korrelation zwischen Bruttoinlandsprodukt und Lebenserwartung, dann kann man jetzt noch nicht sagen, okay, unser Bruttoinlandsprodukt ist jetzt irgendwie um 10% runtergegangen dieses Jahr oder ich weiß nicht, wie genau die aktuellen Hochrechnungen da sind. Selbst wenn so, sagen wir, 10-20% ist es gesunken, dann können wir deswegen noch nicht sagen, dass unsere Lebenserwartung drastisch sinkt. Denn die Lebenserwartung hängt ja von vielen Faktoren ab, eben von einer vielleicht auch Grundfitness der Bevölkerung, von irgendwelchen Infektionskrankheiten, die eben vielleicht kursieren und dann die Lebenserwartung drücken, weil die älteren Leute sterben. Einfach weil sie anfälliger sind, das wäre ja genau das, was wir jetzt hier mit Covid-19 hätten. Und eben aber auch von dem Investieren in das Gesundheitssystem. Und da kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass man sagt, okay, wir hatten hier die größte Pandemie seit Jahrhunderten gefühlt und wir verzichten nun auf den Ausbau des Gesundheitssystems. Das ist also klar, man muss dann mehr Geld oder mehr anteilig Geld investieren, wenn das Bruttoinlandsprodukt runtergeht. Aber man kann ja dennoch dann eben das Gesundheitssystem priorisieren. Daher verstehe ich nicht, wie man jetzt davon alleine schon sagen kann, dass es Deutschland, was die Lebenserwartung oder die Gesundheit der Bürger angeht, in den kommenden Jahren schlechter gehen sollte. Okay. Woher soll denn das Geld kommen, wenn alle Unternehmen die Gewinne einbrechen, Leute pleite gehen, immer mehr Leute vom Staat abhängig sind, immer mehr, der Staat muss immer mehr Rettungspakete schüren. Wer soll das denn irgendwann bezahlen? Willst du? Du bist ja noch jung, du wirst ja irgendwann mal arbeiten. Du musst diese Schulden in Zukunft abarbeiten. Meinst du, wenn du anstatt meinetwegen, jetzt ist ja schon, ich habe auch auf meinem Kanal mehrere Videos dazu gemacht, jetzt haben wir ja schon eine Steuer- und Abgabenlast von 60-85%. Wenn du in Zukunft eine Abgabenlast hast von 70-90%, da kannst du ja immer weniger zur Seite legen, du musst immer härter arbeiten, um dir deinen Lebensstandard zu erhalten. Du gehst wahrscheinlich immer später in Rente in Deutschland. Deutschland ist das Land mit dem geringsten Nettovermögen in Europa, mit der, die geringste Rentenquote, also das, was sie einbezahlt haben und nachher, oder beziehungsweise das, was sie zuletzt verdient haben und dann bekommen, haben die geringste Eigentumsquote. Deutschland steht jetzt schon sehr schlecht in Europa da. Wie soll denn da ein Gesundheitssystem in Zukunft finanziert werden, wenn das ganze Land wirtschaftlich am Boden ist? Also es ist jetzt ja nicht der Fall, dass Deutschland irgendwie super arm in der Welt dastehen würde. Und daher, ich weiß nicht genau, wo man Abstriche machen kann. Nochmal, was heißt für dich super arm? Deutschland. Also Armut wird, glaube ich, dadurch definiert, dass man irgendwie weniger als 1 Euro oder 1,80 Dollar oder so am Tag hat. Also irgendwie sowas in den Dreh. Okay, wenn man das mit anderen europäischen Ländern vergleicht, kann ich dir auch gerne mal zuschicken. Deutschland hat das geringste Vermögen, die geringste Eigentumsquote, das geringste Rentenniveau in ganz Europa. Mhm.
Und die meisten Steuern und Zwangsabgaben in ganz Europa. Aber sind ja soziale Abgaben, die immer wieder dem Volk selbst zugute geführt werden und die lassen sich schwer quantifizieren in dem Sinne. Also sei es dann ja, eben durch Universitäten, also ein Studium ist wahnsinnig teuer. Wir wollen ja bei Corona bleiben. Deswegen, also wir halten fest, die Maßnahmen wurden nicht reflektiert vom Staat. Du kennst diese Zahlen nicht, die kann ich dir nachher nochmal zuschicken oder beziehungsweise dieses Bericht von diesem Leak aus dem Bundesinnenministerium. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser, auch nochmal an die Zuschauer. Wenn ich ein bisschen heiser bin, habt da Nachsicht mit mir. Ich hoffe, es wird bald wieder besser. Ich versuche mich immer ein bisschen zu schonen. Mit welchen Kritikern hast du dich denn so beschäftigt? Sagt dir John Ioannidis oder Sukharit Bhakti was? Ja, zumindest letzterer. Aber ich habe mich nicht vollumfassend mit seinen Thesen insofern beschäftigt, als dass ich nicht sein Buch beispielsweise gekauft habe oder dergleichen. Ich habe, glaube ich, mal ein, zwei Talkshows oder so gesehen und das war aber auch alles. Was hast du für Talkshows mit ihm gesehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Es war irgendein Ausschnitt, so 20 Minuten. Da müsste ich nochmal nachschauen, welche da es war, aber es ging schon um quasi Corona dann. Okay. Wie kannst du dir erklären, Sukharit Bhakti hat sein Buch geschrieben, das ist, glaube ich, im Juli oder so erschienen. Er hat auch von Anfang an hat einen offenen Brief an die an Angela Merkel geschrieben, hat auch ein Video zu gemacht, das hat Millionen Aufrufe bekommen. Auch Wodak hat auch, er war früher bei Arte, bei der Schweine- und Vogelgrippe, wurde als Experte gehandelt. Jetzt bei Corona hatten Bhakti und Wodak eine abweichende Meinung von dem, was das Narrativ in den Medien war. Und sie wurden entweder diffamiert, nicht eingeladen und, oder halt ignoriert. Sukharit Bhakti, sein Buch ist Spiegel-Bestseller. Und trotzdem wurde er jetzt erst, glaube ich, vor 4 Wochen, ich glaube, bei Phoenix oder MDR oder irgendwo wurde eingeladen und wirklich vor, ja, und da ist halt, wie erklärst du das, dass Kritiker nicht zu Wort kommen? Das hat auch der Deutschlandfunk gesagt, man hört immer wieder die gleichen Leute, Kritiker werden nicht gehört. Also der Deutschlandfunk hat über die Berichterstattung im Mainstream gesprochen und wie gesagt, mir haben von Anfang an Stimmen wie Wodak, Bhakti, John Ioannidis ist einer der Top 10 meistzitierten Wissenschaftler der Welt von der Stanford University. Der hat von Anfang an, vor dem Lockdown hat der die Diamond Princess, das Kreuzfahrtschiff, wo es dann mehrere Corona-Fälle gegeben hat, das hat er untersucht, hat sich auch die Studien aus Wuhan angeschaut und hat vor dem Lockdown ein Schreiben veröffentlicht, wo er gesagt hat, die Zahlen sehen so aus, die Zahlen von der WHO, die Prognosen sind alle viel zu hoch. Das sieht so aus, als wäre Corona nicht schlimmer als eine stärkere Grippe. Und die Maßnahmen, die wir jetzt verhängen, die werden katastrophale Nebenwirkungen haben. Insofern hat er davon abgeraten, diese Maßnahmen einzuführen. Und wie gesagt, der meistzitierte Epidemiologe, wenn ich google in Deutschland, habe ich einmal habe ich im Fernsehen gefunden, bei der Anstalt, wo man sich über ihn lustig gemacht hat. Und dann einmal bei RTL und einmal bei Fokus kam er zu Wort, aber nicht groß. Warum kommen solche Leute nicht zu Wort? Wie erklärst du dir das? Also es gab ja auch mal so eine Berichterstattung, wo quasi, ich weiß nicht mehr, welches deutsche Medienportal es war, ihn direkt zitiert hat und da gab es herbe Kritik, dass es nicht in Kontext geruckt wurde, die Daten oder die Aussagen von ihm. Und es hatte einfach den Hintergrund, dass er dann eben dem großen wissenschaftlichen Konsens widerspricht. Und dann kann ich es unter den Gesichtspunkten auch absolut nachvollziehen, dass man ihn eben nicht zu solchen Talkshows einlädt. Was ist denn für ein Konsens? Gibt es einen Konsens, wenn Virus ganz neu ist? Es gibt Hinweise aufgrund von Daten und wenn man dann eben was komplett Gegenteiliges dazu sagt, dann ist es nicht mehr unbedingt in den Konsens quasi enthalten. Also rein auf den Datenbasis. Erstmal, also die Daten bilden ja auch den Konsens. So, was ist Wissenschaft für dich? Was ist Wissenschaft für dich? Also möchtest du jetzt eine Definition von mir hören, was Wissenschaft ist? Okay, ist eine rhetorische Frage. Wissenschaft ist organisierter Zweifel. Insofern, Leute verwechseln Wissenschaft immer mit Politik. Beim Klima heißt es ja immer, die Mehrheit der Wissenschaftler kommen mit irgendwelchen Studien, das alles Propagandastudien sind. Da hat dann auch der
ehemalige Leiter vom Max-Planck-Institut in Hamburg, der sagt auch, der hält das nicht für wirklich zielführend, da einen Konsens herbeizuführen. Und natürlich, wenn man alle, die da anderer Meinung sind, wenn die keine Forschungsgelder mehr bekommt oder wenn man die nicht zu Wort kommen lässt, natürlich sieht das dann so aus, als hätten wir einen Konsens. Aber dabei geht es ja gerade auch in einer offenen Gesellschaft, geht es darum, dass man abweichende Meinungen zu Wort kommen lässt, dass man streitet, dass man debattiert. Und wie gesagt, ich habe das von Anfang an nicht gesehen. Es war immer nur Drosten, Lauterbach, unser Tierarzt, Herr Wieler, und unser Bankkaufmann, Herr Spahn, die zu Wort gekommen sind. Und dann sagt man, wir haben einen Konsens. Nein, also es ist ja nicht so, dass das die einzigen Personen in Deutschland wären, die Virologen oder Epidemiologen wären. Und es ist ja auch nicht nur auf Deutschland selbst beschränkt. Also ich meine, die Pandemie ist global und da sind ja auch die, ist ja auch ein Konsens in anderen Ländern. Und da kannst du ja dann komplett Drosten und Lauterbach und sonst wie einen komplett rausrechnen. Okay, aber wie kann es sein, dass du als informierter junger Mann noch nie was von John Ioannidis gehört hast? Der größte Kritiker bei Corona, für mich einer der renommiertesten Leute, den ich immer wieder anführe. Ich habe ihn auch öfter in meinen Videos erwähnt. Hast du offenbar die Videos da nicht gesehen. Wie kann es sein, dass du noch nie was von John Ioannidis gehört hast? Wie gesagt, einer der meistzitierten Wissenschaftler über alle Disziplinen durch. Ja, weil er vielleicht Unsinn verbreitet. Oder halt eben Dinge, die sich nicht so verifizieren lassen. Also ich meine, Wissenschaft beruht ja auch auf einer gewissen Verifizierbarkeit unter den gegebenen Umständen. Da müssen ja die Ergebnisse immer wieder notwendigerweise dieselben sein. So die Überlegung. Und entweder er verwendet falsche Daten, die eben so nicht nachweisbar waren oder nicht nachgewiesen wurden, ja, dass er irgendwie sich irgendwelche Dinge errechnet, die so nicht richtig sind vielleicht auch, oder dass er eben selbst auch keine Gegenbeispiele gefunden hat. Okay, du schaust ja immer ganz gerne auf der Seite spektrum.de, wo ja Ramsdorff ja immer veröffentlicht. Unter anderem, Herr Ramsdorff, mein erstes Video zu Corona war, da habe ich irgendwie Corona-Fake News oder so, habe ich die staatlichen Fake News auseinandergenommen und habe da auch Herrn Ramsdorff von Spektrum zitiert, der sagt, Herr Wodak und Herr Bakti sind ja überhaupt nicht renommiert, weil er meinte, wie renommiert ein Wissenschaftler ist, kann man, wenn man sich das bei ResearchGate oder bei Google Scholar anschaut, wie oft die zitiert werden. Und da habe ich das auch ausgeführt, John Ioannidis ist um Faktor 10 mal mehr zitiert worden als Drosten. Warum soll ich dann Drosten mehr zuhören als einen John Ioannidis? Die Frage ist, zu welchen Werken wurde Ioannidis zitiert? Und ich meine, Drosten ist ja nochmal zusätzlich auch. Ja, okay, aber wenn wir sagen, wir haben irgendeinen berühmten Wissenschaftler, der aber vielleicht in einem anderen Gebiet quasi Wissenschaftler ist oder der Experte ist, dann wüsste ich nicht, warum man unbedingt auf ihn hören muss, nur weil er viel zitiert wurde, zumal man ja auch vielleicht Leute zitiert, um sie zu widerlegen, im Vergleich zu dann eben einem Experten auf einem gewissen Gebiet wie den Coronaviren. Okay, wer ist der Experte, Herr Drosten, für dich? Genau, in dem Fall ja. Okay. Herr Drosten ist Virologe und John Ioannidis ist Epidemiologe. Was gibt es da für dich für Unterschiede? Meines Wissens nach ist es so, dass Epidemiologen sich eher mit den Modellen dahinter beschäftigen, quasi mit der Ausbreitung, wie verhält sich das Ganze, wohingegen der Virologe mehr quasi auch die Forschung am Virus selbst betreibt und die Zusammenhänge und Funktionen dahinter nachvollzieht. Okay, also genau. Würde ich das. Also ein Epidemiologe, Herr John Ioannidis, hat genau das gemacht, was sein Job ist. Er hat halt einfach geschaut, wie sehr breitet sich dieser Virus aus. Drosten hat nur gesagt, das ist ein schlimmer Virus, wird ganz, ganz schlimm sein. Er konnte nie irgendwelche Aussagen machen, das ist gar nicht seine Expertise, wie sich der Virus ausbreitet. So, warum vertraust du da an Herrn Drosten mehr als an Herrn John Ioannidis? Herr Drosten ist Virologe. Habe ich gesagt, dass ich darauf... Ich habe dich gefragt, welche Experten du kennst oder welcher Experte, wer für dich ein Experte ist, und du hast dich auf Drosten bezogen. Wer hat denn sonst auch gesagt, dass der Virus ganz schlimm sein wird und sich verbreiten wird? Welcher Epidemiologe? Wie gesagt, wir gehen
Die Expertise muss von einem Epidemiologen kommen, der Experte darin ist, wie sich ein Virus verbreitet. Mhm. Und da ist der meistzitierte und mit Abstand renommierteste Epidemiologe John Ioannidis von der Stanford University. Er ist übrigens so renommiert, dass die WHO ihn jetzt zitiert hat. Warum hat auf ihn keiner gehört? Da kann ich dir tatsächlich keine Antwort geben. Also vor allem, weil ich in diesem Thema nicht so informiert bin wie du. Also ich meine, du hast die ganze Sendung hier jetzt quasi vorbereitet und dich mit Sicherheit dann eben auch viel mit Ioannidis auseinandergesetzt. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass Drosten hier quasi gesagt hat, das Virus ist super böse und passt mal alle auf, weil kann sich super schnell verbreiten und alles ist hier wirkungslos oder sonst irgendetwas. Also ich meine, er hat ein paar Folgen darüber gebracht, wie sich das Virus ausbreitet, basierend auf Studien, die andere verfasst haben und die dann wiederum wiedergegeben in seinem Podcast. Und dass ich dann Drosten quasi vertraue in dieser Hinsicht, liegt dann schlussendlich aber auch daran, dass er die Person ist, die so ausführlich mit Medien spricht und damit Wissenschaftskommunikation betreibt. Also ich meine, die vom NDR Info, die Corinna Hennig, die ist ja Wissenschaftsjournalistin und die Aufgabe von ihr ist es ja dann wiederum, Wissenschaft möglichst gut und nachvollziehbar an das Volk quasi zu bringen und Leute zu informieren, die Gesellschaft zu informieren. Und da habe ich eben nicht den Anspruch, wissenschaftliche Studien für mich selbst zu lesen, sondern sie müssen auch an den Mann gebracht werden. Und da ist eben Drosten die Person, die man eben am meisten hört. Und es ist ja nicht so, als wäre er der Einzige, der da quasi diese Daten oder die Hoheit über die Daten hat, sondern er präsentiert sie ja lediglich. Okay, und warum hat diese Dame vom NDR, wo übrigens der Deutschlandfunk gesagt hat, dass der NDR, besonders der NDR, sich als Hofberichterstatter und als verlängerter Arm des Staates aufgespielt hat oder in Corona-Zeiten? Hat er das? In welchem Hinblick? Hä? In welchem Hinblick? Also, ja, das Drosten sagt genau das, die Regierung, der Drosten, der liefert der Regierung die Informationen, um dementsprechend die Maßnahmen auszuführen. So, und da ist halt aber, um das nochmal auszuführen, warum lädt der NDR, warum hat er denn nicht mal Bakhti oder Ioannidis eingeladen? Warum hat er nicht mal eine Meinung zugelassen? Ich meine, es lag daran, dass Drosten zu Beginn quasi gesagt hat, nach ein paar eher zu kurz gegriffenen Berichterstattungen, okay, er möchte quasi seinen eigenen Podcast haben und möchte so ausführlich über die Themen diskutieren können, dass sie eben nicht von Medien in irgendeiner Weise so zurechtgeschnitten werden oder Aussagen verkürzt dargestellt werden, dass sie quasi wieder aus dem Kontext gegriffen werden können, was ja trotzdem, trotz diesem Podcast immer noch passiert. In dem Podcast ist ja dann trotzdem noch mit allen anderen im gesamten Kontext erhalten. Trotzdem wird es ja immer wieder von einigen Medien herausgepickt, so an Aussagen. Aber er selber hat ja diesen Schritt gemacht, zu sagen, er möchte diesen Podcast haben. Und ich meine auch, er hat selbst gesagt, dass er nicht mehr in der Politikberatung selbst tätig ist. Das heißt, Drosten ist nicht mal direkt im Kontakt zur Regierung und kommuniziert hier die tollen weisen Ratschläge, zumal er auch noch gesagt hat, dass Politikberatung so nicht funktioniert und niemand alleine die Politik berät. Und das aber er ist immer gerade mit Abstand der meistzitierte Experte bei Corona, mit deutlich Abstand vor allen anderen. Und wie gesagt, ich frage mich, warum die Öffentlich-Rechtlichen, die da verpflichtet sind, objektiv zu berichten, warum haben die nicht Ioannidis eingeladen? Ioannidis ist jetzt, vorgestern war im ARD, bei Arte, war eine gute Doku, habe ich auch bei Telegram verlinkt, wo sie übrigens John Ioannidis dargestellt haben. Und da war das alles ein bisschen reflektierter. Hast du das vielleicht gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Gerne mal reinschauen. Ich notiere mir das mal kurz, dass ich das gerne zuschicke. Und da ist auch immer, wenn ich dann welche gesehen habe, man hat zum Beispiel irgendwie beim Berliner oder bei kleinen Spartensendern hat man zum Beispiel eine Virologin von der Uni Zürich, die mittlerweile emeritiert ist, hat man da interviewt und sie hat gesagt, absoluter Wahnsinn, was hier abgeht, das geht überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht so schlimm, da die Maßnahmen, die man da macht, die ist halt, hat halt Drosten widersprochen. Und man hat das zwar man hat das zwar ausgestrahlt, aber man hat danach drunter geschrieben,
das ist nur eine Einzelmeinung, widerspricht dem Konsens. Und ein Konsens kann es noch gar nicht gegeben haben zu Anfang. Wie schnell soll sich so ein Konsens bilden? Wie gesagt, also es gibt gewisse Hinweise und wenn sich die Hinweise in eine gewisse Richtung häufen, wie beispielsweise auch der Wirksamkeit von Masken, dann widerspricht so eine einzelne, vielleicht auch methodisch zweifelhafte Studie eben diesem Konsens, der dann eben... Aber nochmal, Wissenschaft ist doch gerade... Kennst du Karl Popper? Ja. Karl Popper hat gesagt, alles sind nur Theorien, alles muss jederzeit hinterfragt werden. Und wenn man das sieht, Galileo war auch ein, war auch einer, der eine Einzelmeinung hatte. Da konnte man auch sagen, es war damals ein Konsens, dass die Erde flach ist. Und Galileo hat gesagt, nein, das ist nicht so. So, gerade es geht darum, in der Wissenschaft andere Meinungen zu hören. Es geht nicht um die Mehrheit, es geht darum, um harte Fakten und Argumente. So, und deswegen, wie gesagt, es ist das Problem, dass die Leute Wissenschaft mit Politik verwechseln. Und wenn man dann auch ankommt, auch Herr Ramsdorf zum Beispiel, Herr Ramsdorf, der besonders oft bei Spektrum schreibt, der Berater für die Klimapolitik der Bundesregierung, wenn der Leute, die eine abweichende Meinung zum Klimawandel haben, zum menschengemachten Klimawandel, wenn er die als Klimaleugner bezeichnet oder wenn jetzt, ich bin da nicht ganz so drin, aber ich gehe mal davon aus oder ich jede Wette, dass Drosten auch den benutzt, Corona, also dass er den Begriff Corona-Leugner benutzt. So und alleine, wer so einen Begriff benutzt, der andere Wissenschaftler als Leugner diffamiert, das ist für mich gleich so eine intellektuelle Bankrotterklärung, weil leugnen heißt, wenn man sich das ganz genau im Duden anschaut, dann heißt es etwas wider besseren Wissens behaupten. So, wenn ich jetzt sagen würde, die Vertäfelung hinter dir ist schwarz, ich wüsste aber, dass die weiß ist, dann würde ich was leugnen. So, aber wenn ich davon überzeugt bin, weil ich einfach sehe, die ist schwarz und die ist auch schwarz, dann kann ich das nicht leugnen, verstehst du? So, leugnen ist halt einfach ein Wort, wo jeder eigentlich sehen sollte, jemand, der andere Wissenschaftler als Leugner bezeichnet, egal ob es Klimaleugner ist oder Corona-Leugner ist, wo er gleich wissen sollte, dieser Mensch ist kein Wissenschaftler, er ist ein Propagandist. Okay, du hast jetzt ziemlich lange gesprochen, dann möchte ich auch nochmal von vorne anfangen. Zuerst mal, ja, oder kurz noch zum Ende, ist richtig, eine Lüge ist, die setzt voraus, dass man die Wahrheit kennt und dann quasi wieder besseren Wissens versucht, anderen Personen die Lüge als Wahrheit darzustellen. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Man versucht, die Lüge als die Wahrheit zu anderen Menschen zu präsentieren. Man hofft, dass die Leute an die Lüge glauben. Und wenn man so drüber nachdenkt, muss man vielleicht tatsächlich noch wieder differenzieren dann zwischen Personen, die dann wieder besseren Wissens Corona leugnen und zwischen Leuten, die dann vielleicht einfach Corona-Widersprecher sind. Bin ich ein Corona-Leugner für dich? Dann Corona-Widersprecher, es sei denn, du gibst dich ziemlich gut. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch erst an einem Punkt, wo ich über den Begriff so drüber nachdenke. Das ist richtig, da müsste man den abändern und sagen, Corona-Widersprecher vielleicht oder irgendeinen anderen Namen, vielleicht auch Kopfidiot. Weil man eben nicht imstande ist, die ganzen anderen Dinge zu sehen. Aber wir können jetzt nochmal zurückkommen zu Karl Popper. Wissenschaft ist natürlich immer eine gewisse Frage des Zweifelns, aber sie ist auch eine gewisse Frage von Überprüfbarkeit und von Falsifizierbarkeit. Und solange ich Dinge nicht falsifizieren kann, ja, Theorien sind falsifizierbar, sind sie halt nicht irgendwie von großem Wahrheitsgehalt. Oder nicht von Wahrheitsgehalt, sondern sie sind nicht überprüfbar. Ich muss ja widerlegen können, wenn ich eine Theorie aufstelle. Ja, wenn ich sage so und so, da muss ich auch sagen können, oder sie überprüfen können, das kann man zum Beispiel machen und sagt, nee, dem ist eben nicht so. Ja, also man hat ja auch schon was gewonnen, wenn man weiß, dass was nicht richtig ist. Und wenn ich aber nun sage, es gibt die große Verschwörung und alle möglichen Leute sind irgendwie bestochen und sonst was, dann ist es eine Idee, ein Mythos vielleicht, aber es ist noch keine Theorie und dementsprechend ist auch theoretisch der Begriff Verschwörungstheoretiker nicht richtig, weil man die Verschwörungstheorie nicht falsifizieren kann. Man kann sie nicht widerlegen. Aber wissenschaftliche Studien sind ja eben überprüfbar. Und da wäre jetzt eben meine Frage, weil ich nicht dieses komplette Hintergrundwissen über die von dir zitierten Personen habe,
Haben Sie selber Studien angestellt oder auf welche Studien berufen Sie sich und kann man die mal bitte klar ausführen? Also ich hatte ja auch schon unter deinem Video zur Maskenpflicht, ja, von wegen, müsste ich nochmal nachschauen, wie der Titel hieß, aber quasi sollte man Maskenpflichtverweigerer denunzieren, wobei man da auch übrigens noch betrachten muss, denunzieren ist auch ein hartes Wort. Denunzieren besteht auch wieder mit einer Intentionalität. Man verpfeift Leute, um selbst irgendwie, oder man verpfeift Leute aus niederen Gründen, glaube ich, ist so die Definition. Das heißt, man hat selber irgendwie das Interesse an, weiß ich nicht, ja, Schadenfreude, wenn irgendwie dann die Polizei vor der Tür steht oder dergleichen. Das wäre denunzieren. Aber es wäre beispielsweise auch kein Denunzieren übrigens. Man sagt, du machst was falsch, wenn du deine Maske nicht trägst, dann ist es übrigens auch kein Denunzieren, sondern wenn man die Überzeugung hat, es ist richtig, Maske zu tragen. Und wenn du nicht die Maske trägst, dann kannst du auch bitte hier im Zweifel das Bußgeld mitnehmen, dann lernst du es vielleicht, aber das ist auch noch nicht denunzieren, solange ich sage, ich fühle mich sicherer, wenn alle Leute die Maske tragen, weil da eben der Anspruch ist, dass andere Personen was falsch tun. Okay. Aber lass uns auch jetzt da nicht eben, wie gesagt, Masken, auch die Wissenschaftlichkeit, Masken kommen erst ganz zum Schluss. Ja. Okay, ja, ich würde gerne nochmal auch darauf zurückkommen, dass man sich die Dinge im Einzelfall anschauen muss und da bin ich zum Schluss gekommen. Und ich habe ja so einen langen Kommentar geschrieben, dass diese Studien, die du eben herausgesucht hast, auch wenn sie nicht die super Mainstream-Medien benannten Studien sind, die sich dennoch nicht unbedingt eignen, um genau den Punkt zu zeigen, den du propagiert hast, nämlich dass Masken nichts bringen. Okay, lass uns nicht über Masken reden oder erst später. Lass uns erstmal über den Anfang reden. Die WHO, also die große Studie, die nachher, wo alle Länder umgekippt sind und einen Lockdown gemacht haben, das war die vom Imperial College von Neil Ferguson. Kennst du die Studie? Der Name selbst sagt mir jetzt gerade nichts. Aber ich meine fast, ich habe mich trotzdem indirekt mit ihr befasst oder halt bin drüber gestolpert vom Lesen. Aber okay. Du kannst gerne jetzt ja sagen, kurz auch vielleicht für deine Zuschauer oder für die Leute, die nicht seit Ewigkeiten deinen Kanal verfolgen, was so der Grundkern der Studie war. Also es gab ein paar Länder, die schon Lockdowns gemacht haben und zu der Zeit waren dann auch die Bilder aus Bergamo, die übrigens Fake News waren. Da wollte ich jetzt auch nochmal ein Video zu machen. Da bin ich noch dabei, das Skript zu schreiben. Hast du dich mit Bergamo tiefer beschäftigt? Also über die Mainstream-Medien, ne? Okay, zu Bergamo nochmal ganz kurz. Du kannst dich daran erinnern, diese Militärtransporte, die Leichen abgeholt haben. Mhm. Kannst du dich an diese Bilder erinnern? Mhm. Oder von irgendwelchen Massengräbern, wo man die Leichen reingeschmissen hat. Oder? Wo waren die Massengräber? Oder weiß nicht, gab es Massengräber, aber es gab quasi so Leichenberge zumindest mal. Daran kann ich mich erinnern. Genau, das war auch. Es gab Massengräber in New York vor Hart Island. Mhm. Und da auch, erstmal, Massengräber ist ganz einfach zu widerlegen. So, wenn du das anschaust, die haben bei der Tagesschau und in vielen anderen Medien haben die von den Massengräbern in New York berichtet. So, bei manchen haben sie geschrieben, das ist auf Hart Island. So, dann impliziert das natürlich, es ist eine ganz, ganz schlimme Pandemie, die Leute sterben ganz, ganz schlimm, man kann die nicht mehr normal beisetzen, deswegen müssen wir jetzt Massengräber anlegen. Wenn man aber ganz genau, wenn man nur 2 Minuten googelt, findet man das sogar bei Wikipedia, dass auf Hart Island seit Hunderten von Jahren oder seit 50, 100 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, wie lange, auf jeden Fall schon seit langer, langer Zeit Massengräber angelegt werden. So, das heißt also, wenn man solche Bilder zeigt und sagt, guck mal, es werden Massengräber angelegt und nicht sagt, dass es da schon immer Massengräber war, ist das einfach ganz klar ja eine manipulative Berichterstattung. Würdest du mir recht geben da? Das ist eine Berichterstattung ohne Kontext und das ist nicht gut. Genau. So, google gerne Hart Island und schau dann mal, wie da Bericht erstattet wurde. So, und genauso ist es auch in Bergamo. So, wenn man diese Militärtransporte zeigt und sagt, okay, guck mal, es sind sogar jetzt schon so viele Tote an Corona, das Militär muss aushelfen und dabei verschweigt, warum das so ist, dann ist das auch eine Auslassung. Dann ist es, man spielt mit den Emotionen der Menschen, man macht ihnen Angst, man sorgt dafür, dass sie dann auch diese Maßnahmen unterstützen, lässt aber sehr, sehr wichtige Informationen weg. Und diese wichtigen Informationen, die kann man zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk
kann man die finden. Die sagen zum Beispiel, ich schaue gerade mal, ich habe es hier, ja, der Bayerische Rundfunk, der sagt auf jeden Fall, ich fasse es mal sinngemäß zusammen, der Bayerische Rundfunk hat einfach gesagt, okay, in Italien waren normale Bestattungen untersagt und deswegen mussten die eingeäschert werden und es gab in Bergamo, gibt es nur ein Krematorium. Natürlich, wenn Leichen dann nicht mehr beerdigt werden dürfen, dann ist da die Infrastruktur gar nicht da, um die einzuäschern. Das heißt, man musste die Leichen in Nachbarorte bringen. Und das hat man mit den LKWs gemacht. So, und da bei Bergamo gibt es noch zig andere Details, die man sagen kann. Auf jeden Fall, man sieht die Mainstream-Medien, vor allem da mit Hard Island, mit Bergamo, ging es nur darum, Panik zu machen, die Leute darauf einzustimmen, dass der Lockdown, dass er sinnvoll ist. Und dann kamen auch diese Horrorprognosen vom Imperial College, was übrigens von Bill Gates finanziert wird. Und das ist jetzt auch mal, vielleicht willst du dazu noch was sagen, zu Bergamo und Hard Island? Ja, möchte ich. Und zwar ist es ja dennoch der Fall, dass in Bergamo ziemlich viele Leute umgekommen sind. Und ob die Leute nun jetzt irgendwie in den Nachbarort transportiert werden müssen und ob das jetzt ein Massengrab ist oder nicht, ist es vielleicht irgendwie drastischer oder vielleicht auch irgendwie auf den ersten Blick irgendwie schockender, wenn man sieht, okay, es wären Massengräber, angenommen, es wären Massengräber. Wenn man sieht, es sind Massengräber, aber der Punkt ist ja, wie viele Leute sind dabei gestorben? Und da sind ja dennoch so viele Leute gestorben, dass es für Bergamo selbst nicht ausgereicht hat. Okay. Kann es auch andere Gründe haben, dass es dann eine Übersterblichkeit da gab? Ich klär mich auf. Ja, aber kann es andere Gründe haben? Kannst du andere Gründe in Betracht ziehen oder nur einen Killer-Virus? Na, selbstverständlich gibt es immer Gründe, warum Leute sterben. Und da ist eben auch in der Gesamtmenge der Todesfälle Corona nur ein kleiner Bruchteil davon. Aber es ist eben doch ein beträchtlicher Bruchteil, den man vermeiden kann. Okay. In Bergamo, was ich gerade noch nicht gesagt habe, das kannst du auch nachrecherchieren. In Italien haben sie grundsätzlich sehr viele osteuropäische Leute, die in den Altenheimen arbeiten. So, und von diesen Leuten haben besonders viele Leute haben Panik bekommen von den Bildern aus Italien oder von den Bildern aus China und haben gesagt, okay, ich will schnell nach Hause, bevor die ganzen Grenzen dicht gemacht werden. Das heißt, es sind alte, kranke Leute zurückgelassen worden und die konnten nicht mehr richtig gepflegt werden. Das heißt, die hat man dann genommen und hat sie ins Krankenhaus geschoben, die sowieso immer auch, da gibt es auch, habe ich auch bei mir gepostet, die sind auch 2018 bei der Influenza-Welle, waren die auch schon am Rande des Zusammenbruchs. Und wenn dann noch zusätzlich Panik dazu kommt, natürlich sterben die Leute ganz schnell weg. Und dann muss man sich auch noch anschauen, da hat Thorsten Engelbrecht einen sehr schönen Artikel zugemacht. Vor allem in den Ländern wie Frankreich, Spanien und Italien hat man experimentelle Medikamente eingesetzt, die gar nicht zugelassen waren und die sehr hoch dosiert waren. Und natürlich, wenn du kranke Leute hast mit vielen Vorerkrankungen, wenn du denen harte Medikamente gibst, natürlich sterben sie dir sehr schnell davon. So, und das wurde alles nicht mit betrachtet. Man hat nur sich auf ein Killer-Virus fokussiert, ohne den großen ganzen Kontext zu sehen. Und die Konsequenz daraus ist, man hätte anders mit den Medien umgehen müssen, oder? Was möchtest du jetzt hier dann quasi als Überlegung mit anbringen? Das ist der Fakt, aber jetzt ist die Frage, ja, so what? Die Medien waren unglaublich einseitig und hetzerisch und haben Angst gemacht. Das stand auch genau in diesem Paper vom Innenministerium drin, dass es darum geht, die Leute Angst zu machen, um die auf den Lockdown einzustimmen. Und wie gesagt, das Imperial College, Niall Ferguson, wie sehr, meinetwegen bei dir, ich weiß nicht, wo du da wohnst, aber meinetwegen bei dir im Haus, das ist ein Mehrfamilienhaus, da steht einer jedes Mal draußen und schreit Feuer, Feuer, Feuer und du schaust dich um und es ist gar kein Feuer da. Du weißt, dass er immer falsche Prognosen oder dass er halt immer offenbar total daneben liegt. Wenn er es vielleicht das erste Mal macht, glaubst du ihm das. Wenn er das zweite Mal macht oder wenn er das erste Mal macht, dann glaubst du ihm das vielleicht noch. Wenn er das zweimal macht, dann sagst du, okay, vielleicht ich gehe mal auf Nummer sicher, aber beim dritten Mal sagst du, sorry, der ist ja total durchgeknallt, der lag ja schon sowieso immer daneben. Jetzt glaube ich ihm nicht mehr. Und Niall Ferguson, ich
in meinem nächsten, oder ich bin dabei, ein Video vorzubereiten, der lag bei 5 Pandemien, unter anderem Vogelgrippe, Schweinegrippe, Kamelgrippe und keine Ahnung, was das alles war, muss ich noch genau nachschauen, der lag bei 5 Pandemien, lag er um irgendwie das 20-, 30-fache daneben, als es nachher tatsächlich so gekommen ist. Und wie glaubhaft, warum lese ich immer nur in den Medien, Niall Ferguson, renommierter Professor von dem Imperial College, warum lese ich nirgendwo, habe ich nirgendwo gelesen, dass dieser Mann immer daneben liegt und dass man seinen Prognosen nicht unbedingt trauen kann, weil er so einen schlechten Track Record hat? Ich weiß nicht, es sind viele Faktoren, die immer so Ausbrüche etc. Ja, unterbinden. Und unter diesem Aspekt weiß ich nicht genau, also wenn Niall Ferguson irgendwie da zu seinen Behauptungen kommt oder zu seinen Schlüssen kommt, so und so viele, ich weiß nicht, wenn du sagst, ein 20-fach liegt er daneben, sind es dann irgendwie Ansteckung, Todesfälle, sonst was gewesen, ich weiß es nicht. Aber er hat ja schon irgendwie eine Grundlage genutzt und da weiß ich nun nicht unbedingt, inwiefern man deswegen jetzt sagen muss, weil er bei Corona richtig lag, hätte man ihm da von vornherein nicht glauben müssen. Oder ich verstehe jetzt nicht unbedingt die Relevanz von diesem Punkt. Aber wenn jemand, meinetwegen, wenn ich, man kann das zum Beispiel gut vergleichen mit einem, ja, mit einem Börsenexperten, der dir Tipps gibt. Wenn der jedes Mal sagt, okay, setz unbedingt auf diese Aktie und er liegt 5-mal daneben, die Aktie stürzt total ab und er liegt mit seinen Prognosen immer total daneben. Für wie renommiert hältst du diesen Experten? Ich bin ja auch nicht eine Person, die ihn als renommiert bezeichnet. Also ich weiß nicht, warum ich jetzt aus meiner Position heraus gerade Medien, von denen ich nicht unbedingt gelesen habe, dass Niall Ferguson renommiert ist, ich jetzt nun verteidigen muss, dass Niall Ferguson renommiert ist. Und nur um das nochmal auch zusätzlich in irgendwie einen Kontext zu rücken, ich weiß nicht, inwiefern die Bundesregierung oder das RKI oder sonst irgendwer auf Niall Ferguson Die haben auf den reagiert. Verwiesen, habe ich gesagt, recherchiert. Okay, aber ausreden lassen haben wir gesagt. Weiß ich nicht, wie sehr sie darauf reagiert haben, aber sie haben in jedem Fall ja viel später reagiert, als sie es vielleicht hätten tun können oder tun brauchen, um eben die Pandemie vielleicht eher vorher unter Kontrolle zu bekommen. Also wenn man sich ja den Verlauf anschaut, wurde ja quasi bis Anfang März, da gab es ja dann schon 2 Monate ungefähr Vorlauf. Ich meine so irgendwann so Januar, Mitte Januar oder so, gab es die ersten größeren Berichte, dass sein Wuhan was groß schief läuft. Da gab es ja dann ausreichend Zeit, sich in irgendeiner Weise vorzubereiten. Da hat ja bisher dann eigentlich jeder die Sache so weit klein gehalten und gesagt, das ist eben ein lokales Problem und dass es quasi bei uns kommt, das sehen wir noch nicht. Und nun weiß ich nicht genau, wo jetzt der große Zusammenhang oder die Relevanz von dem Punkt ist, dass gewisse Medien Niall Ferguson als renommiert bezeichnen, weil er 5-mal bei irgendwelchen Dingen 20-mal daneben war. Ich höre mich gerade wieder doppelt. Warte, ich mute dich mal ganz kurz, wenn das okay ist. Oder warte, jetzt nicht mehr, jetzt höre ich mich nicht mal doppelt. Du hast gesagt, es gab Zahlen aus Wuhan. Die haben sich 2 Stanford-Professoren angeschaut und John Ioannidis haben sich das angeschaut. Und ich schaue jetzt gerade mal hier. Die Mortalität von Covid-19 hat selbst in der chinesischen Stadt Wuhan bei nur 0,04 bis 0,12% gelegen. So, und das hat John Ioannidis auch gesagt. Es gab also schon, bevor überall der Lockdown gemacht wurde, gab es schon ganz klare Zahlen aus Wuhan, dass es nicht so schlimm ist, wie überall gesagt wird. Und Niall Ferguson von Imperial College, da kannst du überlesen, die nennen den in den USA Mr. Lockdown, weil er durch seine Prognosen zum Lockdown geführt hat. Und wie er daneben gelegen hat, das kann man zum Beispiel auch in Schweden sehen. Er hat zum Beispiel für Schweden, ich google gerade mal, Schweden hat ja kaum irgendwelche Maßnahmen gemacht. Und alleine bei Schweden, da kann man es ja sehen, wenn du sagst falsifizieren, man macht eine Prognose und was falsifiziert dann diese Prognose? Die Realität. So. Und ich muss es genau nachschauen, auf jeden Fall, er hat bei Schweden gesagt, keine Ahnung, 50, 100.000 Tote.
Und was hat man jetzt in Schweden? 2.000, 3.000 Corona-Tote. Das heißt, um ein Vielfaches lag da mit seinen Prognosen daneben. Und das nicht nur zum ersten Mal. Und trotzdem hat man auf diesen Menschen gehört. Hat man, und jetzt die Frage, hat man in Deutschland aufgrund von Prognosen von Nalforgesen den Lockdown gefällt? Denn ja, dem war meines Wissens nach nicht so. Sondern es war ja wieder nicht eine einzelne Person, sondern es waren ja mehrere Personen, die wieder an dieser Stelle beratend tätig waren. Und man hat ja zusätzlich in Deutschland diese unheimlich hohen Fallzahlen gehabt und hat die dann eben erst durch den Lockdown wieder heruntergebrochen. Und da ist jetzt die Frage, braucht man ihn als Prognosenmacher, um in Deutschland irgendwie Corona-Politik zu begründen? Das Robert-Koch-Institut hat sich auch gerade darauf bezogen. Hier. Das ist ein von Daily Mail, eine Business Insider. It's not stretched to say that Ferguson has earned his moniker of Professor Lockdown. So, und die schreiben selbst, das habe ich auch überprüft. Meanwhile in Germany, the paper was cited in March 20 report by the Robert Koch Institute. A federal, So, auf der vorletzten Seite der verlinkten Studie schreibt das RKI, dass man von ähnlichen Zahlen wie Ferguson ausgegangen ist. So, und Ferguson wurde auch in Frankreich zitiert als Hauptquelle dafür, wie schlimm Corona ist. Das kannst du nachschauen beim RKI. Die haben 3 Tage, bevor die den Lockdown gemacht haben, haben die sich genau auf diese Zahlen berufen. Mhm. So, und wenn du dir anschaust, die andere Sache ist auch, hier, die Süddeutsche hat mal über John Ioannidis berichtet. So, da gibt es einen hier, Herr Diernagel. So, Herr Diernagel von der, das ist ein Artikel von der Süddeutschen, Coronavirus, Internet, Fake News, da steht, das sieht auch Diernagel so, der am Berliner Institut of Health eng mit Ioannidis zusammenarbeitet. Zwar hält er dessen These, dass sich ohne die Tests womöglich niemand für diesen Virus interessieren würde, mit Blick auf Italien für widerlegt. So, das heißt, einer von dem Institute of Health, keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall einer, den zitiert da die Süddeutsche, so. Und der sagt, Ioannidis, die Zahlen von Ioannidis, die beschwichtigend sind, die sind mit Blick auf Italien widerlegt. So, und wenn ich sage, dieser Mann hat sich offenbar nicht die Zahlen aus Italien angeschaut, der hat wahrscheinlich einfach Tagesschau gesehen und hat sich Angst machen lassen. Da ist natürlich die Professoren, da sagt auch Kerry Mullis, der Erfinder vom PCR-Test, hast du vielleicht seine Biografie gelesen? Nee. Kerry Mullis ist übrigens Klimawandelleugner, AIDS-Leugner und schreibt in seinem Buch über Aliens. Die hatten ja gesagt, das ist kein Leugner, wenn er es wirklich glaubt, ne? Genau, aber das steht so bei Wikipedia drin. Ah, okay. Oder nein, es steht natürlich nicht Leugner, aber steht, er zweifelt das an oder irgendwie. Dann ist es ja kein Leugner. Ja, genau. Auf jeden Fall, Kerry Mullis, der sagt halt HIV, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass HIV zu AIDS führt. Und er hat wirklich auf allen HIV-Konferenzen, hat dann mit den Leuten gesprochen, mit Gallo und Montagier und wie die alle heißen, die renommierten HIV-Forscher damals in den 80er Jahren, und hat die gefragt, wo gibt es ein wissenschaftliches Paper, das HIV zu AIDS führt? Und die meinen alle, das musst du nicht irgendwie zitieren, also der sollte ein Papier schreiben, wo er es zitiert oder wo er halt drin geschrieben hat, HIV is the causal reason for AIDS oder irgendwie so sinngemäß. Und hat dann gesagt, okay, wenn ich das schreibe, dann muss ich das irgendwie belegen. Und die haben alle, die Wissenschaftler haben alle gesagt, das musst du nicht belegen, das ist Common Sense. Und hat er dann 1-2 Jahre überall alle gefragt und hat dann gesagt, they don't know it. Und hat auch so in seinem Buch dann geschrieben, die Wissenschaftler,
die schauen genauso wie du und ich Mainstream-Medien und anstatt sich auf wissenschaftliche Expertise zu verlassen, gehen die davon aus, dass das, was in den Mainstream-Medien gesagt wird, dass das für bare Münze genommen wird. Und genauso also haben offenbar die Wissenschaftler gesagt, John Ioannidis liegt da total daneben, weil schau dir mal die Bilder aus Italien an. Aber die Bilder aus Italien, die waren nachweislich aus dem Kontext gerissen. Und dadurch, dass man da Informationen vorenthalten hat, hat man ganz bewusst mit diesen Bildern Angst geschürt. Und wozu soll ich jetzt Stellung beziehen? Das ist der größte Betrug. Also nein. Ich meine, jetzt ist dann die nächste Frage dann, wie können wir nachweisen, dass SARS-CoV-2 zu Covid-19 führt als Erkrankung oder so, wo genau, ist der genau. Punkt? Genau. Ja, dann infizierst du Leute, dann siehst du, ob die Krankheit auftritt oder nicht. Und das ist ja der beste Beweis, den du dann haben kannst. Und dass du jetzt noch nicht irgendwie direkt welchen festgestellt Beweis, hast. Welchen Beweis haben wir? Entschuldigung? Ja, wenn du jetzt Personen mit SARS-CoV-2 infizierst, dann bekommen sie Covid-19. Und oder muss ich jetzt nachweisen, warum vor allem ich als Privatperson wohlgemerkt, oder meinst du nun, der Beweis existiert nicht, dass SARS-CoV-2 zu Covid-19 führt? Wie kann man das denn beweisen, rein wissenschaftlich? Du hast ja gesagt, es geht um Falsifizierbarkeit. Das heißt, du gibst den Leuten beispielsweise ein SARS-CoV-2 und wenn sie nicht Covid-19 bekommen, dann hättest du zumindest gezeigt, dass es nicht geht. Das wo hat man so das gut. gemacht? Es ist nicht wirklich ethisch vertretbar, Leute zu infizieren mit etwas, von dem du weißt, dass es Todesursache von vielen anderen ist. Also ich würde mich direkt bereit erklären, wenn Sie hier in UKE in Hamburg ein Experiment machen würden. Ich könnte wahrscheinlich auf meinem Kanal, könnte ich bestimmt auch 50 bis 100 Leute mobilisieren, die sagen würden, spritzt mir gerne diesen SARS-CoV-2-Virus. Jede Wette, dass ich keine Symptome bekomme. Ich würde das sofort machen. Und natürlich, du hast recht, das macht man heute aus ethischen Gründen nicht mehr. Aber würdest du sagen, es wird ja immer auch, im Frühjahr kam ja immer, das ist eine ganz schlimme Pandemie und das, hoffentlich wird das nicht so schlimm wie die spanische Grippe 1912. Ich meine aber fast nochmal, ich hatte was gelesen, das in Großbritannien, da bin ich jetzt aber leider auch nicht mehr allzu informiert. Ich meine nur, es stand zur Diskussion, ob man da nicht sagt, okay, um die Impfstoffforschung voranzutreiben, infiziert man unter kontrollierten Bedingungen die Personen mit SARS-CoV-2 und schaut dann quasi, ob sie es bekommen, wenn sie den Impfstoff hatten. Und dann aber auch mit einer Kontrollgruppe, meine ich, die das dann, um quasi die Impfstoffforschung voranzutreiben. Denn so ist es ja aktuell bei der Sache mit Pfizer und BioNTech, dass die ja dann um die 43.000 oder so, glaube ich, geimpft hatten, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es jetzt dann jeweils waren oder insgesamt, die Hälfte irgendwie dann halt nicht und nur ein Placebo und die andere mit dem echten Impfstoff. Da macht man es ja so, man hat eine riesige Menge von Personen, die geimpft sind und eben auch nicht geimpft sind. Und dann schaut man, wie viele Personen sind am Ende dann doch infiziert worden damit. Und ich meine, dass es in den in Großbritannien auch die Überlegung gab, die aber dann eben aus ethischen Gründen angezweifelt wurde, dass man bitte nicht eben Leute infizieren soll mit dem Virus, wenn man geradezu weiß, dass Langzeitschäden auftreten können und im Zweifel aber auch die Leute sogar sterben können. Okay, wenn wir über Infizierung sprechen. Erstmal, womit weist man die Infizierung nach? Beispielsweise mit dem PCR-Test zumindest weist du damit das Virus nach und da es keine andere Ursache gibt und die Konzentration im Rachen beispielsweise nicht so hoch sein kann, durch dass dir gerade jemand irgendwie reingehustet hat, hast du damit auch die Infektion nachgewiesen. Okay, auf PCR kommen wir gleich. Lass uns nochmal über die spanische Grippe reden. Du kannst ja auch Zellkulturen infizieren und dann sehen, dass sie infiziert worden sind. Okay, da gehen wir gleich drauf ein. Meinst du, die spanische Grippe ist ein schlimmer Virus gewesen? Ich meine, es gab übrigens auch einen Spektrumartikel zu einer Zusammenfassung. Stellte sich ja heraus, dass die eigentlich schon gar nicht mehr eine ganze Weile aufgetreten ist, aber dann auch in irgendeinem Stamm, der sonst recht isoliert gelebt hat, die Grippe eingeschleppt wurde und direkt auf den ersten Schlag eine sehr hohe Mortalität hatte.
Und das zeigt dann im Endeffekt, wie dann auch eine gewisse Herdenimmunität dann auch ein Stück weit vor der Gefährlichkeit einer solchen Infektion schützen kann. Okay. Mein Video Viruswarn hast du wahrscheinlich da nicht gesehen. Nee. Okay. Da habe ich auch, ich habe mehrere Bücher gelesen zu Viren allgemein und unter anderem auch ein ganzes zur spanischen Grippe von Gina Colata, irgendwo Stanford University oder so, oder MIT, renommierte Universität, wo sie Mikrobiologie studiert hat. Sie hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, über die spanische Grippe. Und die haben damals bei der spanischen Grippe, haben sie probiert erstmal, wenn es eine Epidemie ist, dann muss sie ja irgendwo, meinetwegen, die wird in Manhattan eingeschleppt und verbreitet sich, also wird in New York eingeschleppt, verbreitet sich von da langsam immer weiter westlich. Gibst du mir da recht, dass ich eigentlich, man müsste es auf einer Karte nachvollziehen können, wie sich der Virus verbreitet hat? Und sofern er nur in Manhattan eingeschleppt wurde, ja. Okay. So, bei der spanischen Grippe haben damals die amerikanischen Behörden, Entschuldigung, bei der spanischen Grippe haben damals die amerikanischen Behörden haben eine Karte erstellt, wo sie aufgrund der Ausbrüche, da haben sie geschaut, wann gab es so Ausbrüche, und damit haben die mit dieser Karte haben sie versucht, die Ausbrüche nachzuvollziehen. Gina Colata schreibt selbst in einem Buch, aufgrund dieser Karte da sah das so aus, als wäre das überall gleichzeitig ausgebrochen. Das heißt, damit konntest du irgendwie diese Infektionstheorie nicht bestätigen. Du hast dann Indizien dafür, dass du stellst eine Theorie auf, und wenn du sie nicht, natürlich ist es am besten, die zu falsifizieren. Und das kann man ja auch dadurch machen, wenn es Infektionen gibt, dann müssen die sich langsam von da und da ausbreiten. So, das heißt, man konnte per Karte, gab es keine Indizien dafür, dass sich das langsam ausbreitet. Natürlich kann man dann sagen, okay, hey, über Flugzeug oder über Züge hat sich das schnell verbreitet, aber Gina Colata schreibt selbst in einem Buch, 100 Jahre vorher gab es auch irgendwie eine Influenza-Pandemie, da gab es keine Flugzeuge, da gab es keine Züge, da gab es keine Boote oder irgendwas, und trotzdem ist das überall gleichzeitig aufgetreten. So, und dann haben die damals das, was wir heute leider bei Corona nicht sehen, haben die Experimente gemacht, haben die Ansteckungsexperimente gemacht. Die sind, da gab es zwei große Experimente mit Soldaten. Man hat die gesagt, okay, ihr werdet begnadigt, wenn ihr bei diesem Experiment mitmacht. Und man ist mit denen ins Krankenhaus gegangen, wo Leute lagen, die an der spanischen Grippe erkrankt waren und eigentlich kurz vorm Sterben war. Da war es halt so, dass die sich erstmal 10 Minuten lang mit denen unterhalten mussten. Die haben sich halt aufs Bett gesetzt, haben sich 10 Minuten mit denen unterhalten und haben dann die letzten 1-2 Minuten sollten die Kranken, die tatsächlich anspucken, und man hat auch tatsächlich von diesen Kranken hat man aus dem Rachen hat man Sekret entnommen und hat das den Versuchspersonen direkt in die Augen reingetropft und in den Rachen. So, und was meinst du von diesen 100 Soldaten, wie viele waren nachher erkrankt? Ich würde jetzt grundsätzlich mal in Frage stellen, wie infektiös waren die denn noch zum Zeitpunkt, wo es ihnen so schlecht ging? Die waren am Sterben. Das die waren wahrscheinlich ja, genau. Höchst infektiös. Ja, das ist die Frage. Waren sie höchst infektiös? Und wenn sie das waren, dann hätten sie ja die anstecken müssen. Okay, aber auch gehen wir mal davon aus, die waren infektiös. Ich meine, wenn sie da liegen, schwere Symptome haben, dann ist ja gerade im Virus offenbar da am Wüten und sie müssen hoch ansteckend sein. Genau, aber das ist also ja auch Virus jetzt, wenn jemand an Corona infiziert ist, dann muss er auch in Quarantäne gehen. So, und wenn er dann auch wahrscheinlich wird die Viruslast dann gerade am höchsten sein, wenn sie kurz vorm Sterben sind, oder? Nee, das muss nicht unbedingt sein. Also erstens, okay. Wenn jemand infiziert war und nachgewiesen, dann geht er in Isolation. In Quarantäne ist ja nur für diejenigen Leute, die noch nicht bestätigt wurden und quasi Kontaktpersonen sind, um die dann weiter um die Ausbreitung damit zu stoppen, schickt man die in Quarantäne, damit sie niemanden weiteren infizieren. Die anderen werden isoliert. Und bei der Isolation ist es ja so, oder bei Corona ist es zumindest mal so, bei Covid-19 ist es so, dass die Infektiosität so kurz vor Symptombeginn und dann nochmal so 4-5 Tage danach am höchsten ist. Und wenn du aber dann einen fortgeschrittenen Verlauf hast, dann kommen die Leute ja irgendwann auf die Intensivstation, also irgendwie
10 Tagen oder dergleichen. Und wenn es ihnen dann so richtig schlecht geht, dann haben sie halt irgendwie vielleicht auch nicht nur die schwere Lungenentzündung, sondern teilweise eben auch ein Organversagen. Und ob da noch so viel Replikation im Rachen selber ist, weiß ich nicht. Und da wäre ja dann eher das ein Indiz dafür, dass es nicht der Fall ist, wenn sie dann jemanden infizieren. Also ich würde sagen, das ist ein gedanklicher Fehler, davon auszugehen, zu sagen, wir gehen davon aus, dass sie infektiös sind. Sondern die Überlegung muss lauten, wenn sie infektiös sind, dann müssen sie auch anstecken. Und wenn sie sie nicht anstecken, dann ist es wohl eher, dass sie nicht infektiös sind. Aber du kannst nicht sagen, sie müssen ja, weil ich mir das gar nicht anders vorstellen kann, schon von Grund auf so infektiös sein, dass sie, wenn sie doch gerade schon am Sterben liegen, ja, dann müssen sie ja sowas von infektiös sein. Das weiß ich nicht, ob man diesen Schluss gehen kann. Aber wir haben ja von Falsifikation gesprochen. So, und wenn du davon ausgehst, dass ein Killer-Virus unterwegs ist, dann muss man entweder Ansteckungsexperimente haben und nochmal ganz kurz zu diesem Experiment der spanischen Grippe. Was meinst du von diesen knapp 100 Soldaten? Wie viel waren dann nachher an der spanischen Grippe erkrankt? Ja, wenige vermutlich. Kein einziger. Weil sie ja nicht infektiös waren. Kein einziger. So, also, und das andere ist... dann ist es ja Falsifikation. Das heißt, wenn sie infektiös wären, dann hätten sie ja auch anstecken müssen. Sie haben aber niemanden angesteckt, dann waren sie wohl auch nicht infektiös. Okay. Man ist vor Auftreten von Symptomen 5 Tage vorher infektiös, oder wie hast du es gerade gesagt? Nochmal? Ich glaube, so 2 sind, glaube ich, die Daten. Also ich habe da auch mal aus privatem Interesse nachgeschaut und bin über eine Studie gestolpert, die es mal ganz gut aufgedröselt hat von vielen Personen. Wann haben sie Symptome bekommen? Wann haben sie im Zweifel schon andere Leute angesteckt? Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eben über die CT-Werte ja das zu messen bei dem PCR-Test. Und da sind eben die Leute am Symptombeginn oder einen Tag davor so am meist infektiösesten. Oder am höchst infektiösesten. Da ist die Infektiosität am höchsten, so kann man es gut sagen. Ja. Okay, das heißt, an die Infektiosität machst du am PCR-Test und an Symptomen fest. Die macht man am PCR-Test am ehesten fest, denn nur kann man ja dann vielleicht noch irgendwie erkennen, dass wenn die Symptome irgendwie dann doch ein bisschen stärker sind als bei ja fast schon asymptomatischen Personen, dass asymptomatische Personen, also auch solche, die hinterher keine Symptome bekommen haben, dass die ja dann nicht ganz so infektiös zu sein scheinen. Aber das macht man dann, also ich meine, wie möchtest du es überprüfen, wenn du davon ausgehst, du brauchst eine gewisse Viruslast, um Leute anzustecken oder eine gewisse Anzahl an Viren, dann ist die Sache ja relativ klar. Du musst messen, wie viel Viren scheiden Personen aus und vor allem, wie viele Viren kommen dann auch bei den anderen Leuten an? Da gibt es dann verschiedene Faktoren, von das abhängt. Okay. Bevor wir auf PCR und Infektion nochmal genauer drauf eingehen, es gibt 2 Möglichkeiten nachzuweisen, dass es ein Killer-Virus ist. Entweder Ansteckungsexperimente, da haben wir, das macht man heute aus ethischen Gründen nicht, und dann müssen die Kosten. Ja, doch, wir machen das natürlich. Wir machen das im Tierversuch. Und beim Tierversuch kannst du doch sowas von nachweisen. Also da verstehe ich nicht. Ich habe mir die Tierversuche angeschaut. Im August war das letzte Mal, dass ich reingeschaut habe. Und ich habe nur einen einzigen Test gefunden mit Hamstern, die man da angeblich infiziert hat. Bei allen anderen Tieren, da gibt es irgendwie 5, 6 andere Studien, ist es nicht gelungen, den Virus zu reproduzieren. Und was ist mit den Nerzen gerade? Die scheinen sich ja top anzustecken. Ich habe bei den Nerzen nicht reingeschaut, aber habe ich noch nicht reingeschaut. Dann vielleicht ein Lesetipp für dich. Hast du da reingeschaut? Wie stecken die sich wo an? Wurde da ein Virus nachgewiesen? Ja, und zwar sogar, da gab es auch tatsächlich auch die Folge von dieser Woche, glaube ich sogar, von Drosten, wo er dann auch nochmal über diese Mutationen gesprochen hat und dieses Cluster 5, wo eben das immer wieder auftritt, und die Überlegung ist da so auch ein Stück weit, dass diese Mutation gerade bei Nerzen auftritt, weil es unter Nerzen, ja nicht mal unter Menschen, denn da ist es ja irgendwie abwegig, weil das Virus ja schon eine ganze lange Zeit unter Menschen ist. Das ist ja verwunderlich, dass diese Mutation noch nicht aufgetreten ist oder irgendwie nicht in größerem Maße, dass sie dann eben unter den Nerzen sich dann einen Vorteil damit verschafft. Und da wurde es dann auch nachgewiesen. Sagt ihr, ja, aber was wurde denn danach gewesen? Es hieß dann irgendwann, die haben neue Viren, man hat sie positiv getestet und hat man gesagt, das verbreitet sich auch unter Nerzen. Nein, also du kannst ja auch
Da muss jetzt aufpassen, dass ich den richtigen Fachbegriff sage, aber ich glaube, es ist die Gensequenzanalyse oder dergleichen, wo man sich anschaut, also es ist ja natürlich irgendwie nicht unbedingt jedes Virus ist gleich vom Aufbau oder genau von der RNA wie ein anderes. Und das liegt ja daran, dass eben auch bei diesem Kopieren der RNA Fehler auftreten können. Da gibt es ja Korrekturmechanismen und so weiter, tritt relativ selten auf und dennoch treten ja Mutationen in gewisser Weise auf. Und hier ist es so, dass du ja auch sogar nachvollziehen kannst, wo ist eben ein Virus vorher gewesen oder welchen Weg hat das Virus genommen? Und hier kann, ja, gibt es Untersuchungen dazu, wie ist das Virus überhaupt nach Amerika genommen? Und das kannst du eben über diese Sequenzanalyse nachvollziehen. Was ist quasi dieser grundlegende Virusstamm? Was hat der an, ich meine, sind Aminosäuren, was hat der jedenfalls an Aminosäuren? Ich hoffe, es ist das Richtige. Es gibt ja diese, ist schon ein bisschen her, Bio-4-stündig, diese DNA-Kodierungsscheibe. Da kannst du ja dann nachvollziehen, was ist der grundlegende Virusstamm gewesen und wie hat er sich dann weiter verbreitet. Und Okay. das Ganze hat man übrigens auch, glaube ich, auch für Tönnies angestellt, diese Untersuchung, und hat auch da nachvollzogen, meines Wissens nach, wie das Ganze sich verhalten hat. Und das hast du auch bei den Ärzten. Okay, lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir gleich auf Infektionsnachweise und so drauf eingehen. Du hast jetzt Tönnies angesprochen. Warum hat man bei Tönnies denn auf einmal so viel mehr Infizierte als woanders? Ich glaube, die Überlegung war ja, dass es sich bei kälteren Temperaturen recht gut ausbreitet und danach hast du den Punkt, keiner hat eine Maske getragen und du hast eine schwere Arbeit, feuchte Luft, irgendwie sowas, dass es sich da halt dann offenbar gut auszubreiten scheint. Okay. Und ich glaube auch, der Grund, warum es sich überhaupt so eingeschleppt war, die Person, die es eingetragen hat, hatte irgendwie Kontakt mit anderen Personen, aber auch, glaube ich, unter irgendwie 15 Minuten oder halt so. Nicht signifikant, dass man da keine weiteren Untersuchungen angestellt hat und irgendwie Leute direkt schon von vornherein im Betrieb getestet hat, einfach weil das Gesundheitsamt meines Wissens nach jedenfalls da quasi gesagt hat, wäre nicht notwendig. Sagt dir der Begriff Kreuzinfektion was? Meinst du jetzt Kreuzimmunität durch bereits ähnliche Viren, die man schon vor, Viruserkrankungen, die man schon vorher hatte? Die Sache ist, die Ärzte für Aufklärung haben da gesagt, okay, das kann eigentlich nicht sein, dass jetzt bei Tönnies so eine hohe Infektionität vorliegt. Und die haben gesagt, wahrscheinlich ist das ein ungenauer PCR-Test, der Kreuzreaktionen hat. Ich habe gerade Kreuzinfektion gesagt, Kreuzreaktion hat. Das heißt, er reagiert auf Viren, die nur in Tieren vorkommen und nicht in Menschen. Das heißt, die haben da angeboten, die Ärzte für Aufklärung haben, ich glaube, der Bundesregierung, dem Gesundheitsamt da in Gütersloh, oder den zuständigen Gesundheitsamt und dem Ministerpräsidenten und alle haben die angeschrieben, haben gesagt, hey, wir bieten euch kostenlos an, die Leute nochmal zu testen mit einem genaueren PCR-Test, der keine Kreuzreaktion hat. Und weißt du, was die für eine Reaktion bekommen haben? Nee. Keine. Vielleicht deshalb, weil es keine Kreuzreaktion gibt. Also ich meine, der PCR-Test ist ja schon seit mehreren Iterationen von PCR-Tests, die es jetzt irgendwie gibt, so, dass man ja auf zwei Sequenzen testet, die eigentlich dann so spezifisch sind, dass sie nur bei diesem Virus vorkommen. Und damit ist es ausgeschlossen, dass der PCR-Test irgendwelche anderen Viren testet. Bevor wir nochmal zum PCR-Test kommen, sagen dir was die Sentinel-Daten. Nee. Also so unter diesem Begriff nicht. Das Einzige, was ich gehört hatte, war als Überlegung, dass man LehrerInnen als Sentinel einsetzt, um zu testen, ob vielleicht nicht in dieser Klasse irgendwie vielleicht ein Corona-Ausbruch ist oder dergleichen. Aber da wurde von quasi Sentinel-Funktion gesprochen. Aber ansonsten sagt mir Sentinel-Daten nichts. Sprichst du auch mit Gendersternchen, Muss ja hier die Zuschauer gut provozieren. Ne? Also können Sie gleich hier LehrerInnen? in die Kommentare gehen. Oh, Ja, genau. So, darf ich und dir? Femnazi, linksgrün versifft und Der Gender sogar gendert auch entsprechen noch. und Er so. spricht das Sternchen mit. Nee, das war jetzt ja das erste Mal, dass ich gegendert habe. Sonst habe ich ja immer von der männlichen Person gesprochen. Wissenschaftler, ja, sehr schön. Von dem
solchen, wie heißt das, Genativ, oh, keine Ahnung, ich bin da in Grammatik nicht so gut, da gibt es einen bestimmten Ausdruck. Genus gibt es. Sagt dir die Influencer-Wochenbericht vom Robert Koch, die Arbeitsgemeinschaft Influencer, sagt dir da was? Hast du in die Berichte mal reingeschaut? Nee. Okay, ich schaue da mal, ich zeige das, darf ich dir das kurz mal zeigen und du interpretierst das mal für mich, okay? Ja. Ich stelle mal ganz kurz hier die Share-Screen. So, Share-Screen, Chrome-Tab, so. So. Ich mache Vollbild. So, und zwar, wenn du hier schaust, das ist RKI, Influencer RKI, Arbeitsgemeinschaft Influencer beim Robert-Koch-Institut, Influencer-Wochenbericht, jetzt aktuell bis zum 6.11., das ist der aktuellste Bericht. Und da sehen wir hier die akuten Atemwegserkrankungen. Die akute Atemwegserkrankungen sind alle Atemwegserkrankungen, wo auch Corona dazu gehört. Das siehst du nachher auch weiter unten, aber so. Und hier sehen wir eine Grafik, wie sich die akuten Atemwegserkrankungen entwickelt haben. Die blaue Linie ist 2019, 2020. Sieht die besonders auffällig aus? Sieht das danach aus, als wäre ein Killer-Virus im Umlauf? Nee. So hier, der Lockdown war Kalenderwoche 13. Das heißt, wir hatten hier ganz kurz, hier mal eine Woche, wo es über, hier das dunkelblaue ist 2017, 2018. Da hatten wir einen viel höheren, da hatten wir viel mehr akute Atemwegserkrankungen in 2017, 2018. Da gab es keinen Lockdown. Da waren übrigens auch die Krankenhäuser in Deutschland total überfüllt. Gibt es auch im Mainstream, gibt es Artikel oder Videos dazu von Tagesschau, ja, glaube ich. Man sieht ja auch sagen, quasi schon am Ende vom Jahr waren ja auch die Daten da schon recht hoch. Man sieht sie ja da bei Kalenderwoche 38 oder so. Da sieht man ja 2017, genau da, genau dieser Ausreißer nach oben bei Kalenderwoche 38. Ja. Das ist ja die große Grippewelle, genau. Genau, aber auch hier, Kalenderwoche, was ist das, 10 oder so, oder zwischen 3 und 13, war besonders auffällig 2017, 2018. 2019, 2020, wo angeblich ein Corona-Killer-Virus unterwegs sein soll, siehst du nur hier einen einzigen Ausschlag, sonst auch den ganzen Sommer über, überhaupt nicht auffällig. Und auch, wenn du jetzt siehst, 2020, 2021, ich glaube, die Influenza-Saison geht bei denen nur bis Kalenderwoche 27. Entschuldigung, da siehst du hier auch keine Auffälligkeiten. Da war es die Jahre davor viel, viel schlimmer mit dem akuten Atemwegserkrankung. Was sagst du dazu? Offizielle Robert-Koch-Institut. Also erstens, man sieht ja auch, dass quasi dieses Jahr, ne, um noch mal darauf zurückzukommen, da bei Woche 13, klar, es war da vielleicht noch irgendwie ein bisschen höher, aber ansonsten ist es ja auch danach viel tiefer gewesen. Ne? Also es lässt ja auch darauf, ich glaube, die Grippewelle wurde ja da auch dann damit ein bisschen früher beendet worden, oder ist damit früher beendet worden. Aber nein, es sieht mir nicht danach groß aus, aber der Punkt ist ja, und da gab es ja auch tatsächlich mal auch ein paar Falschmeldungen sozusagen, von wegen, wo ja irgendwie berichtet wurde, von wegen die Labore des Robert-Koch-Instituts berichten seit Wochen keinen positiven Corona-Fall oder dergleichen. Ich glaube, diese Dinge, da bitte, aber ich bin da nicht gänzlich informiert, aber ich meine, es gibt ja diese Labore oder diese Arztpraxen, die stichprobenartig damit diese Punkte testen. Ne? Also ich glaube, das sind ja die Daten davon, oder? Also wenn du da drin bist im Thema, gerne sag mir, ob das richtig ist. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Nein, also jetzt lass mich aber meinen Punkt dann bitte ausführen. Ja, also gerne. Wenn es diese stichprobenartigen Punkte sind, dann muss man sich ja auch vor Augen führen, dass die Inzidenz von den bestätigten Fällen sehr, sehr niedrig ist. Also im Verhältnis, ja, also zu irgendwie Grippe oder der anderen Infektionskrankheiten, denen man eben bisher noch keine große Bedeutung geschenkt hat. Einfach auch, weil sie schon seit Jahren in der Bevölkerung ja grasieren und damit auch schon eine gewisse Herdenimmunität besteht. Da ist es ja nicht unbedingt verwunderlich, dass die Daten da nicht super hoch gehen. Also ich meine, wie viele Infektionen hatten wir da an Neuinfektionen? Das sind
nicht so viele, ja, also im Vergleich also zu anderen Punkten. Aber wir haben ja eben deswegen interveniert und deswegen sind ja auch die Daten nicht so hoch. Also da verstehe ich den Punkt nicht, warum man jetzt das als irgendwie Grundlage dafür nimmt, zu sagen, seht ihr, sieht ja gar nicht so aus, als wäre da irgendwas unüblich oder dergleichen, sondern die Frage wäre, was wäre gewesen, hätte man nicht eingegriffen? Und so, erstmal zu den Maßnahmen kommen wir gleich. Ich höre mich gerade wieder doppeln, darf ich dich kurz anrufen? Ja, klar, also ich kann mir nur vorstellen, dass an meinem Mikrofon liegt, dass wenn ich irgendwie laut spreche, dass ich dann anders einpegel über die Zeit hinweg. Das okay. Könnte ich mir vorstellen. Ich kann dich gerade, ich weiß nicht, wo ich dich muten kann, aber egal, jetzt nicht mehr. So, und zwar erstmal, du hast gerade die sogenannten Sentinel-Daten angesprochen, da wollte ich jetzt auch noch ein Video zu machen. Da hat die Faktenchecker von Korrektiv haben wieder Fake News verbreitet. So, ich gehe nochmal auf die Bildschirmfreigabe drauf ein, warte eben so auf das RKI. Also erstmal 2017, 2018, letztendlich, du siehst hier, die Atemwegserkrankungen waren sehr hoch da. Das Corona, man macht jetzt ja die ganzen Maßnahmen, um die Krankenhäuser, die Versorgung im Krankenhaus nicht zusammenbrechen zu lassen. 2017, 2018, da sieht man an diesen Zahlen und da sieht man auch, wenn man sich die Mainstream-Medien anschaut, gab es, wie gesagt, ich kann dir den Bericht gerne zuschicken, in ganz Süddeutschland waren die Krankenhäuser wegen Influenza-Patienten überlastet. Insofern, du sagst, es gibt Herdenimmunität und hat man jedes Jahr. Viren sollen ja angeblich, Drosten und so sagen ja, Viren mutieren jedes Jahr. Insofern, man sieht auch hier Atemwegserkrankungen, man hat jedes Jahr Grippesaisonen oder man hat jedes Jahr eine Grippesaison. Und die fällt gerade genau hier rein. Und hier war es in 2017, 2018 besonders schlimm, die Krankenhäuser kurz vorm Zusammenbruch gebracht haben. Das war zwar in den Mainstream-Medien zu hören, aber sie haben da keine Panik geschoben oder Lockdown gemacht. Das hat man jetzt bei Corona gemacht, obwohl anhand dieser Zahlen es überhaupt nicht auffällig war. Jetzt kommen wir zu den Sentinel-Daten, wo Korrektiv da Fake News verbreitet haben, kann ich dir, warte, ich kann dir das auch eben zeigen hier. Das ist dieser Bericht. Du sprichst wahrscheinlich das hier an. Ich nehme eben die Bildschirm. Aber geh gerne auch nochmal da zurück. Da stand ja auch gerade, dass nochmal SARS-CoV-2 getrennt aufgeführt wird. So, warte, ich muss das eben nochmal ändern hier. Add to stream. Wie mache ich es? Stoppen. Okay. Jetzt nochmal Share Screen. So. Das ist das, wo du dich drauf beziehst. Genau. Das ist das, wo du dich drauf beziehst. Seit Wochen kein SARS-CoV-2-Fall. Und dann sagen sie unten selbst, teilweise falsch. Auf jeden Fall, da mache ich jetzt mal ein Video zu. Die verschweigen, dass das RKI selbst schreibt, dass diese sogenannten Sentinel-Daten repräsentativ für die ganze Bevölkerung sind und dafür gerade sind, um die epidemiologische Lage in Deutschland zu beurteilen. So, das heißt, das ist deren Surveillance-System und sie haben nur gerade in der einen Woche, die man hier aufführt, haben sie nicht genug Laborwerte gehabt. Hier siehst du, seit Wochen, die haben die Anzahl der angesandten Proben, da haben die 42 oder, nee, Quatsch, hier haben sie 33. Da haben sie auch, warte, haben sie in, genau, zwischen Kalenderwoche 8, 23 und 28, seit Wochen kein SARS-CoV-2 nachgewiesen. Und dann sagen sie, ja, das stimmt ja gar nicht. Dabei ist das aus den Fakten, aus dem Kontext gerissen. Warte, stichprobenartig, so Nachfragen, 20%. Ja, ich mache da nochmal ein Video zu. Auf jeden Fall geht's. Hier, Sentinel-Daten spiegeln nicht die bundesweite epidemiologische Lage wider. So, repräsentative,
In beiden Texten wird suggeriert, dass es sich um repräsentative Daten handele, die angeblich die epidemiologische Lage in Deutschland widerspiegeln. Das ist irreführend. So, und dann kommt man, denn das RKI erklärt im Lagebericht vom 13. August, aufgrund der geringen Zahl angesandter Proben ist keine robuste Einschätzung zu der derzeit eventuell noch zirkulierenden Viren möglich. Das heißt, merkst du, wie misleading das ist, wie manipulierend das ist? Erstmal sagt man hier, die sind nicht repräsentativ, oder es ist irreführend zu sagen, das sind repräsentative Daten. Das schreibt selbst das RKI, dass die Zahlen repräsentativ sind. Das RKI sagt nur, dass sich die in diesem Lagebericht vom 13. August, dass man da keine robuste Einschätzung haben kann, weil da nicht genug Labore Viren oder Proben eingeschickt haben. Ja, aber das ist doch gleichbedeutend, ob man jetzt sagt, die Daten sind nicht repräsentativ. Also ich meine, klar, man kann sagen, es ist nicht repräsentativ, weil wir keine gute Stichprobe beispielsweise haben, weil wir irgendwie in einer Stadt 20 Labore haben und dafür irgendwo sonst wie nicht. Das wäre natürlich auch ein Grund, warum man sagen könnte, die Daten sind nicht repräsentativ. Aber hier ist es eben nur nochmal klargestellt, dass die Daten deshalb nicht repräsentativ sind, weil man zu wenig Daten aus diesen Laboren hat. Ich weiß nicht, wie gut diese Stichproben quasi repräsentativ im Land verteilt aufgestellt sind, keine Ahnung. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt der große Beweis dafür ist, dass irgendwie da Korrektiv hier Unfug verbreitet oder das RKI. Also die Daten sind nicht repräsentativ. Aus welchem Grund nicht? In dem Fall, weil zu wenig Proben eingesendet wurden. Okay, aber das ist nochmal, ich kann es dir vielleicht gerade mal raussuchen. Grundsätzlich ist dieses System repräsentativ. Grundsätzlich, das sagt selbst das RKI, kann ich raussuchen, wo die das sagen, habe ich auch in einem Video schon mal angesprochen. Die sagen selbst, es ist repräsentativ, nur in diesem Lagebericht war es gerade mal nicht repräsentativ, weil zu wenig Labore gemeldet haben. So. Ja. Aber, das heißt, wenn man reinschaut, war es an anderen Tagen, Entschuldigung, meine Stimme wieder, wenn man reinschaut, war es an anderen Tagen repräsentativ und da, was meinst du, wie viel Prozent aller eingesandten, entschuldigen, meine Stimme. Also, gerne, hol dir auch was zu trinken oder so. Ja. Dann soll es ja nicht scheitern. Pass auf, wir machen mal kurz eine Pause. Wir machen, an die Zuschauer, wir machen eine kurze Pause, da suche ich das eben raus. So, okay, wollen wir uns jetzt einfach nochmal hier die Sentinel-Daten anschauen. Also erstmal Arbeitsgemeinschaft Influenza. Du siehst hier, ich habe mal hier ein paar Sachen markiert. Der schreibt über sich selbst, was das für eine Arbeitsgemeinschaft ist. Die sagen hier, wir haben ein Erhebungssystem, das im europäischen Rahmen einen Spitzenplatz einnimmt und mit diesen Daten bildet die Hintergrunddaten eine wichtige Voraussetzung für die fundierte Beurteilung der epidemiologischen Lage in Deutschland. Das war jetzt bezogen auf die Sommer-Surveillance, aber aus den anderen Sätzen geht hervor, dass das eigentlich immer ein wichtiges oder gerade das entscheidende Beurteilungssystem für Pandemien in Deutschland ist. So, hier sehen wir, womit eine Datengrundlage erreicht wird, die auch international als repräsentativ erachtet wird, um auf nationale Ebene statistische Auswertung durchführen zu können. Das heißt, man sieht hier ganz klar, dass es statistisch repräsentative Daten sind, um eine epidemiologische Lage zu beurteilen, eine fundierte epidemiologische Lage. Ja. Kannst du mir da folgen? Gibst du mir recht? Ja. Okay, und jetzt gehen wir auf Korrektiv drauf ein. Korrektiv ist für mich halt immer so die größten Verbreiter von Fake News. Übrigens von... Genau das Gegenteil machen sie aber. Und erhält viel Geld aus dubiosen Quellen. Von links... Bill Gates oder wie? Vereinigung. Okay. Ja, Bill Gates, bei Korrektiv konnte ich leider nicht feststellen, ob Bill Gates dahinter steckt, aber bestimmt auch. So, lass uns hier... Schreibt im Monatsbericht der Kalenderwoche 21 bis 24 heißt es außerdem, wie Corona-Transition richtig zitiert, seit der 8. Kalenderwoche 2020 sind insgesamt 13 0,8% SARS-CoV-2-positive Proben
in 1570 untersuchten Proben im Sentinel der AGI detektiert worden. Seit der 16. Kalenderwoche 2020 gab es keinen Nachweis mehr im Sentinel. Keine Nachweise mehr im Sentinel, im SARS-CoV-2 im Sentinel. Entschuldigung, ich bin nicht der Beste im Vorlesen. So, das heißt, in beiden Texten wird suggeriert, In beiden Texten wird suggeriert, dass es sich um repräsentative Daten handele, die angeblich die epidemiologische Lage in Deutschland widerspiegelt. Das ist irreführend. Nein, es ist tatsächlich so, es wird nicht suggeriert, es ist tatsächlich so, das haben wir gerade hier gelesen, dass es repräsentativ für Deutschland ist, dass es eine repräsentative Überwachungsmethode ist, um epidemiologische Lagen zu beobachten. Und jetzt kommt halt der Punkt, es kann halt... Lass mich ausführen. Aber das RKI sagt am 30. August, aufgrund der geringen Zahl eingesandter Proben ist keine robuste Einschätzung zu den derzeit eventuell noch zirkulierten Viren möglich. Dabei verweisen die hier auf dieses Dokument. Das ist vom 18. August, sehen wir hier. 13. August. So, da steht da tatsächlich drin, das ist in den täglichen Lagebericht des RKIs zu Corona drin. Aber wenn wir jetzt direkt in diesen Lagebericht reinschauen, hier haben wir den Lagebericht, der angesprochen wird. 13. August ist Kalenderwoche 33. Da hatte man tatsächlich viel weniger Proben als sonst. Man hatte genau die eine Woche, hatte man nur 21 Proben, sonst hat man immer über 30. So, und über 30 sind repräsentativ. Das heißt, wenn man hier schreibt, aufgrund der geringen Zahl eingesandter Proben ist keine robuste Einschätzung zu diesen derzeit eventuell noch zirkulierenden Viren möglich, dann betrifft das nur Kalenderwoche 33 und nicht die anderen Kalenderwochen, wo niemals Coronaviren festgestellt wurden. Kannst du das nachvollziehen? Ja. So, und da verbreitet Korrektiv Fake News. Auch wenn du jetzt aktuell schaust, das ist die aktuelle Seite. Du siehst hier, nach dem Nationalen Referenzzentrum für Influenzaviren wurden Kalenderwoche 45 50% Rhinoviren, in 50% wurden Viren gefunden. 44% davon waren Rhinoviren und nur, hier ist wieder, aufgrund der geringen Zahl angesandter Proben ist keine robuste Einschätzung zu derzeit eventuell noch zirkulierenden Viren möglich. Aber wir sehen hier, SARS-CoV-2 ist, wenn du es dir aktuell anschaust, hier, das ist Kalenderwoche 45. Hier haben wir aktuell, wir haben 52 Virenproben. Eigentlich müsste das ausreichen. Nicht unbedingt, weil die ja gesamt nur 0,8% oder so positiv waren vorhin, oder? Also schon was von 0,8% positiv. Bei 52 ist also durchaus nicht unwahrscheinlich, dass da eine nicht dabei ist. Oder halt quasi, ja, dass da keiner dabei ist. Das ist auf Kalenderwoche 45 bezogen. Kalenderwoche 45. Irgendwas passt, muss ich mir in Ruhe anschauen. Du kannst es ja in deinem Video nochmal verlinken oder so. Aber ja, ich mache da nochmal ein extra Video zu. Du siehst, hier sind... Und da sind sogar positive. Positiv. Ist auch, als wir den Lockdown im Frühjahr hatten, wenn man davon ausgeht, dass dann schlimmer Killer-Virus im Umlauf ist, müssten ja eigentlich der Anteil von SARS-CoV-2-Viren in diesem Surveillance-System extrem hoch sein. Das ist er aber nicht. Nein, muss er ja nicht unbedingt. Also wie gesagt, die Inzidenz an sich ist ja super gering. Ja, also teilweise waren ja nur irgendwie einer von ein paar tausend infiziert. Ich meine sogar bei, also es gab ja mal so eine große Sache da in Leipzig, wo man Großveranstaltungen probiert hat zu testen und irgendwie Untersuchungen gemacht hat, wie begegnen sich Leute und so weiter mit Tracking-System und allem. Und da hat man ja alle Personen, die da hingekommen sind, komplett symptomunabhängig getestet. Ne? Das heißt, man hat irgendwie nicht
dort gesucht, wo man vermutlich Leute findet. Ja, das ist ja jetzt die gerade Teststrategie, dass man sagt, okay, Leute mit Symptomen testen wir, weil die vom, am ehesten vielleicht dann was haben. Sondern man hat ja gesagt, man testet alle Leute, die da teilnehmen wollen. Und wenn jemand Positives dabei ist, dann kriegt er einen Anruf und hat sein positives Testergebnis dadurch. Ja. Und da waren es knapp 2000 Leute und genau eine einzige Person war positiv. Das heißt, von 2000 Proben, die halt irgendwie so gesammelt werden, die halt irgendwie dann repräsentativ abgenommen werden, da kann es durchaus mal dabei da eben vorkommen, dass da eben keine dabei ist und eben vor allem gar nicht so viele. Also diese Überlegung von, wir haben gefährliches Killer-Virus, was hier irgendwie im Land rumwütet und wir haben super viele Todeszahlen, das muss ja nicht sein, weil wir die Zahlen versuchen gering zu halten und ja, rein im Verhältnis 20.000 auf 80 Millionen, das sind keine Ahnung wie viel Prozent, so, wenig jedenfalls. Und du widersprichst mir jetzt ja gerade selbst, wenn es immer so gering ist, warum soll man dann deswegen Lockdown machen? Da sind Rhinoviren ja viel, viel schlimmer im Umlauf. Warum macht man nicht wegen Rhinoviren einen Lockdown? Weil Rhinoviren noch alleine nicht so gefährlich sind. Aber und kann man das ist ja der Punkt. Wir machen ja nicht einen Aufruhr deswegen, wegen der reinen Fallzahlen, sondern weil mit diesen vielen Fallzahlen eben auch viele Todesfälle verknüpft sind. Ja, und vor allem auch, weil wir damit auch Langzeitschäden haben und Intensivplätze. Und wenn Leute, oder wenn immer ein gewisser Anteil an Erkrankten auf die Intensivstation muss, dann ist ab einer gewissen infizierten Zahl auch der Fall, dass wir irgendwann Überlastungen haben. So, du redest die ganze Zeit auch von Infizierten und von Symptomen. Gibt es unverwechselbare Symptome für Corona? Es gibt zumindest, also es ist ja nicht so, dass man sagt, dieses eine Symptom hat jeder, sondern es gibt spezifische Symptome, die dann eher darauf hinweisen und dann gibt es nochmal unspezifische Symptome, das wären halt irgendwie, mir geht es gerade nicht so gut, bisschen Bauchschmerzen, bisschen Übelkeit, Kopfschmerzen, also ich meine, man kann ja auch ganz so Kopfschmerzen haben, keine Ahnung, hat man einen Tag über zu wenig getrunken und am Abend hat man Kopfschmerzen oder dergleichen oder keine Ahnung, morgens ein bisschen Migräne oder sonst irgendwas, das sind ja unspezifische Dinge. Wohingegen Husten oder sowas Drastisches wie eben keinen Geruchs- oder keinen Geschmackssinn, weil die Nerven am Gehirn, die für die Daten, für die, ja, die Informationsweitergabe verantwortlich sind, weil die eben einfach nicht weitergeben, sowas sind dann spezifische Symptome. Und das hat, ich da sind es dann eben Dinge. Entschuldigung, ich wollte dich. Ja. Ja. Und was sehr Spezifisches, was eigentlich sonst eher wenig auftritt bei anderen Erkrankungen, ist ja eben dieser Geruchs- und Geschmackssinnsverlust. Nö, das geht. Bhakti sagt, das ist überall woanders und auch in meinen Kommentaren, da gibt es ganz viele Leute, da gibt es 3, 4 habe ich das, oder was heißt ganz viele? 3, 4 Mal habe ich das schon gelesen, dass sie gesagt haben, hey, ich hatte in den letzten Jahren hatte ich öfter Grippe, ich hatte Geschmacksverlust und Geruchsverlust. Insofern, das hat man überall. Aber das ist es gerade, vielleicht in besonderer Anzahl. Fake News verbreitet werden ohne Ende vom Mainstream. Das heißt, das wäre einmalig für Corona. Das ist es eben nicht. Nein, es muss ja nicht einmalig sein, aber es kann ein guter Anhaltspunkt sein. Und wenn ich jetzt irgendwie plötzlich Geruchs- oder Geschmacksverlust habe, und vielleicht ist es nur die Grippe, aber dann ist es doch ein guter Indikator zu sagen, man testet es. Vor allem, weil es halt nicht irgendwie das super typische Ding ist. Klar, man hat es irgendwie laufende Nase, irgendwie die Nase ist zu und man schmeckt nicht mehr so gut. Aber dass man wirklich gar keinen Geschmackssinn mehr hat, das ist ja doch eine sehr seltene Sache. Also ich selber weiß es nicht. Ich hatte, glaube ich, noch keine Grippe in dem Ausmaß, dass ich es irgendwie super sehr gespürt habe. Und wenn, dann ist es eine ganze Weile her. Daher weiß ich nicht, wie genau das da bei mir war. Aber ich habe eigentlich dauerhaften Geschmackssinn. Und klar, es soll jetzt keine anekdotische Geschichte sein, aber das Geruchs- und Geschmacksverlust, was recht ja eindeutig bei Corona vorkommt, das ist, glaube ich, ja schon der Fall. Nein. Woher willst du auch wissen, wenn jemand Symptome hat, dass er nicht an einem anderen Coronavirus oder Influenza erkrankt ist? Dass es nicht eine normale Grippe ist? Du machst eine PCR-Testung. Okay. Hältst du den PCR-Test für zuverlässig? Ja. Ja? Weißt du, was Kerry Mullis, der Erfinder dieser Methode, dazu sagt? Was sagt er denn? Kerry Mullis ist damals durch die USA gereist und wurde auf allen HIV-Konferenzen eingeladen, weil die unbedingt für HIV oder auf alle AIDS-Konferenzen, die wollten unbedingt seine Testmethode dafür einsetzen, um HIV zu diagnostizieren. Und er hat da schon immer gesagt, einen Test für Diagnose oder diese PCR-Methode für
Diagnose, Quatsch, diesen PCR-Test, diese Methode für die Diagnose einzusetzen, ist absoluter Unsinn. So, man kann es nicht für Diagnosezwecke einsetzen. Oder ich zitiere hier auch mal zum Beispiel, steht auch bei allen Beipackzetteln dabei, steht auch drin, du darfst es, diese Tests sind nicht für Diagnosezwecke gedacht. Da sagt auch zum Beispiel der PCR-Test. Der Corona-PCR-Test, da steht extra drauf, es ist nicht für Diagnosezwecke geeignet. Und trotzdem wird es für Diagnosezwecke eingesetzt. Auch Swissmedic, weißt du, was Swissmedic ist? Ein Schweizer medizinisches Unternehmen vermutlich. Swissmedic ist in der Schweiz das, was hier das Robert-Koch-Institut ist. So, und die haben auch gesagt, warte, vielleicht finde ich es auch gerade, Swissmedic hat sich selbst dagegen ausgesprochen, haben gesagt, ein positiver PCR-Test sagt nichts darüber aus, ob jemand krank ist oder nicht. So, oder zum Beispiel, ich habe hier auch den ehemaligen Vizepräsidenten von Pfizer. Pfizer ist ja das zweitgrößte Pharmaunternehmen der Welt, die jetzt auch gerade dabei sind, Impfungen zu entwickeln. Der spricht sich auch da, der sagt auch, dieser Test ist mit fatalen Mängeln behaftet und muss sofort zurückgezogen und nie wieder in diesem Einsatz verwendet werden. So, ich habe erklärt, wie ein hoffnungslos leistungsfähiger diagnostischer Test nicht zur Diagnose von Krankheiten verwendet wurde und weiterhin verwendet wird. Nicht zur Diagnose von Krankheiten, sondern wie es erscheint, nur um Angst zu erzeugen. Also er wird einfach dazu erzeugt, nicht um Krankheiten zu diagnostizieren, sondern einfach nur um Angst zu erzeugen. Oder auch, hast du gehört, was Herr Drosten 2014 noch zum PCR-Test gesagt hat? Nee, aber in der Zeit ist ja schon einiges vergangen. Herr Drosten hat ja selbst auch... Aber es geht ja grundsätzlich um diese Methode. Ja, aber deswegen macht man ja bei dieser Methode auch nicht nur ein Stück, was man überprüft, sondern auch noch ein zweites direkt mit dazu. Okay, auf jeden Fall, diese Methode, wie gesagt, wenn man sich dieser Methode bedient, soll man sich doch zuerst anschauen, was der Erfinder dieser Methode sagt, oder? Naja, der Erfinder hat gelebt vor wie vielen Jahren und in dieser Zeit ist die PCR ja ein Tool geworden, ein Werkzeug in der Diagnostik, das eben so eigentlich nicht unbedingt wegzudenken ist. Und dementsprechend weiß ich nicht, warum es... Vorher, dass man aufgrund von Laborergebnissen eine Pandemie ausgerufen hat? Man hat ja nicht nur aufgrund von Laborergebnissen eine Pandemie ausgerufen. Also ich meine, Moment, die Zahlen können ja sonst wie hoch sein, wie gesagt. Ja, das macht ja keine große Relevanz. Das, was die Relevanz macht, ist, wie gefährlich ist das Virus? Und wenn das Virus so gefährlich ist, dass wir die Krankenhäuser zur Überlastungsgrenze bringen und im Zweifel hinterher ein Triage-Problem haben, das heißt, wir müssen dann überlegen, welche Kranken priorisieren wir? Und das hatte man eben auch in gewissen Bereichen, sei es New York oder Bergamo, dann hast du nicht unbedingt Laborergebnisse, sondern du hast die Todeszahlen vor dir auf dem Papier. Und dann sagst du nicht, wir haben gerade aber 1 Million positive Tests und deswegen machen wir Lockdown, sondern es ist an diese Sterblichkeit oder an diese Gefährlichkeit des Virus gekoppelt und deswegen rufst du den Lockdown aus. Aber die Leute sind ja gerade, man sagt, die sind gestorben an Corona, weil man sie auf PCR getestet hat. Also auf Corona getestet hat, mit der PCR-Methode. Ja. Ja. So, und deswegen muss man sich ganz genau anschauen, ob diese Methode überhaupt verlässlich ist. So, ja. Und wenn Herr Malles sagt, das ist überhaupt nicht für Diagnosezwecke einsetzbar, oder zum Beispiel hier, es gab, kennst du das, die Zeitschrift Science? Ja. Die Zeitschrift Science ist die größte naturwissenschaftliche oder die renommierteste naturwissenschaftliche Zeitschrift. Da hat 2001 wurde ein Artikel herausgebracht, der wurde von 14, hier steht, The signatures include some of the most illustrious names in US virology. Also die alte Riege der renommiertesten Virologen der USA. Und die haben gesagt, PCR alles schön und gut, aber diese Methode ist so, als würde man, they say, like trying to say whether somebody has bad breath by looking at his fingerprint. Also das wäre genauso, als würde man anhand des Fingerabdrucks sagen wollen, ob jemand Mundgeruch hat oder nicht. Das heißt, dieser Test, den kann man überhaupt nicht dazu verwenden, aber man verlässt sich jetzt auf einen PCR-Test, wo auch
Ich meine, ja. Wir haben gerade über einen CT-Wert gesprochen. Wann kann dieser CT-Wert verwendet werden? Okay. Wann ist der aussagekräftig? Ja, kommen wir jetzt nochmal darauf zurück. Also, warum soll die PCR nicht für eine Diagnostik dienen? Ja, der Punkt ist ja, die PCR ist ja nicht in der Lage nachzuweisen, hat man jetzt gerade Symptome oder hat man keine Symptome. Was die PCR ja macht, ist, sie weist Virusfragmente nach, die halt irgendwie im Rachen sind und die man über so einen Abstrich im Rachen mit so einem Tupfer holt. Ja, dann packst du es eben zum Labor und das macht dann eben die PCR-Testung. Und damit, klar, überprüfst du nicht direkt, ist diese Person gerade infiziert. Aber die Frage ist, wie kommst du überhaupt an diese Materialien ran, dieses Virus, was du überhaupt auf dem Tupfer findest? Und das kannst du nur dann bekommen, wenn die Person infiziert war und dann aktiv im Rachen das Virus sich repliziert hat und dann in ausreichender Form überhaupt vorhanden ist, um es dann nachzuweisen. Und was du dann natürlich machst, ist, du suchst aus diesem Virus dir super einzigartige Punkte heraus, die eben nicht bei anderen Viren vorkommen, die aber trotzdem in jedem Coronavirus eben drin sind, in jeder RNA-Sequenz. Und die versuchst du dann zu vermehren, und zwar so viel, dass du es hinterher wieder über die PCR eben testen kannst oder quasi nachweisen kannst. Ja, du vermehrst ja dann eben diesen Virus, und mit jedem Zyklus ist es dann meines Wissens nach ein CT-Wert mehr. Und wenn du dann irgendwann über, keine Ahnung, CT-Wert 30 hast, sowas um den Dreh, wenn man alles kalibrieren würde und so weiter, dass jedes Labor irgendwie die gleichen Grundvoraussetzungen hätte, dann ist es ja meines Wissens nach so, dass man sagen könnte, ab da ist die Person nicht mehr unbedingt infektiös. Und man muss sich ja auch damit vor Augen führen, mit jedem Mal gibt es quasi eine, nicht unbedingt Verdopplung, aber es ist ja so, dass es logarithmisch ist. Und je höher dieser CT-Wert ist, je mehr Iterationen man braucht, um das Virus zu vermehren, desto weniger ist auch drin. Es ist ja nicht irgendwie was Lineares. Es ist eben auch an dieser Stelle exponentiell. Okay. Also CT heißt Cycle Threshold, das sind die Zyklen, wie du schon sagst. Ab was für einem Zyklus sind denn diese PCR-Ergebnisse zu nichts mehr zu gebrauchen? Ich glaube, irgendwie so um die 40 oder so. Aber da bitte mich hier nicht als Experten deklarieren. Also ich bin hier kein Experte. Doch, ich bin ja die. Du stellst dich doch gerade als Experten dar. Nein, ich tue hier nach bestem Wissen und Gewissen das wiedergeben, was ich weiß und oder von dem, was ich glaube zu wissen und von dem, was ich eben auch über die letzten Monate mir nur angelesen habe. Ich war ja vorher kein Experte und habe irgendwie halt dann Medizin studiert und hinterher irgendwie noch sonst irgendwie, ich weiß ja nicht mal, was man braucht, um Virologe gänzlich dann zu werden, aber das sind die Informationen, die mir vorliegen, und dann widerspricht sich das jetzt ein bisschen mit dem, was du sagst, dass ja irgendwie der Erfinder der PCR gesagt hat, sie ist zur Diagnostik nicht zu gebrauchen, zumal die ersten PCR-Tests auf das Coronavirus auch noch ein bisschen unspezifisch waren und auch vor allem nicht so sensitiv, dass man da eben gesagt hat, okay, man macht dann halt eine zweite diesen Test auf diese zweite Sequenz, damit man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es genau dieses Virus ist, und man guckt, dass man die eben so weit verbessert, und da sind wir ja jetzt ja nun, und diese PCR-Tests werden übrigens ja auch lizenziert in ganz Europa nicht, weil es da wohl keine Zulassung für braucht tatsächlich, vielleicht kommt daher auch diese Überlegung, dass das nicht irgendwie zu der Diagnostik eingesetzt werden soll, aber auch da gibt es ja Labore, die es immer wieder überprüfen. Nur in den USA ist es jedenfalls so, und das sind ja dann auch international dieselben Tests, die da verwendet werden, die dann in den USA beispielsweise von der FDA lizenziert werden. Und da wüsste ich jetzt nicht, warum man sagen sollte, die sind nicht zur Diagnostik zu gebrauchen. So, erstmal, wir haben über CT-Wert gesprochen. Mal angenommen, es wird ein Virus geben und man könnte mit PCR den Virus nachweisen. Dann muss man angeben, wie hoch der CT-Wert ist. Unter 30 kann man sagen, okay, da haben wir eine hohe Virenlast. Also wenn man jetzt von dieser Theorie ausgeht, dass PCR sinnvoll ist und dass man damit ein Virus nachweisen kann, dann sagt man, das sagen auch Drosten und so, dass unter einem CT, also der CT-Wert, wenn der unter 30 liegt, dass man dann sagen kann, die Virenlast ist so hoch, dass man tatsächlich sagen kann, dass der ist irgendwie erkrankt und der hat jetzt tatsächlich was. So, nee, aber sobald es über 30 ist. Da sagt man vor allem, dass im Moment, da sagt man, und das war ja auch bei Drosten so, dass er gesagt hat, wenn man über alle Labore hinweg diese quasi auf einen gewissen Referenzwert bringt, also dann wäre da die Überlegung, du hast eine vorgegebene Virenlast, und dann schaust du bei jedem Labor hinterher, ab wann können sie es gut feststellen und so weiter.
Wenn du die alle kalibrierst, dann so roundabout 30. Aber drunter sagt man dann quasi, der Patient ist vermutlich infektiös. Das heißt, er ist nicht nur quasi erkrankt, hat irgendwie noch das Virus in sich, sondern er steckt vermutlich auch gerade andere Leute an. Und das ist auch was mit den Antigen-Tests nochmal überprüft wurde, dass die auch ungefähr so ab einem CT-Wert von 30 auch anschlagen. Und damit kann man dann mit den Antigen-Tests auch so eine Infektiosität nachweisen. So, auf jeden Fall ist es so mit diesem PCR-Test. Kerry Mullis hat gesagt, mit dem PCR-Test kann man, wenn man es richtig interpretiert, alles bei jedem nachweisen. Da kann man sogar, wenn man 1000 Männer auf einen Schwangerschaftstest, PCR-Test macht, dann wirst du da auch Männer haben, die positiv getestet werden, die dann angeblich schwanger sein sollen. Deswegen muss man sich dann CT-Wert immer anschauen. Und der, was meinst du, wird da bei allen Laboren mit übermittelt an die Gesundheitsämter? Nein, wird er nicht, das weiß ich. Und die Frage ist, warum wird er nicht übermittelt? Aber ich glaube, da kriegt man jetzt ja quasi auch, ich glaube, das ändert sich ja auch, dass immer mehr Labore auch den CT-Wert mit übermitteln, auch bei dem Ergebnis, dass es einsehbar wird. So, und zumal es interessant wird, wenn die Zahlen in der Bevölkerung hoch sind, da steigt ja damit auch der Druck auf Unternehmen und auch die Politik, dass sie dann sagen, okay, ich brauche aber diese Arbeitskräfte und bitte sagt mir einfach nur, ob die Person jetzt noch irgendwie das Virus nachgewiesen kann. Das ist ja nicht irgendwie aussagekräftig, sondern eben, ist die Person gerade noch ansteckend? Steckt die meinen Mitarbeiter drüben an? Und kann man da nicht vielleicht eher dann eine Quarantäne verkürzen? Das ist ja die Überlegung dahinter. Das heißt, jetzt, wenn man den CT-Wert nicht hat, man testet ganz viele Leute positiv, die gar keine Symptome haben und wahrscheinlich gar nicht ansteckend sind. Gibst du mir da recht, wenn man den CT-Wert nicht weiß? Ich weiß. Ja, aber deswegen ist der CT-Wert ja ab einem gewissen Punkt nicht mehr aussagekräftig. Und wie gesagt, das ist logarithmisch. Also, laut habe ich hier, ich glaube, Süddeutsche stand das genau, der NDR, der WDR haben bei einer Umfrage unter allen Gesundheitsämtern mitgeteilt bekommen, dass bei 73% der positiven Tests der CT-Wert selten oder nie übermittelt wird. So, und so hat man in den USA, in drei verschiedenen Bundesstaaten hat man sich das angeschaut, wie hoch der CT-Wert ist. Das stand in der New York Times. Und demnach tragen bis zu 90% der Menschen, die einen positiven Test erhalten haben, kaum einen Virus mit sich. Und auf welchen Virus hat man jetzt getestet? Corona. New York Times, 29.08.2020. 90%, man hat sich das ganz genau angeschaut, weil der PCR-Test ist nur eine indirekte Methode. Wenn man sich das ganz genau anschaut, wenn man deren Rachenabstrich nimmt und versucht, das im Labor anzuzüchten, dann sieht man, die Viruslast ist so, so gering, wenn man davon ausgeht, dass das ein Virus ist, dass das überhaupt nicht gefährlich ist, dass sie nicht krank werden können, dass sie auch keine Leute anstecken können. Das hat die New York Times geschrieben. Mhm. Aber wann haben Sie es gesagt? Also dann wäre es ja vielleicht auch ein Nachweis da, oder beziehungsweise wenn man erkrankt war, kann das Virus ja noch, und das hatte ich ja auch neulich in einem Interview mit der Leiterin des Altenheims, die wurde ja auch noch als positiv getestet, aber sie ist halt schon hinterher und die Viruslast ist eben so gering und die PCR so sensitiv, dass sie immer noch anschlägt. Und da ist dann eben noch ein bisschen Virus da, aber es wird halt eben nicht mehr ausreichend repliziert. Dafür, dass es ansteckend ist, weil die Menge zu gering ist. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass dann irgendwie diese Personen, wobei es nicht ganz passt, wenn du sagst, das sind 90% von, da ist jetzt die Frage, wurden da einfach willkürlich Leute getestet oder eben die Leute, die schon in jedem Fall vorher einen Positivtest hatten oder sonst was, die Info fehlt mir jetzt, ja. Aber davon auszugehen, dass die PCR unspezifisch ist, das ist halt widerlegt, dass diesen Fall gibt es nicht. Wie hoch ist denn die Spezifität des PCR-Tests? Nahezu 100% und eigentlich aber 99,9 oder höher als das. Nee, also ich kann auch dazu gerne hier korrektiv machen. Das habe ich in deinen Unterlagen gesehen, korrektiv sagt selbst irgendwie 98%. Ja, unter welchen Voraussetzungen? Wenn man auf dieses eine testet oder wenn man dann auch zusätzlich auf das andere testet? Dann wie viele Tests werden denn gemacht? Aktuell? Bei Fußballern, du bekommst das jetzt immer wieder mit, Fußballer werden getestet, zuerst positiv, das ganze Team, dann testet man nochmal einen Tag später und alle sind negativ. Nein, gibt's nicht. Also dann such mir bitte die Daten dafür raus, aber die gibt's nicht. Doch, und dann kann ich dir 5 Beispiele nennen, zuletzt hier bei dem HSV-Gegner. Ja. Da gibt es immer wieder Artikel, wo Fußballer dann erst positiv getestet werden und am nächsten Tag direkt negativ. Dann such das, wie gesagt, gerne raus. Aber
das ist eben nicht das, was man in anderen Fällen sieht, wie beispielsweise, ja, ich habe hier mal, wenn ich hier Bildschirm teilen sage, so, jetzt mal warte. gerne freischalten. Genau, genau, ich bezüglich, hatte den MDR-Test. Genau, und das ist jetzt ein Auszug. Volksverpetzer, genau, ist eine seriöse Quelle. Dieses Mal in ein Stück weit gesammelt haben. Sie haben ja auch hier Quellen verlinkt, kann man gerne dann nachlesen. Und was wir auch haben, ist hier beispielsweise der Verweis auf Neuseeland. Wo steht das jetzt nochmal? Entschuldigung, muss ich kurz suchen. Vielleicht ist es auch aus einem anderen Abschnitt. Aber schlussendlich, hier siehst du, dass die Spezifizität über 99,99 sogar liegt. Und es gibt ja auch, wie gesagt, Neuseeland. Und in Neuseeland hat man tagelang mit sonst wie viel tausend Tests gearbeitet. Und da waren trotzdem Tage da, wo niemand positiv war. Und zusätzlich, du hattest ja auch bei deinem letzten Interview mit der Leiterin des Altenheims auch diese Frage gestellt, war das denn irgendwie der Fall, dass die Leute da irgendwie plötzlich negativ getestet wurden und dann aber am nächsten Tag wieder positiv oder sonst irgendetwas? Da war ja die Antwort ganz klar, nein, wurden sie nicht, sondern die Leute waren konstant negativ und Falsch-Positive gibt es in dem Sinne nicht. Gibt es nicht. Die gibt es okay. Nicht. Oder wenn, dann sind sie so super selten, dass sie keine Relevanz haben. Und Moment, wir können ja auch hier gerne auf diesen Vergleich der Zahlen kommen. Das ist so das, was ich dazu habe. Das ist ja die Positivrate, was man hier grün sieht, ne, mit diesen Balken. Das war nur noch mal, wollte ich machen, ist jetzt vielleicht zeitlich ein bisschen knapp alles. Warte mal. Aber, ja. Warte, ich suche gerade mal was. So, das habe ich übrigens in einem Maskenvideo, was du auseinandergenommen hast. Guck hier. Ich habe bei Korrektiv sagt was anderes als Volksverpetzer. Und Korrektiv scheinst du ja zu vertrauen. Von wann ist das vom Volksverpetzer? Müsste man mal kurz nachlesen. Ja, habe ich sogar hier abgespeichert, beziehungsweise noch auf einem anderen Browser offen. Das war vom 4. Oktober 2020. Okay, vom 9. September zeige ich dir mal gerade. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei, warte eben. So, Anwendungsfenster teilen. Und ich kann auch gerne nochmal verweisen. Ja, wie gesagt, bei Leipzig Moment, haben warte, sie selbst warte, quasi gesagt. Moment, warte. Nur noch so als Kommentar dazu. In Leipzig wurden 2000 Leute getestet und eine Person war positiv. Und die war real positiv und nicht nur falsch positiv. Okay. So, PCR-Test korrektiv, PCR-Test auf SARS-CoV-2. Warum in der Praxis falsch positive Ergebnisse selten sind? 9. September 2020. Die reden nur die ganze Zeit von Sensitivität. So, und hier das Ergebnis, die Labore erkennen von drei positiven Proben 98,8 bis 99,7% korrekt als positiv. Das ist die Sensitivität. Sensitivität liegt immer bei fast 100%. Auf die Sensitivität muss man nicht eingehen. Die vierte, am stärksten verdünnte positive Probe erkannte 93%. Okay. Im Fall der negativen Proben waren es 97,8 bis 98% korrekte Ergebnisse Spezifität. Das heißt, die Spezifität liegt laut korrektiv bei 97,8 bis 98,6%. Aber steht es nicht im Vergleich zu die vierte am stärksten verdünnte Probe? Dass sich diese Spezifizität die vierte am stärksten verdünnte positive Probe erkannte 93% Sensitivität. Das sind sich die Spezifität. Genau. Im Falle der negativen Proben waren es 97,8 bis 68,8 korrekte Ergebnisse. Also Spezifität. Ja, klar. Man kann keine verdünnte als negativ. So. Und da hat unser. So, ich schalte uns mal kurz zurück. Da hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn selbst gesagt im Sommer, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel testen, denn bei einer geringen Durchseuchung haben wir mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Und in Hamburg haben wir gerade, das habe ich auch bei meinem Video mit dem Bürgermeister angeführt, habe ich
habe ich eine Positivquote von 2%. Da sind mehr als 70% falsch positive. Echt? Das habe ich ausgerechnet und kann jeder überprüfen in dem Video. Hast du das Video gesehen mit dem Bürgermeister? Nein, aber dass 70% falsch positiv sind von diesen Tests, ist einfach nicht real, wenn man 98% oder eben knapp 100%. Guckst du doch gerne mal an. Guckst du, ich dachte, du willst mich kritisieren, da musst du doch auch meine Argumente kennen und meine Videos. Ja, aber deswegen sage ich, die PCR ist eben sehr spezifisch und es gibt keine falsch positiv. Die und ist da brauche ich nicht. Wie viel hast du das mal nachgerechnet? Wie rechnet man das nach? Wie meinst du, ob es jetzt spezifisch ist oder nicht? Ja. Das kannst du nicht nachrechnen, das rechnest du ja nur mit Versuchsproben nach. Und worüber du es indirekt nachweisen kannst, ist ja, wenn es niemand hat, ja, das ist ja die Überlegung, generell hat es ja niemand, dieses Virus oder wie auch immer. Wenn du dann tausende Tests machst und irgendwie ein oder zwei sind positiv, dann können doch gar nicht so viele falsch positiv sein, dass es irgendwie 70% wären. Dann wäre ja, du testest willkürlich Leute und 70% sind plötzlich positiv. Aber dass es 70% nicht sein können, das liegt ja ohnehin auf der Hand. Aber es ist ja nicht mal so. Du testest tausende Leute und die Positivrate ist in diesen niedrigen Zeiten ja super gering gewesen. Wir hatten da Positivraten von irgendwie unter 1%. Und wenn du unter 1% bist, dann wird es vielleicht irgendwann tatsächlich relevant mit der Spezifizität. Aber was wir jetzt haben, da kannst du gerne nochmal auf meine Bildschirmfreigabe rüberwechseln. Wir haben ja aktuell zum Vergleich der Zahlen, diese Zahlen habe ich heute zusammengesucht. Die sind von. Warte, ich muss eben umstellen. Warte. Ich komme jetzt gerade nicht auf das. Ich muss meine Bildschirmfreigabe beenden und deine freischalten. Okay. Also hier sehen wir die Positivrate. Das ist in die Angaben in Prozent. Ich habe es leider nicht, weil, wie gesagt, Zeitdruck ein bisschen, habe ich nicht alles perfekt beschriften können. Und auch diese rote Linie, das sind die aktuell gemeldeten Infizierten, gemessen an dieser Skala. Aber man muss dazu sagen, ja, die sind 20 Mal höher, weil ich nicht hier eine zweite Legende einfügen konnte. Deswegen habe ich da einfach Faktor 20 genommen. Aber im Prinzip läuft das Spiel so folgendermaßen. Wir haben hier die Anzahl der Testungen, die vorgenommen wurden. Ne? Das ist die blaue Linie. Die liegt mittlerweile bei über 1 Million pro Woche. Über 1 Million pro Woche. Und dann haben wir die Positivrate. Das ist dieser grüne Balken. Der liegt hier mittlerweile bei knapp 8%. Jetzt haben wir 1 Million, sagen wir 1,5 Millionen Tests, ja, so roundabout. Ja, die nehmen wir mal 0,8 mal 8%. Ja, also 0,08. Und heraus kommen dann eben 250.000 Infizierte. Ungefähr. Wir haben gerade eine Quote von 7% oder so, ja. Ja, 7,8. Und das liegt fernab von jeglicher Spezifizität von irgendwie, oder beziehungsweise, wenn du voraussetzt, dass es irgendwie zu 98% spezifisch ist, dann ist es jetzt immer noch deutlich erhöht. Und das ist der Punkt. Und selbst wenn dem so wäre, dass es sogar ganze 2% negative wenn es ganze 2% falsch positiv wären. Ja, das sieht man übrigens, dass es nicht sein kann, weil wir hier bei unter 1% eine ganze Zeit lang waren, ja, nämlich im ganzen Sommer. Da waren die Fälle so niedrig, wir hatten unter 1%, hier teilweise so nur um die 0,6%. Da frage ich dich, wie kann dann die Falsch-Positivrate bei 70% liegen? Spezifizität heißt ja, werden auch negative Ergebnisse, eigentlich negative Ergebnisse, dennoch als positive gerechnet. Und es ist, nein, werden sie nicht. Und wenn, dann nur in sehr, sehr geringem Maße. Und die Sensitivität ist jetzt, du hast ja irgendwelche Proben und da war es ja auch mit recht verdünnten Proben etc., werden die als positiv erkannt. Und sowohl Spezifizität als auch Sensitivität sind bei der PCR top. Okay, Sensitivität interessiert mich nicht, weil Sensitivität ist meistens so gut wie 100%. Du gibst mir recht. Ich muss dich kurz, weil es halt. Ja. So, die Spezifität ist laut Korrektiv bei 98,6% im besten Fall. So, und wenn ich dir jetzt hier, gibst du mir recht? Nein, da muss ich dir ja nicht unbedingt recht geben, sondern wenn, dann sind es eben die Zahlen, die das Korrektiv nennt und wie valide die sind, keine Ahnung. Moment, nur um nochmal, wie gesagt, vor Augen zu führen. Sie können nicht ganz richtig sein, wenn wir im Sommer trotz wirklicher bestehender Fälle
denn die muss es ja gegeben haben, sonst wären wir mittlerweile nicht mehr so hoch. Und man kann sie auch validieren über Modelle, die dann auf eben einer gewissen exponentiellen Ausbreitung bestehen, dass es trotzdem, dass die Fälle ungefähr stimmen. Wenn wir darauf nochmal zurückkommen, die Spezifität muss in der Praxis höher liegen als diese 78%, allein schon, weil wir im Sommer nur quasi, angenommen, es wären falsch Positive gewesen, 0,6% falsch positiv hätten. Und dem ist aber nicht mal so, weil wir, wie gesagt, im Vergleich bei Neuseeland beispielsweise tausende Tests haben und kein einziger positiv ist. Okay. Jens Spahn, wenn mehr Testen, muss man bei einer Gesundheit aufpassen, dass wir nicht mehr als tatsächlich positive bekommen. Ja, das hat er gesagt. Das hat Jens Spahn gesagt. Ja, mag ja sein. Okay. Ich zeige dir das jetzt mal in meinem letzten Video mit dem Bürgermeister von Hamburg. Ich zeige dir mal gerade ganz kurz, das ist ein Screenshot, den ich da eingeblendet habe. Moment. So. Das habe ich hier. Das ist mein PCR-Zuverlässigkeitsberechnung. Ich glaube, den gibt es sogar teilweise zum Runterladen, oder? Gibt es den nicht zum Runterladen auch ab und an? Die habe ich zum Runterladen, aber die habe ich von Corona-Fakten. Hier habe ich die, hier habe ich ein Beispiel von Ärzteblatt, wo ich sozusagen, wo jeder meine Spezifität, meine Berechnung oder meine Berechnung nachvollziehen kann. So, und wenn wir sehen, wir haben Stand 28.10. in Hamburg, haben wir eine Positivquote von 2%. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, der PCR-Test mit der besten Spezifität. Sensitivität haben wir 99,7%. Das kann man da vernachlässigen, aber wir haben eine Spezifität von 98,6%. Dann haben wir hier insgesamt 1460 Falsch-Positive. So, das heißt, wir haben insgesamt eine Positive Predictive Value von 32%. Das heißt, wir haben im allerbesten Fall 70% der Positiven falsch-positiv. Das habe ich da ganz genau ausgeführt. Das kannst du gerne nochmal überprüfen. Die Rechnung hinkt. Überprüfe es gerne. Falsch gerechnet. Ja, kann ich gerne machen, aber ich kann jetzt schon sagen, die Rechnung ist falsch. Schau es dir gerne an. Und zumal du ja gar nicht überprüfen kannst, ja. Also diese Tests, die können ja immer wieder validiert werden. Das mag ja sein, ja. Und dann über diese Validierung kommst du überhaupt auf eine Spezifität und auf eine Sensitivität. Ja, du musst ja diese Tests überhaupt validieren mit irgendwelchen Proben, von denen du eben weißt, wie das Testergebnis ist. Wenn du nun irgendwelche Zahlen nimmst, die eben so in der Verfügbarkeit schon sind, ja, weil es eben reale Tests sind, dann kannst du nicht von diesen wiederum auf die Sensitivität oder Spezifität schließen, denn die ist ja vorgegeben. Du kannst höchstens sogar sagen, ja, die Falsch-Negativen sind niedriger, weil wir einfach nur 0,6% Positive überhaupt hatten. So viel dazu. Nochmal, grundsätzlich musst du immer bei einem Test, müssen die Hersteller eigentlich angeben, wie gut die Sensitivität und Spezifität ist. Jetzt zum Beispiel bei dem... Und das wird ja gemacht. Lass mich ausführen. Bei dem neuen Roche-Schnelltest habe ich das selbst eben im Handelsblatt gelesen. Da sagen die, der hat eine Spezifität von 98%. So, und so muss es bei allen PCR-Tests muss es angegeben sein. Und wie gesagt, wir sehen hier korrektiv, sagt eine Spezifität von 98,6%. Und wie gesagt, geh gerne in das Dokument rein. Da habe ich das alles verlinkt. Da kannst du das alles nachvollziehen mit dem Hamburger Bürgermeister. Du sagst ja, du guckst meine Videos alle, aber das hast du offenbar nicht gemacht. Das habe ich übrigens auch. Ich habe gesagt, ich verfolge sie regelmäßig, wenn was spannend erscheint, aber ich habe tatsächlich nicht alle geschaut. Hätte ich ja nicht zu gucken in meiner Freizeit. Damals mein Masken mit den Finanzanten, das hast du ganz geschaut. Da habe ich auch gesagt, okay, da habe ich die Sentinel-Daten aufgeführt. Du kanntest gerade die Sentinel-Daten offenbar nicht. Das Wort hat dir nichts gesagt. Ich habe auch John Ioannidis aufgeführt. Hast du vorher? Ja, nee, aber ich habe ja dann ausgeführt, dass mir das schon bekannt ist, was diese Labore sind. Und ich habe sogar diesen Korrektiv-Faktencheck genannt. Also offensichtlich haben mir die Sentinel-Daten schon was gesagt, nur eben nicht unter dem Begriff Sentinel-Daten. Ja. Also kannst du bitte nicht hier verdrehen, ja. Okay, du konntest es nicht zuordnen. Ja. Und jetzt, wie gesagt, ich habe diese Rechnung, habe ich in zwei Videos, in mindestens zwei Videos habe ich es angestellt und da würde ich dich gerne bitten, dass du in Ruhe nochmal diese Rechnung nachvollziehst und mich da gerne widerlegst.
So. Aber können wir trotzdem nochmal sagen, dass angenommen die Daten vom Korrektiv sind richtig und die Spezifität liegt eben bei 98, sonst wie viel Prozent, dann würde ja eine Positivrate von über 2% heißen, es gibt doch positive. Oder es ist zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es keine positiven gibt. Und wenn wir gerade bei knapp 7% sind, ist es, bei knapp 8% sind, ist es ja noch viel eindeutiger. Genau. Also, aber daran siehst du auch, das sagt auch Paul Hannigan von dem aus Oxford, Oxford Center for Medicine, Evidence-Based Medicine, der sagt auch, Corona ist ein saisonaler Virus und natürlich, wenn jetzt die Corona-Saison losgeht, wenn es kälter wird, geht natürlich die Positivquote nach oben. Das heißt, man hat halt mehr Falsch-Positive. Aber nein, das heißt es nicht. Das heißt es absolut gar nicht. Die Falsch-Positiven-Rate ist ja, es sind eigentlich negative Proben und trotzdem testen wir Positive. Und wir haben diese Falsch-Positiven-Rate, die ist eigentlich dann immer, oder die falsch-positiven Tests sind immer dann abhängig von der Anzahl der aktuellen Testungen. Aber die aktuellen Testungen sind ja gerade schon seit Ewigkeiten auf einem Level von um die 1 Million pro Woche und trotzdem haben wir einen Anstieg in der Positivrate. Aber das kannst du nicht damit erklären, dass, weil das Virus saisonal ist, die falsch-positiven Rate steigt. Das ist Unsinn. Das sage ich gar nicht. Ich sage, die Positivquote, wir machen 1,5 Millionen Tests oder 1,8 Millionen Tests pro Woche und haben da mehr positiv Getestete. Das waren sonst immer 2%. Also hatte auch die Frau Leonhardt in Hamburg, die Gesundheitssenatorin, gesagt, hat im August noch gesagt, im Oktober beim ersten Mal, die meinte, ja, die Positivrate ist konstant bei 2%. Aber jetzt steigt sie natürlich vor allem, also in Hamburg ist sie immer noch bei 2%, aber laut RKI ist sie jetzt bei 7%. Das heißt, wir haben natürlich tatsächlich viele, die richtig positiv getestet worden sind. Da Falsch-Positive ist rausgenommen. Ja. Ja, genau. So, aber wie gesagt, du redest auch die ganze Zeit von Infizierten. Ob jemand infiziert ist, da ist halt auch, das hat Bhakti von Anfang an gesagt, das sagt auch Paul Hannigan. Hast du schon mal was von Paul Hannigan gehört? Du hast vorhin ausgeführt, dass es der Erfinder der PCR war, dachte ich. Hast du schon mal von dem vorher was gehört? Nein, das ist nicht der Erfinder der PCR. Das ist. Warst du nicht vorher? Ich höre dich nicht mehr. Sagst du noch was? Kerry Mullis ist der Erfinder der PCR-Methode. Ah, okay. Aber Paul Hannigan, von dem hast du vorhin gesprochen. Paul Hannigan, hast du schon mal von dem was gehört? Hast du dich mit ihm beschäftigt? Nee. Okay. Das ist der Direktor aus Stanford, vor dem Institute for Evidence-Based Medicine. Und genauso haben wir in Deutschland auch das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin. Hast du die schon mal von denen gehört? Zumindest einen Namen, ja. Okay. Die haben schon jetzt im September, Oktober haben sie zum dritten Mal eine Stellungnahme veröffentlicht, wo die sagen, die Kommunikation ist unglaublich undifferenziert. Man kommt immer mit infizierten Zahlen. Dabei differenziert man nicht zwischen wie viele einfach nur einen falsch-positiven Test haben und wie viele tatsächlich Symptome haben. Und wie wir auch im Altenheim gesehen haben, die gute Dame meinte auch, die haben alle nur positive Tests. Keiner hat Corona-typische Symptome. Sie sind einfach nur positiv getestet. Und sie sind 10 Tage später gestorben. Ich das ausführen. Wenn man wenigstens sagen würde, okay, wir haben so und so viel Positive, zum Beispiel in Uganda haben sie es gemacht und in der Schweiz sollen die das machen, dann, dass die sagen, auch mit dem Altenheim. Ich bin hingefahren, weil ich überall gesehen habe, die haben immer nur gesagt, wir haben hier so und so viel Corona-Tote. Keiner hat geschrieben, was sie für Vorerkrankungen hatten. Keiner hat geschrieben, ob sie Symptome hatten. Ich bin hingefahren, habe erfahren, dass keiner Corona-typische Symptome hat. So, und das sagt das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin und Paul Hannigan, die kritisieren, dass immer nur von Infizierten gesprochen wird. Aber ob jemand infiziert ist oder ob er krank ist oder ansteckend ist, das ist ein großer Unterschied. Man müsste ganz klar sagen, wir haben hier meinetwegen 1000 Infizierte, davon haben aber 200 Symptome. So, und das stellt man nicht dar und das hat das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin mittlerweile schon dreimal bemängelt in der ganzen Berichterstattung und sagt, die ist unglaublich tendenziös, unreflektiert und man kann keine qualitativen Aussagen dazu machen. Man gibt auch nirgendwo die Positivquote an, man gibt immer die
auch vor allem die kumulativen Zahlen der Positiv- oder der Infizierten an, dass ohne Bezugsgröße ist absolut nichts aussagend. Und wie gesagt, das hat sogar das ZDF aufgegriffen und gesagt, die Kritik ist vernichtend oder so, aber trotzdem hat sich niemals was dran geändert. Wenn du jeden Abend die Nachrichten anschaltest, hörst du immer nur Infizierte, Infizierte, Infizierte. Und es geht nicht um die Infizierte, es geht darum, wie viele tatsächlich krank sind und Symptome haben und ansteckend sind. Aber das habe ich doch vorhin ausgeführt, es geht nicht unbedingt darum, wie viele Leute sind infiziert, sondern wie gefährlich ist dann auch das Virus und wie viele Personen erkranken schwer. Und da können wir gerne auch gleich nochmal auf meine Folien gehen. Ich habe nämlich die Daten von heute vom Deutschen Intensivregister rausgesucht, wo eben aufgelistet wird, wie viele Intensivplätze gibt es insgesamt, wie viele sind davon gerade von Covid-Patienten belegt. Und da sieht man auch klar eine Tendenz von sinkenden Fällen, von sinkenden Betten. Und tatsächlich sind die stark korrelierend dazu, wie viele Infektionen wir generell haben. Und an sich muss ich da natürlich zustimmen, es ist zu unterscheiden, ob eine Person gerade positiv getestet wird, aber vielleicht irgendwie positiv getestet wird, obwohl sie quasi vorher schon einmal getestet wurde. Ja, also wir hatten es ja von der Pflegerin oder der Leiterin im Altenheim, die eben immer noch positiv war, aber eben nicht mehr infektiös war. Der Punkt ist nur, kannst du überhaupt dir es leisten, hier zu differenzieren? Wenn du nun eine Person hast, die ist positiv getestet, sie hat vielleicht noch nicht mal Symptome, ja, fühlt sich noch ganz putzmunter. Du hast gerade nicht die Testkapazitäten, um zu sagen, wir testen dich in 2-3 Tagen nochmal und bis dahin kannst du ja gerne weitermachen, sondern sagst du einfach nur, weil wir nicht genügend Testkapazitäten haben, bleib einfach zu Hause, mach 14 Tage nichts und wenn du dann keine Symptome mehr hast, dann bist du genesen. Ja? Und wenn die Personen gerade noch präsymptomatisch sind, also sie bekommen irgendwann Symptome, haben sie aber aktuell noch nicht, dann kannst du dir das, wie gesagt, in diesem Fall nicht leisten zu sagen, ja, die Person ist ja vermutlich gar nicht ansteckend. Und ebenso bei eben Personen, die nur sehr schwache Symptome bekommen. Du kannst es nicht wissen und du hast eben auch gerade nicht die Kapazitäten, um dir es zu leisten, Personen mehrfach zu testen, sondern du hast dann eben Glück gehabt, wenn du einen gefunden hast, der dann eben positiv ist, dann sagst du, weil es einfach das Einfachste ist, die Quarantäne hier 14 Tage, viel Spaß. Oder die Isolation in dem Fall, wie gesagt. So, es gibt ja auch gar keine Ansteckungsexperimente. Wie gesagt, da sind wir auch gerade nochmal stehen geblieben. Es gibt keine Ansteckungsexperimente. Die Kosten-Postulate, sagt dir das was? Ich hatte sie mir extra nochmal durchgelesen, weil du in einem Video davon gesprochen hast, von diesen Caution-Postulaten. Der Punkt ist nur, brauchst du sie wirklich in diesem Fall, wenn eigentlich die Sache schon so auf der Hand liegt? Ich bin hier der Laie und ich habe nicht die Zeit und Mühe und das Engagement, um mir ständig jegliche Punkte herauszusuchen, diese Caution-Postulate und dann nochmal intensiv Recherche zu betreiben, um diese rauszusuchen und zu suchen, ob es jetzt mittlerweile Studien gibt, die diese Kosten-Postulate erfüllen. Und die Frage ist, muss ich das überhaupt tun oder reicht nicht mein restliches anderes Wissen überhaupt schon aus? Okay. Also, PCR-Test ist nur eine indirekte Methode. Die sagen zwar immer, das ist der Goldstandard, aber der Goldstandard sind die Kosten-Postulate. Man muss erstmal wissen, mit dem PCR hat man nur eine Korrelation, aber um aus der Korrelation eine Kausalität zu machen, muss man die Kosten-Postulate erfüllen. Das heißt, man muss der Person, die positiv getestet wird, man muss erstmal denen ein Virus, man muss den Rachenabstrich oder Blut entnehmen und dann muss man diesen Virus isolieren. So. Und man muss diesen Virus isolieren können. Und da sagt sogar selbst die CDC, die amerikanische CDC, dass sie kein Virusisolat haben. Oder auch dieser renommierte amerikanische Virologe, dieser Kellischer, der sagt auch, er sucht seit Monaten nach einem Virusisolat. Also das heißt ja, man muss dann in der Petrischale, man muss den Virus von allen anderen Viren isoliert haben, damit man sagen kann, dieser Virus ist der, der krank macht. So, und da muss es dieses Isolat geben und das muss man elektronenmikroskopisch festhalten. Und da gibt es hier einen Journalisten aus Hamburg, der heißt Thorsten Engelbrecht, der hat mit Klaus Köhler ein tolles Buch geschrieben, das heißt Viruswahn, da habe ich ein langes Video zu gemacht. Der hat alle wichtigen Autoren von Corona-Studien angeschrieben, die zum Coronavirus geforscht hat und hat die gefragt, habt ihr ein
ein Virusisolat vorlegen? Do you have a purified virus? Und die haben mir alle geantwortet, haben gesagt, no, we don't have a purified virus. Das heißt, wenn man keinen purified virus hat, kann man gar nicht sagen, dass es da ein krankmachendes Virus gibt. Doch, und zwar indirekt. Also du, klar, also ich weiß nicht, ob es eben diese direkten Methoden gibt. Klar ist jedenfalls für die PCR, um die überhaupt quasi zu erschaffen, um irgendwie eine PCR-Methode zu finden, mit dem du das Virus nachweist, musst du ja natürlich das Virus isoliert haben. Dementsprechend kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass man das Virus in China direkt zu Beginn isoliert hat. Ob man es heute noch macht, weiß ich nicht. Man isoliert es ja schon in gewisser Weise, wenn man eine ganze RNA-Sequenzierung von machen kann. Der Punkt ist nur, du kannst es ja indirekt, wie gesagt, nachweisen. Du stellst darf eben ich, fest, darf ich da dass... Darf ich da einhaken? Du sagst, ja, man muss es zu Anfang isoliert haben. Drosten hat den Test entwickelt. Du kannst von Drosten die wissenschaftlichen Paper nachschauen. Ist auch in einem schönen Artikel von... Ich höre mich gerade doppelt. Ich mute dich mal kurz. Wenn du was sagen willst, Hand hoch. Drosten hat den Virus sequenziert oder den Test entwickelt, diesen PCR-Test auf Coronaviren ausgerichtet. Den hat er am Computer zusammengebastelt und hat das aufgrund von Berichten in Social Media gemacht. Er hat niemals ein Virusisolat gehabt und das ist es ja gerade, um diesen PCR-Test, wenn man davon ausgeht, dass man den für Diagnosezwecke einsetzen muss oder setzen kann, dann muss man schauen, okay, haben wir ein Virusisolat und muss ja halt einfach schauen, man kann diesen PCR-Test oder falsifizieren oder schauen, wie akkurat der ist, indem man halt einfach jemanden testet auf Corona und genau den gleichen Abstrich nimmt und versucht, diesen Virus im Labor zu isolieren aus diesem Abstrich. Und wenn man dann PCR-Test positiv hat und den Virus isoliert hat, dann kann man sagen, dieser Test ist validiert. Man benutzt die ganze Zeit einen nicht validierten Test. Da sagt sogar auch Professor Tanner, der Vorsitzende von der Corona Task Force in der Schweiz ist. Der hat in einem Interview mit Samuel Eckert und George von Corona Fakten hat er öffentlich zugegeben, dass es nie ein Virusisolat gab und dass man den Test niemals isolieren konnte. Der Punkt ist, wie gesagt, du musst ja in China direkt zu Beginn das isoliert haben. Da weiß ich natürlich nicht, ob vielleicht zu diesem Zeitpunkt Drosten in Berlin an der Charité noch nicht dieses Virus vorgelegen hat. Keine Ahnung. Bin ich auch nicht informiert genug und ich weiß auch nicht, wie wahrscheinlich es sein kann, dass man hier die Info hat, dass Drosten aus irgendwelchen ominösen Social-Media-Berichten irgendwie sich das Virus zusammengebastelt hat. Also ich meine, dass man irgendwelche Dinge am Computer simulieren kann, ist klar, das liegt auf der Hand. Aber dann glaube ich nicht, dass es irgendwie aus irgendwelchen Social-Media-Berichten der Fall war. Also nachschauen. Plus die Tests sind validiert. Sie werden zwar nicht in Europa, sie bedarfen keiner großen Zulassung oder dergleichen, aber sie werden validiert. Und sie werden validiert mit eben Proben, von denen du weißt, dass da drin SARS-CoV-2 ist. Ja, das heißt, du hast auch überhaupt für diese Probe ja schon gewisserweise das Virus isolieren müssen. Und du kannst ja auch dieses Virus in Zellkulturen bringen, um es dort sich vermehren zu lassen. Da weiß ich nicht, welchen anderen Nachweis. Und wie gesagt, da bin ich halt eben nicht der Virologe, der jetzt groß weiß, wie genau das Virus zu isolieren ist, sondern ich weiß nur, dass man anscheinend dieses Virus in Zellen gebracht hat, in Zellkulturen vermehrt hat, dass sich das Virus hinten in deinem Rachen replizieren kann und dass du hinterher viel mehr davon nachweisen kannst. Und wenn das kein indirekt genuger Beweis ist, dann weiß ich auch nicht. Und du validierst diese Tests ja dennoch. Du validierst sie mindestens auch mal in den USA, wo das die FDA eben macht mit ihrer Zulassung. Also da kann ich mir nicht vorstellen, wie du jetzt gerade noch daherkommen kannst und sagen, die Tests werden nicht validiert und vollkommen Unsinn. Fachwissen entgegenbringen kann. Also vielleicht bin ich dafür auch zu uninformiert. Wie gesagt, ich bin hier keine Person auf einem Fachgebiet und kann das gänzlich nachvollziehen. Daher finde ich es aber fast schon erstaunlich, dass du es kannst. Ja, ich seit März bin ich 8 bis 12 Stunden am Tag zu Corona am Recherchieren, lese da alle Artikel, habe mir da sehr, sehr viel, habe ich mich mit dem PCR-Test beschäftigt und sehe halt einfach, wie gesagt, die CDC sagt, wir haben kein Virusisolat, der ein weltweit renommierte
Virologen sagen, sie suchen seit Monaten nach einem Purified Virus Isolate. Sie finden das nirgendwo. Thorsten Engelbrecht schreibt die ganzen Wissenschaftler an, sagt, schick mir bitte ein isoliertes, ein elektronenmikroskopische Aufnahme dieses Virus. Und die sagen, die haben die nicht. Und wenn die die Tests validieren, dann machen sie das vielleicht mit Blindtest, dass die sagen, okay, wir haben einmal PCR-Test positiv getestet und geben diese Probe zu denen hin und schauen, ob dieser PCR-Test das nochmal richtig macht. Das wäre ein bisschen witzlos, aber ja. Nein, aber so machen sie das. So machen die das offenbar. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich schicke dir gerne mal einen Artikel zu. Ich habe mir ein paar Sachen. Den Rubicon-Artikel zum PCR schicke ich dir zu. Mit den BMI-Leaks schicke ich dir zu. Die Atemwege schicke ich dir zu. Übrigens so, dass ich habe selber vorher noch mal recherchiert, während hier Pinkelpause und Husten unterdrücken durch Wasser trinken, habe ich noch mal nachgelesen. Das BMI hat eine Pressemitteilung tatsächlich rausgegeben. Bezüglich, es ist ja okay, dass Mitarbeiter ihre Privatmeinung verteilen, aber sie dürfen bitte hier keinen Anschein erwecken, dass man hier das zum offiziellen Statement macht und irgendwie zum Beispiel dem offiziellen Briefkopf da anhängt und dann damit das denn, der Öffentlichkeit zugänglich macht. Also das scheint mir dann eher zu sein, als hätte hier der Mitarbeiter seine Position, seine Arbeitsstelle im BMI missbraucht und da ein bisschen hier gefaked. Und es eben als öffentliche Meinung Betriebsmeinung dargestellt, was halt so nicht der Fall ist. Ja. Und das, die Sache ist halt einfach immer, wir leben in so einer Welt von Fake News von den Mainstream-Medien, wo zum Beispiel, wenn du Bhakti eingibst, dann findest du ganz viele Meldungen von Korrektiv, von Volksverpetzer, von ARD, von ZDF, die ihn diffamieren. Und die Leute, natürlich haben sie keine Zeit, da genauer reinzuschauen. Sie haben gar keine Möglichkeit. Sie haben gar nicht die Zeit und das Fachwissen, um das genauer zu hinterfragen. Und genau das gleiche jetzt auch bei dem. Anstatt, für mich ist halt immer, wenn jetzt jemand sagt, oh, Patrick ist doch total doof, dann sage ich, okay, ich schaue mir Patrick vielleicht mal selbst an, höre mir an, was der zu sagen hat und höre nicht irgendwie auf Dritte. So, und da, ich schicke das gerne mal zu, schau dir mal an, was die Bild-Zeitung dazu schreibt, schau dir mal an, was, das, was der selbst in seinem Papier geschrieben hat und ich glaube, dann bekommst du einen anderen Blick drauf, weil der Mann war genau für diese, der war genau in der Position, wo er gerade solche Berichte schreiben sollte, aber wurde intern nicht gehört. Der Punkt ist, wie gesagt, brauche ich gerade als Privatperson, denn wir reden ja hier eigentlich, wir sind ja, würden wir ja beide von uns vermutlich behaupten, besser informiert als der bloße Durchschnitt, der sich jetzt irgendwie sagt, man liest irgendwie den ein, zwei Seitenartikel zu Corona und dann hat man vielleicht irgendwie auch nochmal Artikel, die einerseits die sagen und irgendwie drei Tage später darauf, weil eben Medien ein Stück weit von einer Heischerei leben, so ein Stück weit, wie gesagt, und da ist eigentlich ganz gut, dass es einen öffentlichen Rundfunk gibt, der einen unabhängigen Journalismus bereitstellt, der eben nicht von dieser Heischerei, so die Theorie, ja, und nicht von dieser Heischerei Gebrauch machen muss, weil er ohnehin sein Geld bekommt. Und da sehe ich eben, dass Deutschlandfunk beispielsweise ein immer wieder sehr gute Artikel bringt und auch hier der NDR eben diesen Drosten-Podcast bringt. Worauf ich hinaus will, ist, ich selbst als Privatperson habe nicht die Fähigkeiten und mir das anzueignen, wozu Experten fähig sind. Ja, das liegt nicht in meiner Macht. Ich kann nicht sagen, wenn jetzt irgendetwas Neues ist, ich lese mich so weit ein, dass ich der Experte bin, wie der Experte es eigentlich ist. Ja, eben der Experte, der seinen Doktortitel darin hat. Okay. Und unter diesen Umständen kann ich leider nicht gänzlich die Dinge nachvollziehen und ich weiß auch nicht, ob du das kannst. Und In dem Fall möchte ich dann eben mich ein Stück weit zurücknehmen und sagen, ich weiß es lieber einfach nicht und sage auch, ich weiß es nicht, anstatt jetzt hier bloß rumzuspekulieren. Und deswegen möchte ich daraufhin kommen, was ich aber sehen kann. Und das ist, was man nachweisen kann. Und wenn du eben feststellst, dass Personen, die positiv getestet werden, kurz darauf es ihnen schlecht geht, ja, und egal, ob das jetzt unspezifische Symptome sind oder sie keine so spezifischen Symptome wie Fieber bekommen, weil sie beispielsweise schon alt sind im Altenheim und dann eben einfach aufgrund ihres Körpers, der das nicht mehr hinkriegt, so gut Fieber zu schaffen. Und da gibt es übrigens auch andere Definitionen in den USA, was überhaupt als Fieber zählt. Bei älteren Personen, da gibt es tatsächlich Anpassungen. Da möchte ich dann eben auf die Punkte kommen, die man leicht überprüfen kann. Ob das jetzt nun daran, ob man nun irgendwie dieses Virus genau isoliert hat und nachgewiesen hat, ist für mich als Privatperson ja nicht unbedingt relevant. Sondern was für mich relevant ist,
geht es im Krankenhaus gerade gut oder geht es im Krankenhaus gerade nicht gut? Ja? Sterben da die Leute gerade weg wie noch was, weil wir einfach nicht mehr genügend Plätze haben oder nicht? Und dann nochmal die Frage, wenn die doch alle gerade hier positiv auf Covid-19 getestet wurden, warum muss ich dann jetzt davon ausgehen, dass das alles falsch Positive sind? So, erstmal sage ich ja nicht, dass das alles falsch Positive sind, aber natürlich bin ich vollkommen bei dir. Du hast vorhin gesagt, wir sind alles keine Experten, wir haben keine Virologieausbildung, wir sind keine Mikrobiologen, wir sind keine Epidemiologen. Man muss natürlich den Experten vertrauen. Aber so, ich mute dich wieder, weil ich mich doppelt höre. Hand hoch, wenn du was sagen willst. Ne? So, wir sind alle keine Experten. Wir müssen uns auf die Experten verlassen. Und wenn dann nachweislich im Mainstream einfach renommierte Kritiker nicht zu Wort kommen oder wenn sie zu Wort kommen, dann nur so nach Motto, ja, sie widersprechen dem, Konsens und bla 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 oder werden nur diffamiert. So, für mich ist halt einfach, ich schaue, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite. Versuche mir das ganze Bild anzuschauen. Ich höre mir nicht nur an, was Drosten und Streeck und Kekulé und so alle zu sagen haben. Ich höre mir auch an, was Bakti zu sagen hat, was andere Virologen zu sagen haben. Ich schaue mir den PCR-Test ganz genau an. Ich schaue mir an, wie war das in der Vergangenheit, wie war das bei HIV. Ich lese ganze Bücher. Ich versuche mir ein möglichst unabhängiges Bild davon zu machen. Und wenn ich das mache, dann komme ich zu ganz anderen Ergebnissen, als es da heute ist. Und wie gesagt, dann sehe ich, die Kommunikation ist einseitig. Es werden Zahlen immer genannt, ohne Bezugsgröße. Wie gesagt, jetzt auch mit dem Altenheim fährt keiner hin, fragt mal genauer nach. Es werden Fake News verbreitet mit Bergamo, mit Hard Island. Es werden immer nur die gleichen Experten eingeladen und so weiter. Ich sehe halt einfach, ja, und dann beschäftige ich mich auch mit dem Great Reset und wo Bill Gates überall seine Finger drin hat. Und da gibt es so viele Indizien dafür, dass es der größte Betrug aller Zeiten ist. Aber das kann man natürlich nicht sehen, wenn man sich nicht rundum informiert und vor allem auch nicht alternativ informiert, weil die Informationen, die kriegt man halt gerade einfach nur aus den alternativen Medien. Und deswegen habe ich auch so viele Videos gemacht und gebe mir da so viel Mühe, wo ich wirklich alles super seriös mit Mainstream-Quellen, mit logischen, mit nachvollziehbaren Fakten belege. Aber leider hast du offenbar ja nur sehr wenige davon gesehen. Dann. Ja. Also, dann gerne mein Einwand dazu. Lass uns langsam sehen, dass wir zum Schluss kommen. Ich werde immer heiliger und drei Stunden überschritten. So die letzten 10 Minuten, ja gut, ja doch, tatsächlich drei Stunden. Ja. Ich habe gerade schon vor 45 Minuten gesagt, jetzt lass uns mal in einer halben Stunde fertig werden. Ja, dann jetzt der letzte Punkt. Das Problem ist, wenn man sich darauf verlässt, dass man hier irgendwelche Indizien hier sieht und irgendwelche Indizien hier und dann irgendwelche Motive unterstellt, dann kann man das nicht mit Gewissheit sagen. Und wenn man sich überlegt, was wirklich ist in dieser Welt, dann muss man ja so gut wie möglich auch zu diesem Schluss kommen und dann auch die Begründung so wasserdicht wie möglich machen. Und das geht eigentlich nicht, und so meine Überlegung, wenn man sagt, okay, ich sehe hier das und ich unterstelle hier böse Motive, und auch hier habe ich irgendwie ja schon vor 5 Jahren gesehen, dass da irgendwas nicht richtig lief und habe hier eine induktive Beweisführung, die eben von diesem einen Negativ zum anderen negativen Punkt geht und sich dann so ein Stück weit über all diese Dinge zusammenklaubt, die auf einer Annahme beruhen, dass es irgendwo in dieser Welt Verschwörungen und böse Machenschaften gibt. Ja, das ist eine induktive Beweisführung. Ich habe dann auch schon hier gesehen und da war mal ein Betrug. Und jetzt glaube ich, weil diese alle Punkte da waren und ich eben böse Motive unterstelle und eben glaube, dass wir an der Nase herumgeführt werden, komme ich zum Schluss, hier haben wir die große Verschwörung. Und hier ist aber der Punkt, wir können nicht mal widerlegen, dass es eine Verschwörung ist. Ja, wir können nicht mal sagen, es gibt keine Verschwörung. Und wenn wir es nicht widerlegen können, dann ist es übrigens auch nicht mal, wie gesagt, eine Theorie, sondern es ist nur ein Mythos, eine Idee, ein gedankliches Konstrukt, von dem wir nicht mal überprüfen können, ob es richtig ist oder nicht. Sondern es, okay. Das ist so das Spannende dabei. Okay. Aber wir haben natürlich, klar, also erstmal für mich ist es halt einfach, ich gehe hin und schaue, wie findet die Debatte statt. Wissenschaftler müssen
es, vor allem, du sagst, ARD, ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, sind dazu verpflichtet, objektiv zu berichten. Und wenn ich sehe, dass die tendenziöse Berichterstattung machen, wenn ich mir anschaue, es gibt da ganz viele Studien, die sagen, wir sind sehr tendenziös, laden nicht alle Wissenschaftler ein. Und wenn sogar Nobelpreisträger, der Chemie-Nobelpreisträger Levitt, sagt, er hat Prognosen erstellt, die gesagt haben, hey, auch wenn das ein Killer oder auch wenn es diesen Virus gibt, der geht davon aus, es gibt ein Virus, der sagt, es gibt kein exponentielles Wachstum. Die Prognosen von diesem Neil Ferguson sind total unseriös. Das hat nicht nur John Ioannidis gesagt, einer der meistzitierten Wissenschaftler überhaupt, der höchst angesehenste, renommierte Epidemiologe der Welt. Wenn der nicht zu Wort kommt, wenn Nobelpreisträger nicht zu Wort kommen, wenn der Levitt, der sagt selbst, er musste, um mit Niall Ferguson zu sprechen, musste der die Royal Academy, diese Elitenwissenschaftsakademie, musste die einschalten. Und die haben ihn alle nicht für ernst genommen, die haben ihn ausgelacht. So, dann sind für mich, und wenn ich sehe, wie sie kommunizieren, wenn ich sehe, wie sie auch über Demonstrationen berichten, ich meine, in Berlin, ich war selbst da, geh mal auf eine Demo. Was sagst du, wo kommst du her, aus Karlsruhe? Da war übrigens erst die Demo von den Querdenkern 0711 oder so. Genau. Geh gerne mal, jeder, der zu so einer Demo hingeht und nachher die Demo erlebt und sieht, wie sie im Mainstream überbricht und der sieht, dass es hetzerisch und tendenziös ohne Ende ist. In Berlin, ich habe zum Beispiel ein Interview gemacht, da waren Ärzte, wo so 15 Ärzte, die standen da, wir sind Ärzte, keine Verschwörungstheoretiker. Gezeigt wurde bei der Tagesschau nur der Sturm auf den Reichstag, was nichts mit der Querdenken-Demo zu tun hatte. Da ist jetzt sogar eine ARD-Doku, die da differenzieren und sagen, hey, Rechtsextreme waren ganz klar in der Minderheit, aber trotzdem hat man sich auf diese Minderheit fokussiert. Und das natürlich nur, um dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, die Idioten, die diese Maßnahmen kritisieren, das sind nur Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Leute, die du sowieso nicht ernst nehmen kannst. Nein, das hat man, glaube ich, nicht gesagt, sondern man hat gesagt, die Rechtsextremen versuchen, sich damit einzuschleichen und das ist das Gefährliche, weil eben dann für solche Personen, die eigentlich in keiner Weise groß politisch rechtsextrem oder sonst irgendwas sind, dass die dann da quasi eben vielleicht mitgerissen werden und es eben so zu einer Vermischung von Gruppen kommt, die aber eigentlich so gar nicht eben herrscht. Und da gab es auch einen längeren Artikel tatsächlich auch dazu über diese Demo dann auch in Konstanz, wo genau das auch nochmal thematisiert wurde und bewertet. Okay. Also da ist es natürlich klar, dass man alles den Verschwörungstheoretikern so hinschiebt, dass jetzt alle plötzlich rechtsextrem sind. Keineswegs. Nur es gibt Personen daraus und vielleicht auch irgendwelche Schnittmengen. Wie groß die sind, vermutlich eher klein. Ja, und vielleicht nutzen dann eben trotzdem auch Leute Leute, die eben nicht mal Teil dieser Gruppe sind, sondern eben vielleicht Rechtsextreme, dass sie dieses so Trittbrettfahrer sind, die dann eben den Sturm auf den Bundestag machen. Den Sturm auf den Reichstag, hast du das genau angeschaut? Ich hatte das Video oder mehrere Videos dazu gesehen, ja, wie die armen drei Polizisten da standen mussten. Okay. Ich wollte das in einem Video auch nochmal ansprechen. Die Tagesschau hat das ganz genau zitiert. Die haben sich auf ein Video von dem Aktivist Mann berufen. Der hat das gefilmt und auch wie die Rede gehalten wurde. Bei der Rede wurde gesagt, ja, wir holen uns jetzt unser Gebäude zurück. Trump ist da, bla bla bla. Ist natürlich extrem dumm, aber da kann man halten, was man will. Auf jeden Fall, sie haben alles richtig zitiert, bis auf den letzten Satz, wo sie gesagt hat, wir gehen jetzt friedlich auf die Treppen und zeigen der Welt, dass wir dahinter stehen. Wir setzen uns jetzt friedlich darauf. So, und wenn man sagt, wenn man das gezeigt hätte, wir setzen uns friedlich drauf, dann hätte man gar nicht von einem Sturm auf den Reichstag sprechen können. Die haben so dargestellt, die Leute sind da gestürmt, die wollten da rein, drei Polizisten haben die aufgehalten, die haben auch noch alle ein Bundesverdienstkreuz bekommen und so hat man dann gesagt, guck mal, das ist in Berlin passiert. Obwohl der Mehrheit, erstmal diese Demo vor dem Reichstag hatte überhaupt nichts mit dieser Querdenken-Demo zu tun, aber trotzdem hat man sich darauf fokussiert. So, und da ist genauso wie in Bergamo, genauso wie auf Hart Island in New York, verbreitet man da Fake News, indem man wichtige Informationen auslässt. Aber selbst dann, wenn das die Intention war,
Die Videos zeigen ganz klar, dass die Personen versucht haben, in den Reichstag zu kommen. Da war nichts zu sehen von, die Leute setzen sich da eben nur friedlich hin. Das mag vielleicht die Intention gewesen sein. Wo hast du die Videos gesehen? Die gingen relativ gut viral auf Twitter und die waren schon echter, ungefakter Content in dem Sinne. Von Antifa-Zecken bis oder von welchen Quellen? Ich meine, dass die Quelle da nicht unbedingt relevant ist und das war, glaube ich, nicht Antifa-Zecken bis, sondern natürlich. die gingen konstant über mehrere Personen oder mehrere Accounts hoch. Das war nicht nur ein Account und die wurden auch nicht gefaked in dem Sinne, sondern diese Videos, die zeigen ja auch nur, wie die Situation da war und sie ist offensichtlich, egal wie sie davor war, so weit eskaliert, dass die Leute da als Pulk hingegangen sind und versucht haben, da einzudringen. Warum sollten die da eindringen? Das weiß ich nicht, aber ich habe das Video gesehen und dann zu sagen, das Video ist gefaked, ist jetzt dann doch ein bisschen hochgegriffen. Nein, ich sage, das Video ist so geschnitten, dass es so aussieht, als würden die... So, ich mute dich wieder, ich höre mich doppelt. Ich sage, das Video ist so geschnitten, dass es so aussieht, als würden die da stürmen. Aber wenn du dir direkt die Videos von Aktivist Mann anschaust, was, glaube ich, mittlerweile gesperrt ist, oder das waren staatenlos, das waren wirklich diese Reichsbürger, bei denen kannst du auf den YouTube-Kanal gehen und das Video in voller Länge anschauen. Da siehst du, die sind da hochgerannt, sind da stehen geblieben, haben sich umgedreht und haben irgendwie mit ihrem Fahnen gewedelt und wollten da einfach ein Zeichen setzen. Da standen natürlich ein paar davor, aber ich meine, sorry, wenn die tatsächlich den Reichstag gestürmt hätten, meinst du, drei Polizisten hätten die nicht eben überrannt? Da waren 1000 Leute oder so. Da geht es jetzt nicht darum, was ich jetzt groß glaube, sondern sie waren kurz davor, da reinzurennen und dass sie es nicht gemacht haben, lag halt vielleicht dann doch noch an einer gewissen Form von Respekt. Aber da musst du mich jetzt nicht fragen und mich darauf festnageln und diesen Punkt jetzt zu einem relevanten über die Corona-Politik machen. Das ist so ein kleiner Punkt. Und wir hatten gesprochen über Spezifität von irgendwelchen Tests. Wir hatten gesprochen über, zumindest leider nicht ausführlich genug, über die Intensivplätze und so weiter. Das sind die Dinge, worüber wir uns hier unterhalten wollen und sollten. Wir möchten hier über die Corona-Politik reden und nicht unbedingt jetzt um irgendwelche kleinen vereinzelten Demos, bei denen Leute dann irgendwelche Dinge gemacht haben, die vorher nicht angemeldet waren, um dann irgendwie zu sagen, seht ihr, die Medien haben hier die Sachen so wieder verdreht und zurechtgeschnitten und deswegen ist auch alles andere falsch. Denn das ist genau dieser Moment, das ist mitunter das, was ich meine. Ich sage nur, es gibt sehr viele Indizien oder wie gesagt, du siehst ganz klar, dass das eine tendenzielle Berichterstattung ist. Auf jeden Fall, es ist nicht... Natürlich kann man wissenschaftlich hingehen und sagen, dieser PCR-Test sagt nichts aus. Das sagen viele andere Wissenschaftler, die nie zu Wort kommen. Das kann man wissenschaftlich belegen. Und natürlich ist es dann wie bei einem Gerichtsprozess, kann man natürlich Wissenschaft kann man belegen oder falsifizieren. Aber natürlich, um jetzt irgendwie eine Verschwörung da hinzudeuten oder irgendwie Motiv oder so, da braucht man Indizien. Da gibt es dann die sogenannten Indizienprozess. Und da gibt es für mich, für jemanden, der da ganz, ganz viel reinschaut und sagt dir zum Beispiel The Great Reset was? Nee. Ja. Da auch, du bist offenbar nicht so tief drin oder natürlich, jeder schaut da so rein und bildet sich aufgrund der Informationen, die er hat, sein eigenes Bild. Und wenn ich will dich jetzt nicht angreifen, du hast natürlich auch nicht 8 bis 12 Stunden Zeit, so wie ich, jeden Tag da reinzuschauen. Du kannst da niemals so tief drin sein, wie jemand wie ich, der es sozusagen ja hauptberuflich mehr oder weniger macht. Ich bin Wahrheitssuchender. Ich will es ganz genau wissen und nehme halt alles, was mir in die Finger kommt, von der einen und von der anderen Seite. Und wenn man natürlich nur die eine Seite sich anschaut, die absolut tendenziös ist, aber die andere Seite nicht hört oder da nicht groß reinschaut, weil sie natürlich so in dieses Licht gedreht wird oder in dieses Licht gestellt wird, sind natürlich alles blöde Verschwörungstheoretiker, dann kann man auch nicht in der Lage sein, da irgendwie kritisch zu werden oder das irgendwie zu hinterfragen. So, auf jeden Fall, lass uns sehen, dass wir zum Schluss kommen. Hast du noch einen Punkt? Ja, ich habe noch einen Punkt. Und zwar, du meinst, man muss sich beide Seiten anschauen. Aber vielleicht, ja, also man kann natürlich sagen, wir können da nichts irgendwie messen, weil irgendwie unser Messgerät halt irgendwie nicht tut oder sonst irgendwas. Aber wir können vielleicht auch
vielleicht tut er alles und auch unser wissenschaftliches Instrument, die ganzen Studien etc. Nur vielleicht gibt es eben keine zweite alternative Wahrheit, die so unglaublich konträr zu dieser Faktenlage, die wir aktuell haben zu diesem Virus, dass sie überhaupt bestehen kann. Und das ist so vielleicht der letzte Punkt. Du kannst natürlich dir beide Meinungen und so weiter anschauen und irgendwie sagen, ich schaue mir hier an und schaue mir hier an und höre auf alles und versuche das jetzt nochmal eigens so zu bewerten, dass es für mich ein konsistentes Bild gibt. Aber wenn du dir die eine Lage anschaust, dann ist alles andere aus dieser Sicht heraus nicht richtig. Es kann nicht richtig sein, weil es Dinge gibt, die dagegen sprechen. Und wenn die Fakten dagegen sprechen, dann kann es da auch nicht noch irgendwie diese alternative zweite Wahrheit geben. So, erstmal nochmal alternative zweite Wahrheit. Es hört sich so mal an, als würde es nur eine oder, naja, okay, Wahrheit. Also es gibt Fakten zu diesem Virus, es gibt irgendwelche bestehenden Sachverhalte, die wir überprüfen können und die sich immer mehr erhärten in eine gewisse Richtung. Und die Frage ist nun, kannst du jetzt daherkommen und sagen, wir haben hier aber was anderes und das ist alles falsch, was wir hier schon ewig nachgewiesen haben? Kannst du nicht. Sondern, aber ja. meinst du, du kannst eine Aussage über die Validität eines Corona- oder PCR-Tests sagen, wenn du dich überhaupt nicht mit dem Erfinder dieser Methode beschäftigt hast, was der dazu gesagt hat? Oder sagte zum Beispiel, wie heißt er hier gerade? Ich habe es hier. Stephen Buston. Sagte Stephen Buston was? Nein. Stephen Buston sagt, der hat die Bibel für PCR geschrieben. Der ist sozusagen der PCR-Gott. Der sagt, bei allen PCR-Tests, die kann man nicht für Diagnosezwecke einsetzen, weil, schicke ich dir auch gerne zu, es gibt da Protocol Errors, Inappropriate Data Analysis, Inadequate Reporting, continue to be rifle and conclude that the majority of published RT-qPCR data are likely to represent technical noise. Der sagt auch ganz klar, die PCR-Tests werden so schlecht angewandt heute, die sind überhaupt nicht standardisiert, es gibt gar keine Standards, wie man CT-Werte, welche man da haben muss und so weiter. Es gibt da so viele verschiedene Tests. Insofern sagt er, dass alle Ergebnisse einfach nur irgendwie technisches Rauschen sind. So, und da frage ich dich, wenn du dich niemals mit Kerry Mullis beschäftigt hast oder mit den Kritikern, wie kannst du dazu in der Lage sein, ein vollumfängliches Bild dir zu machen? Vermutlich kann ich mir kein vollumfängliches Bild machen, aber vielleicht auch deshalb, weil das Bild, was ich suche, nicht irgendwie das ist, sondern, also, das ist jetzt sehr irreführend, das muss ich zugeben, aber ich brauche vielleicht kein vollumfängliches Bild mit allen anderen Dingen darum, die irgendwie geschichtlich zu PCR beispielsweise relevant sind, sondern wenn mir das Wirkprinzip der PCR bekannt ist als Wissenschaftler, ja, vorausgesetzt, ich habe dieses Wissen, dann ist es nicht unbedingt relevant, was haben andere Personen dazu gesagt, sondern es ist relevant, wie ist es tatsächlich? Und unter diesen Umständen muss es tatsächlich nicht relevant sein, was andere Personen bereits dazu gesagt haben. Und nochmal eine zusätzliche Frage an dich dann auch gerichtet. Wenn das alles irgendwie Hintergrundrauschen ist, ja, Noise, was man irgendwie hört, weil das alles so unspezifisch ist, wie kann dann dieses Hintergrundrauschen so perfekt hinpassen, dass wir jetzt eine erhöhte Positivrate hatten, im Frühjahr eine Positivrate und zugleich getestete positive Leute sterben? Und zwar in so einem Ausmaß, dass es rein von der Korrelation so perfekt zusammenpasst. Und dann auch noch mit einer Verzögerung von 10 bis 14 Tagen, dass die Leute auf die Intensivplätze kommen und irgendwann ein gewisser Prozentsatz verstirbt. Und da möchte ich dich dann damit eigentlich nur auf die Frage stellen, ist dieses gesamte Hintergrundwissen, was du dir ansammelst, über irgendwelche Personen, die mal mit der PCR was da zu tun hatten, nein, so relevant oder ist es gefunden. Er hat diese Methode erfunden und einen Nobelpreis dafür bekommen. Ja. Aber das heißt doch nicht, dass diese Methode, die damals erfunden wurde, mittlerweile immer noch so unspezifisch ist und nein, nicht. Und nochmal, stopp. Das hat nichts damit zu tun, ob sie spezifisch ist oder nicht. Er hat ganz klar gesagt, es ist nicht, wir haben gerade, man macht aufgrund eines Labortests, ruft man dann eine Pandemie aus.
Und Carrie Mullis hat sich damals schon immer dagegen ausgesprochen. Lass mich aussprechen. Carrie Mullis hat sich schon immer dagegen ausgesprochen, diese Methode für Diagnosezwecke zu nutzen, weil dafür wurde sie nicht erfunden. Das wäre genauso, als würdest du ein Auto zum Fliegen benutzen und dich wundern, dass das nicht klappt. Nein, die Analogie ist falsch. Und zwar, ich habe hier einen Stein. Den Stein, den kann ich meißeln und irgendwie, oder beziehungsweise ich habe hier irgendwie einen Stein, den kann ich irgendwie nutzen, um ihn auf den Weg irgendwie legen zu haben. Ja, er befestigt meinen Weg, den ich hier vor mir habe. Das ist vielleicht der ursprüngliche Zweck dieses Steins, warum er da hingelegt wurde, ja, um einen Schotterweg zu bauen. Aber vielleicht nutze ich irgendwann diesen Stein und schmeiße ihn nach irgendeinem Tier, um ein Tier zu verscheuchen. Das ist ein bekanntes Beispiel. Und damit hängt die Bedeutung dessen, was ich habe, auch davon ab, wie ich es nutze. Und wenn PCR vielleicht noch nicht zur Diagnostik erfunden wurde, heißt es deswegen noch nicht, dass wir sie nicht auch zur Diagnostik nutzen können, wenn sie denn dazu geeignet ist. Und sie ist dazu geeignet. Aber wenn jetzt der Erfinder dieses Steins, wenn der Stein jetzt eine Methode ist, so wenn der Erfinder sagt, nein, es ist nicht dafür gedacht, um Tiere zu verscheuchen. Und wir machen es trotzdem. Dann hat der Erfinder sich vielleicht geirrt. Denn offensichtlich war es praktisch genug, um den Hund zu verscheuchen. Okay. Und der Typ, der die PCR-Bibel schreibt, der hat auch keine Ahnung. Oder zumindest nicht weit genug gedacht, dass man es eben doch zur Diagnostik nutzen kann. Also, und ich möchte John Ioannidis muss man auch nicht Moment, hören. Moment, um das nochmal klarzustellen. Ich möchte mich nicht auf diesen Weg begeben und nun hier mit irgendwelchen mich aus der Reserve groß rauslocken lassen müssen und sagen, ja, der hat ja offensichtlich keine Ahnung, der nicht. Sondern garantiert sind es Wissenschaftler, die in ihrem Fachgebiet exzellente Leistungen erbracht haben. Aber das heißt nicht, dass diese exzellenten Leistungen ausreichend sind und ja, das Goldene vom Ei sind und irgendwie die Krone der Schöpfung und schon alle Anwendungsgebiete jeweils abgedeckt sind, sondern vielleicht lässt sich eben diese PCR dennoch zur Diagnostik nutzen. Zum Nachweisen eines Virus, was ausreichend im Rachen repliziert wird, um es dann wiederum nachzuweisen. Und dann auch noch zusätzlich vermehrt spezifisch gemacht wurde, indem man sagt, man testet auf genau zwei oder noch mehr von diesen Sequenzen und indem man es auch sensitiv genug dafür gemacht hat. Und man kann ja dann eben solche CT-Thresholds eben festlegen. Ja? Man sagt dann irgendwo hier, weil es eben Verdopplungszyklen ist. Und wenn man irgendwie halt nochmal 20 Mal mehr verdoppelt, dann hat man so was Kleines verdoppelt, dass es dann tatsächlich irgendwann nicht mehr aussagekräftig ist. Aber bis zu 30 halt nicht. Ja, da ist es eben aussagekräftig. Und das ist der Punkt. Man kann da nicht nun sagen, weil ich weiß nicht, wann die PCR genau erfunden wurde, ich glaube irgendwie 70er, 80er oder sowas, roundabout da, bist du vielleicht besser informiert als ich. 92 oder so, ja. Also 92. Da, vielleicht oder waren das eben noch nicht 85, Dinge, 85, ja, irgendwie ja, vielleicht, 85, ja. Vielleicht waren das nicht irgendwelche Dinge, die man damals schon vor Augen hatte, aber dennoch hat man das Verfahren verbessert und angewandt und konkret so geschneidert, dass es eben mittlerweile auch zur Diagnostik passt. Und man hat ja auch SARS-1 quasi diagnostiziert damit. Und es hat funktioniert. Okay, aber wir sehen ja, der ist offenbar nicht standardisiert. Man weiß. Doch, es ist standardisiert. Es gibt doch internationale Unternehmen, die diese PCR-Tests mittlerweile eben validieren und dann eben an Labore verkaufen. Und die werden in den USA, wie gesagt, auch zugelassen, weil die in den USA zugelassen werden müssen. In der EU ist, glaube ich, sowas auch in Auftrag. Wie kann es denn sein, kennst du, es gibt ganz viele Fälle. Prominent war der Fall von argentinischen Fischern. Die sind, bevor sie auf See gestochen sind, wurden sie alle Corona-positiv getestet, waren drei, vier Wochen auf See. Und von den 37 Fischern als sie wiedergekommen sind, direkt beim Anlegen sind 35 positiv auf Corona getestet worden. Wie kann denn das sein? Und es gibt auch ganz viele Berichte darüber, dass Leute, die haben irgendwo isoliert im Wald gewohnt, hatten nie Kontakt mit Menschen, wurden auf Corona getestet und waren positiv. Wie geht denn das? Also Moment, die Leute wurden beim Losfahren waren sie schon positiv oder waren noch nicht positiv? Die waren negativ und als sie wiedergekommen dann sind... dann kann es daran liegen, dass sie vielleicht einen Infizierten mit eingeschleppt haben. Ja, also bei 35 ist einfach, wie gesagt, weil die Prävalenz so niedrig ist, ist es unwahrscheinlich, dass es da mehrere wären. Aber gehen wir mal davon aus, einer war eben positiv an Bord oder eben hatte den Virus schon in sich. Vielleicht war der eben noch recht in der Anfangsphase. Vielleicht hatte irgendwie direkt davor einem Hafenmitarbeiter irgendwie noch
die Hand gegeben und irgendwie, der musste gerade husten und hat sich damit direkt da infiziert. Und dann hat er irgendwie über diese 3 Wochen auf dem Schiff alle anderen angesteckt. Warum soll das nicht möglich sein? Nur weil der PCR-Test wie hoch ist denn die Inkubationszeit? Die liegt so gewöhnlich bei 5 Tagen. Ja, man kann da nicht ganz Durchschnitt sagen. Oder zumindest man kann, sie liegt ja zwischen 1 und 14 Tagen und üblicherweise so bei 5 bis 6 Tagen, dachte ich. Okay. Und dementsprechend, wenn du dann irgendwie am ersten, zweiten Tag irgendwie getestet wirst, kann es ja schon sein, dass es noch nicht ausreicht, um erstens Symptome zu verursachen und zweitens auch noch nicht ausreicht, um auf einer Testung irgendwie positiv zu sein. Und so, zusätzlich, das heißt, weiß ich gar nicht, ob man genau sagen kann, man wird nur dann positiv getestet, wenn man Symptome hat, sondern die Inkubationszeit ist ja, glaube ich, die Zeit zwischen Infektion und Symptombeginn. Und da man ja schon vor Symptombeginn Infektion sein kann, kann es dann halt sein, dass in diesen ersten 2 Tagen vielleicht irgendwie der Test vorgenommen wurde. Und damit lässt sich aber noch nicht sagen, die Person ist jetzt gerade nicht infiziert, sondern es ist vermutlich halt nicht der Fall, aber kann halt trotzdem sein. Okay. Das ist aber trotzdem bei den Forschern alle ein Zweifel, weil die sagen, auch wenn man von der längsten Inkubationszeit ausgeht, ist das überhaupt nicht möglich. Und wie gesagt, es gibt zig von solchen anderen Fällen, wie gesagt, auch mit den Fußballern, wo du sagst, das kann nicht sein. Die werden einen Tag positiv getestet, den anderen Tag negativ. Und das, okay. Da gibt es so viele Widersprüche, da jeder, der ein bisschen durch die Zeilen, zwischen den Zeilen liest, der sieht, das kann alles vorne und hinten nicht stimmen. Das kann vorne und hinten nicht stimmen. Und wie gesagt, wenn du dich dann mit Great Reset und alles beschäftigst, siehst du, ja, da braucht man keine Verschwörungstheorien für, das kann man alles belegen, dass die gerade ja die neue Weltordnung durchdrücken wollen. Das sagen die offiziell. Okay, dann vielleicht noch eine abschließende Meinung von dir. Wenn ich jetzt mal so fragen darf. Der größte Betrug, und man kann das nicht verstehen, wenn man sich nicht alternativ informiert. So, jetzt okay, dein Schlusswort. Dann trotzdem noch mein Schlusswort. Es ist kein Schlusswort, sondern ich hätte gern, dass du sagst. Und zwar, was jetzt deine Überlegung, wirken Masken, gibt es das Virus und wenn es das Virus gibt, ist es gefährlich? Also erstmal wirken Masken. Ja, okay, ich habe es. Erstmal, gibt es das Virus? Die Beweislast liegt bei den Virologen, es gibt kein Virusisolat. So, und insofern, wenn es kein Virusisolat gibt, wenn es keine elektronenmikroskopische Aufnahme von einem gereinigten Virus gibt, dann kann man nicht sagen, dass es ein Virus gibt, dann ist der Beweis nicht erbracht. Insofern sind alle Maßnahmen, die danach kommen, absolut Unsinn. So, und dann muss ich mich auch nicht über Masken unterhalten. Das ist absolut unsinnig, sich über Masken zu unterhalten. Okay, das ist der Weil, Punkt. Aber du wie gesagt, und auch wenn es ein Virus gibt, dann ist der PCR absolut unzuverlässig und wir sehen an den Sentinel-Daten, die repräsentativ sind, dass es überhaupt nicht auffällig ist. Das ist, wenn es danach geht, hätte man bei der Influenza 2018, hätte man genauso harte Maßnahmen verhängen müssen. Und wir sehen in Schweden, Schweden hat, die WHO hat jetzt offiziell gesagt, dass es ein Musterbeispiel ist dafür, wie man die, wie man Corona handhabt. Man hat auch empfohlen, keinen Lockdown zu machen. Und trotzdem hat man jetzt deutschlandweit wieder einen Lockdown gemacht, obwohl die Hälfte der Mediziner in Deutschland sich dagegen ausgesprochen hat. Da hat der Herr Streeck ja dieses Positionspapier mit der Ärztekammer herausgebracht, die Hälfte aller deutschen Mediziner vertreten. Die haben gesagt, ein Lockdown ist absolut kontraproduktiv und wird höhere Kollateralschäden haben. Und trotzdem hat man den Lockdown durchgeführt. Und trotzdem hat man einen Lockdown gemacht. Insofern, es deutet so viel darauf hin, wie gesagt, dass es der größte Beschiss aller Zeiten ist. Aber das kann man nur sehen, wenn man einfach offen ist für andere Argumente. Und jetzt als abschließende Frage, du hast ja gesagt, ich drifte in meine Blase ab. Hältst du mich wirklich für so einen verrückten Typen, der nicht informiert ist? Ja. Ja. Kann ich leider. Also, aber Moment, das heißt noch nicht, dass wir deswegen fertig sein müssen. Also ich erkläre mich auch gerne, wie gesagt, dazu bereit, noch irgendwie einmal oder zweimal darüber zu reden und vielleicht sollte man sich dann auch nochmal eine klare Themenliste geben oder sonst irgendwas. Ansonsten können wir natürlich auch gerne auch sagen, das wäre jetzt noch mein Anliegen, auch an deine Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt oder sonst was, schreibt sie auf und ich werde sie gerne irgendwie auch lesen. Und aber bitte dann auch eine sinnvolle Diskussion. Also mir geht es darum, ich kann gerne meine Zeit investieren und sehe mich jetzt hier noch nicht irgendwie an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich lasse das komplett und den Leuten ist nicht mehr zu helfen, sondern wie gesagt, ich möchte
da eben schon gezeigt haben, dass ich auch richtig liege mit der Annahme. Und wenn wir konkrete Punkte haben, dann ist es immer schwierig, die jetzt im direkten Gespräch so ad hoc alle zu diskutieren. Aber wenn man sich dann ein bisschen Zeit nimmt, ich nehme auch gerne mehr die Mühe und schreibe irgendwie 5, 6 Seiten irgendwie einen Text dazu, habe ich auch kein Problem mit. Also falls du irgendwie eine Website hast, wo man das dann im Zweifel veröffentlichen kann oder sonst wie, kannst du ja gerne einen Zuschauer bitten, dir 10, 20 Fragen zu sammeln und ich nehme mir die Zeit und beantworte sie, so wie heute du mir Fragen gestellt hast. Okay. Ja, erstmal, wie gesagt, finde ich toll, dass du dich hier der Debatte stellst, aber natürlich, wenn du mich für einen Verrückten hältst, der sich einseitig, oder wie hast du es gesagt, wie habe ich die Frage gestellt, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, oder das hast du ja ganz klar gezeigt, du kennst viele Kritiker, hast dich damit nie beschäftigt, beschäftigst dich nur mit der einen Seite, mit Spektrum, beschäftigst dich, hast nur ausgewählte Videos von mir gesehen, hast dich dann auf Maskenpflicht und so konzentriert, ohne zurückzugehen, zu schauen, wie wurde eine Stimmung gemacht, welche Imperial College, Neil Ferguson sagte dir nichts, John Ioannidis sagte dir nichts, noch nie was von Carey Mullis gehört. Insofern, du bist meiner Meinung nach sehr offensichtlich, sehr einseitig informiert und hast nicht tief genug reingeschaut. Aber das ist auch kein Vorwurf. Natürlich, wie gesagt, keiner hat die Zeit, da so tief reinzugehen. Deswegen mache ich Videos, die du dir leider nicht ganz angeschaut hast. Gut. Okay. Dann. Alles klar. Vielen Dank nochmal, Patrick. Ja, dir auch. Und also. Danke für die Zuschauer. Wir sind auf eure Kommentare gespannt. Genau. Patrick liest mit und wenn es sachlich ist, ist er gerne bereit dazu, auch was zu sagen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.